Da, 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 da. Ich glaube, mit der Cam eigentlich los, Leute. Hello, Kamera. So, Freunde der Nacht. Da machen wir voll am Schüssel hier. Den Chat ziehen wir mal rüber und den Bot machen wir an. Spielst du nochmal neu oder was? Let's go. Da. Dann gucken wir, was wir noch für Musik in den Trends haben. Contra Count, Samra mit in den Trends. Oh, sexy, sexy. Gut. Guten Tag, meine Freunde. Guten Abend, ihr Lieben. What's going on, dude? GameStar gerade neu. Grüße, Nick, Uwe, Patrick, Christoph. Hallo, hallo, Dudes. Guten Morgen, Christoph. Halt's Maul. Hallo, dein Maul, Christoph. Nächstes Mal kriegst du so eine Kopfnuss, wenn wir uns sehen, Diggi. Du kannst deinen guten Morgen sind's vorhin stecken. Verstehst du das, Buddy? Sonst rast dich richtig aus, Alter. Stefan, grüß dich, Abend. Ihr Schweine. Dieser Game soll es gerade aussehen, ein bisschen Mucke höre. Ein, zwei Solo-Runden nach geht's los mit Subgames, Freunde. Ein, zwei Solo-Runden danach geht es los mit den Subgames, meine Freunde. So, zeig mal her, Patrick, grüß dich, mein Lieber. Dankeschön für den Support, Schnuckelhase. Nick, good morning in the morning. Good morning in the morning. Am Abend bist du hässlich, Junge. Brauchst du eine scheiß Kopfnuss? Autsch, Digga. Dumm Mani, Grüße. Björn, na großer, grüß dich, mein Lieber. So, wir machen ein, zwei Solo-Runden, wie gesagt. Danach geht's los mit Subgames wieder. Wer von euch kennt League of Legends? Das ist doch safe derselbe Skin. Das ist doch Master Yi, ist das doch hier, Alter. Das ist Master Yi, Leute. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, Alter. Ja, aber nehmen die Skins von League of Legends, Alter. Die haben sich echt nichts anderes einfallen lassen. Grüß dich, Daniel, Nimmern, Freundin, Carsten. Grüßt euch, ihr lieben Mäuse. Mir ist alles okay, Leute. So wie immer, Leute. Mal so, ihr Lieben. Mal so. Also nicht nur eine Kopfnuss, Digga. Voll aufs Brett, Junge, Alter. Pass mal schön auf, mein Freund. Kennt ihr den hier? Die riechen nach Ärger. Und da kommt die bei raus, Digga. Den kleinen Smile hier, der ist nur für euch da. Ein kleiner Mini-Smile, Brudi. Kevin, grüß dich, mein guter Christian. Salü, Maestro. Hallo, hallo, Thorsten. Ja, das ist schön, dass ihr wieder da seid, lieben. Schönen guten Abend, Family. Wollt ihr irgendwas anderes mal testen? Ich weiß gerade gar nicht, was ich so irgendwie Bock hätte eigentlich. Die Bar nochmal vielleicht. Boah, ich weiß auch nicht. Ein Z ist gerade echt wirklich gut mit STG und Bar. Definitiv die besten Sturmgewehre gerade, die man zocken kann. Oh, Abend, Flo, mein guter. Das riecht nach Friedhof, aber richtig, Björni. Mein Tag war ganz ähnlich, ganz cool. Wir waren nach dem Stream mit Timmy noch ein bisschen beschäftigt. Dann sind wir mit Timmy und Schatzi und Hundi zur Schwiegermama, weil da momentan Luki ist, weil er seinen Fuß nicht bewegen darf, weil sein Zepel da irgendwie eitert. Deswegen ist er da ein bisschen bei der Oma am Rumpimmeln. Haben wir quasi besucht, habe ich mit Luki ein bisschen zusammen Brawl Stars gespielt, in zwei Stündchen. Bin nach Hause mit dem Kinderwagen noch spazieren gewesen. Und ja. Jetzt rein, gerade wieder weiter, Attacke. Attacke, der Stream ruft, die Pflicht ruft, meine Freunde. Dem Kleinen geht's gut. Müde ist er heute, er wollte nicht schlafen, hat nur genault im Kinderwagen, haben wir wieder umgelegt, also ein bisschen sich die Welt angeguckt, wenn er eh schon die Augen offen hatte. Und Frau geht's eigentlich auch ganz gut, Kevin. Wie geht's dir, mein Lieber? Danke der Nachfrage. Grüß dich, Christian Schucki. Nabend, Heiko Bro. Wie war euer Tag bis jetzt, Leute? Alles okay? Noah, grüß dich. Ich mache ein, zwei Solo-Runden, danach geht's los mit Subgames, oder vielleicht nur eine Solo-Runde. Kann man die Bar irgendwie testen? Ich habe auch das Gefühl, jetzt das Spiel starte und spiele, das Game sieht irgendwie hinterher anders aus. Irgendwie sieht es mal hell aus, mal dunkel, mal ein bisschen die Kanten geglättet, mal wieder ein bisschen unscharf die Kanten. Ich weiß auch nicht, Leute. Ist jetzt ein bisschen laut gerade, kann das sein? Tichimichi. Wie gesagt, die NZ ist schon gut, Leute. Jetzt wirklich die Meta-Waffe ist, glaube ich nicht, aber ist auf jeden Fall schon eine richtig starke Waffe. Wie ihr auch mal aus der Range hier ganz, ganz easy locker den wegholen könnt. Das waren jetzt 180 Meter, Digga. Das ist schon heftig, die Range.
Aber guck mal hier, wenn ich jetzt aufhöre zu schießen, wie die nach unten zieht. Guck mal, jetzt verzieht die kaum. Ja, das ist der normale Recoil. Jetzt ist schon ganz schön gewesen, ja, von hier nach da. Aber man muss schon gegenhalten. Dass sie gar keinen Recoil hat, stimmt nämlich nicht. So, aber man kann die gut gegenhalten, Leute. Wie gesagt, wenn die anderen in der Luft fliegen, mal wie weit weg der jetzt hier ist. Guck mal, wie schnell der tot ist, Leute. Das sind ja 250 Meter, Digga. 250 Meter. Das ist schon für, für einen Sniper schon extrem. Ja. Also das ist schon okay, Leute. Kann man schon machen mit der NZ. Jessi, grüß dich, meine Kleine. Dankeschön, meine lieben Freundin. Andreas, schönen guten Abend. Heute war auch mein kleiner Bruder nach der Schule bei mir in Fortnite gezockt. Das ist doch geil. Das ist doch mega nice. Immer Zeit mit der Family verbringen, Leute. Es gibt nichts Besseres und nichts Wichtigeres im Leben. Und immer diese auch gut behandeln. Freundschaften sind natürlich auch wichtig, aber Familie ist das, was immer bleibt. Zumindest nicht immer, aber ihr wisst, was ich meine. Hm. Jetzt wollen wir noch fressen. Kevin mit Passion geben wir nicht zufrieden. Timmy schreit gerade richtig unten rum, der Dicke freut sich wieder. Gabriel, Grüße. Passion gebe ich mir nicht zufrieden, Kevin. Kannst gerne mal privat drauf sprechen, wenn der Marc Schnuckelhase. Ich glaube, wir müssen nur woanders runterfliegen. Jetzt kriegen wir wieder unsere Kugel nicht und alles und die Zone kommt wieder. Aber wir fliegen trotzdem Home Dome. Wer Home Dome ist einfach Home Dome, deswegen fliegen wir da runter. Danke, ciao. Timmy ist so am Abbrillen. Das macht mich glücklich, ich den immer höre, den Dicken, Alter. So, gucken wir mal, Dudes. Gucken wir mal. Was ist mit dem Dicken los? Ah, kenn ich selber, Christian, Digga. Jeden Tag bei mir, Bruder, jeden Tag. Die Schmerzmedikamentendosis, die ich nehme, ist schon die Höchstdosis, die man nehmen darf. Und ich nehme ja so schon mehr immer heimlich. Also, das ist schon uncool, Leute. Deswegen, ich verstehe Leute, die Schmerzen haben. Und gerade wenn es chronisch ist, bei mir ist es schon 3 Jahre lang so. Ihr braucht ja nichts erzählen, Leute. Ich muss irgendwie gucken. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, Leute. Das weiß man nie, aber irgendwie leckt es ein bisschen, oder? Wir müssen uns beeilen, die Zone kommt schon wieder gleich und wir sind hier auch noch am Rumträumen. Die feindliche Drohne ist aktiv, das ist schon richtig scheiße, Leute. Wir hatten ja die Drohne gefunden oder gekauft. Natürlich nur ein Cluster. Kann sein, dass der Dude jetzt gleich zu uns kommt. Oh, wir haben auch eine Drohne gefunden. Aber die war direkt raus. Bei uns in der Nähe sogar ein bisschen, der Dude. Das ist wohl sogar in der Nähe, der Dude. Ey, wie viel, das ist das dritte Mal, dass in dem Haus oder die dritte Tonschule, die wir hier finden. Und neben uns rechts ist einer. Müssen wir noch direkt hin, da, Dicker. Da kommt einer schon vor mir auf mich zu gerade. Und der will den schon pushen, wie es aussieht. Kuckuck. Nochmal ein Cluster. Luftraum ist nicht frei. Warum ist der Luftraum nicht frei? Ist doch gar nichts im Luftraum. Was erzählen die denn immer für einen Stuss, Digga? Waren die nicht überlooten jetzt hier oder was? Hier noch nicht. Die Kohle brauchen wir nicht mehr. Ratata Gamesound ist aus, sorry Leute. Ratatatata, Peng 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 ruft. Ey, ihr wisst, ihr, der. Normal, ey, alle, die jetzt schon so lange dabei sind und mich kennen, werden sich gerade denken: Oh nee, der Schimpf oder der Teacher. Hat einen Gamesound wieder vergessen, der Idiot. Immer dasselbe mit dem Muchtelbockel, Alter. Sorry, Guys. Gamesound ist an, Leute. Gamesound ist an, Leute. Danke, Peter, für deine 100 Sterne, mein Guter. Dankeschön, dass du trotzdem 100 Sterne spendest. Obwohl ihr keinen Gamesound habt, Leute. Guten Abend, guten Abend, guten Abend, Sonny Giant. Sorry für den Game Schauen, den hau ich doch gerade rein. Game Schauen vor allen Dingen. Digga, bist du hässlich oder was? Sprich da mal richtig Deutsch, mein Lieber. Digga, wir können auf jeden Fall Spezialistenbonus gleich kaufen. Wenn wir noch Kohle finden sollten. Wir haben bloß keinen Shop hier. Wir hätten aber einen Shop zum Werfen vorhin gehabt in mein Homie-Haus. Ich würde jetzt den ungern sterben, Leute. Ich würde gerne Spezialistenbonus kaufen. Wir haben nämlich das Geld schön zusammen für den Spezi-Bonus, Leute. Oh. My. Gosh. Zielgebiet markiert. Legt los! Hier, Phoenix 3. Boah, nimmst du scheiß Prezi, bin ich durch, oder was? Schaffen wir das noch? Haben wir überhaupt einen Einkaufswagen irgendwo in der Nähe hier, Digga? Wir hätten hier einen Einkaufswagen. Vorratsstation identifiziert. Ach komm, scheiße, ja, laufen wir halt ein bisschen. Laufen wir halt ein bisschen. Du Sound, dankeschön, Eddie, mein Lieber. Jawoll! Knuckelhase, vielen, vielen Dank, Bro. Vielen lieben Dank.
Nur überall Kisten. Wir brauchen aber eigentlich keine Kisten mehr. Wir holen sie trotzdem, weil ich will eine Drohne finden. Ach, wir haben sogar eine Drohne gefunden. Oh, am Shop. Egal, am Shop, am Shop, am Shop, am Shop, am Shop. Was hat er denn da gerade gemacht, Leute? So, ansonsten haben wir hier gar keinen mehr auf der Drohne drauf. Unterwegs. Na dann, ab. Sound muss bezahlt werden. Sound muss nicht bezahlen. Wer halt ein Game Sound. Haben nichts drüber bis zu uns. Ein Game Sound, ne? Das muss man auch erstmal haben, den Game Sound, Digga. Der isoliert ja auch den Zaun, haben Modi. Ging jetzt hier hin und von da aus ein Kopfgeld in die Richtung. Nach der Runde geht ja schon los mit Subgames. Nach der Runde könnt ihr gerne reinjoinen. Ich freue mich sehr auf euch hin. Der Dollo euch Mödis. Leckt aber wieder ein bisschen. Merkt ihr das beim Fliegen, wie das leckt, wenn er auf den Boden guckt? Ja, das wollen wir nicht jeden Tag beschweren, ist aber so. Es nervt halt jeden Tag wirklich ab. Sniper. Sniper auf jeden Fall. Vielleicht so für eine Drohne, wir haben ja eh Vergünstigung. Wir können ja so eine Drohne schon kaufen. Wir kosten ja eh bloß viel noch über denne. Okay. Mal her jetzt hier, wir haben hinter uns welche, wir haben vor uns welche am komischen Bunker Dingsi Dongsi da. Der läuft schon. Der hat gar nichts gehabt, Digga. Der hat überhaupt nichts gehabt an Kohle. Was für ein Kack ist das denn, Mana? Was ist denn da los, Christian, Alter? 784 Sterne von Chrissy, oder was, mein Guter? Digga, da muss natürlich der Schmatzer kommen, Digga. Oh, shit, Bro. Vielen, vielen Dank, Christian, vom Herzen, mein kleiner Brudi Moody. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank für deine Sterne-Schnucke, Bro. Ja, die Scheiß-Sniper geht mir richtig auf den Sack, Digga. Und gleich mal vorne noch ein Gegner, dann war es halt wieder. So ist das Game halt. Unser Game halt, ein Mix. Unser Spiel. Und Christa, was irgendwie schon irgendwie Lucky saufen wollte oder was? Kopfgeld ist genau vor mir weg, Leute. Das war mal nichts mit dem Kopfgeld, mein Guter. Fordere Beschuss an. Ziele markiert. Anfrage erhalten. Cluster-Sack aktiv. Feind ist über mir oder irgendwo abgesprungen. Fordere Beschuss an. Ziele markiert. Hier Phoenix 3. Schlag unterwegs. Feindliche Drohne ist aktiv. Präzisionsluftschlag hat verfehlt. Ihr seht, mit der Ohren, mit dem langen Lauf, es geht schon. Und er kommt aber jetzt. Und deswegen sollten wir jetzt langsam eigentlich in die Zone rein. Aber über mir habe ich keinen Bock, dass da jetzt noch ein Dude kommt. Jetzt will ich ja die Bar ein bisschen spielen, aber ich komme nicht zur Bar.
voll kacke, dass wir da runter müssen, Leute. Auf dem Dach oben ist einer drauf. Fordere Beschuss an. Ziele muss jetzt aber runterfliegen. Schlag unterwegs. Präzisionsluftschlag hat verfehlt. Digga, wie schnell ist denn die scheiß Zone, Bro? Ja, wie schnell ist denn die scheiß Zone, Brudi, Alter? Hab ich jetzt eh nicht mehr. Hab ich eh nicht mehr. Bin ich eh tot. Danke, ciao. 25 übrig. Immer weiter so. Du wünschst euch, Alter, was? Wenn man fit sind, kann man nicht kaufen. Da hast du recht, Christian Digi. Das merkt man aber selber erst, wenn man selbst krank ist. Habe ich vorher auch nicht so viel mitgekriegt. Oder zumindest. Oh, oh, Digi. Guten Abend, Kati, Patrick, Erik, grüßt euch ja die Mäuse. Brian, grüße. So, das ist das, was ich meine gerade. In so einer kleinen Zone hätten normalerweise 12 Leute wären schon viel. Es leben noch 22, gerade immer 28. Was willst du da machen? Einfach viel zu klein die Zone. Das ist halt der Modus halt, ja. Wo willst du da jetzt hin, Digga? Das Haus hier unten, das ist ein Haus, da könnte man rein. Da wird wahrscheinlich einer drin sein. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zur Dings hier über. Feindliche Drohne ist aktiv. Wusste ich doch, Digga, ich wusste es. Da haben wir natürlich keine Platten mehr. Wir hatten da hinten aber noch Geld für Platten. Ja, und wie reagierst du jetzt, Digga? Der nächste Shop ist da hinten. Das ist der einzige Shop, den wir jetzt großartig noch machen können. Der andere ist noch weiter weg. Das ist das nicht meine, Leute. Sind wir eh tot. Was willst du jetzt machen, Leute? Wir haben kein Leben mehr, kein gar nichts. Wenn jetzt ein Team kommt oder ein Gegner kommt, wir haben anderthalb, zwei Platten, was weniger. Das macht so viel aus, Leute. Kann man schon fast GG sagen. Und ich muss jetzt zum Shopping kommen, bevor jetzt der Gegner kommt. Da vorne ist schon ein Gegner da oben. Also müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie hier so Platten kaufen, zack, Drohne, zack, Platten rein. Drohne beginnt Überflug. Jetzt kriegen wir gleich den Reflake, weil vor uns Gegner sind, über uns Gegner sind und links neben uns rechts Gegner sind. Erstmal lieber die Bar nachladen. Wir dürfen bloß nicht husten, Leute, das wird uns alles verkacken. So, vor uns im Haus noch einer drin, links neben uns noch einer. Da vor uns im Haus der Typ. Bleibt ihr nicht mal stehen, die Scheißzone? Doch, danke. Ich hätte eine Gasmaske kaufen sollen, ich Vollidioten. Mario, Tobi, Jörg, schönen guten Abend, ihr Lieben. Was ist denn los bei dir, Christian? Digga! Mein Sonnenschein, vielen, vielen lieben Dank für so kranke Spenden. Freue ich mich sehr doll drüber, Christian, Digi. Wirklich vom Herzen, vielen, vielen lieben Dank, Bro. Guck mal, jetzt landet noch ein Feind. Jetzt landet noch ein Feind. Wir sind in einer kleinen Zone, Leute. Jetzt kommt's drauf an. Es gibt kein Zurück. Da sind nur noch fünf. Beenden wir es ein für alle Mal. Ja, das ist das, was ich meine. Es sind einfach zu viele Leute in der Zone unterwegs. Es sind zu viele Leute in der kleinen Zone unterwegs, Digga. Da kannst du nichts machen, Digga.
So, und jetzt machen wir oder starten wir mit den Subgames. Kommt rein, ich hab Spaß. Let's do it, Hamudis. Haben wir schon gute Runden bei den Subgames geballert. Ich hab eine Solo-Runde gewonnen und zwei Subgames gewonnen. Also weiter geht's, Leute. Let's do it, Hamudis. Weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Rein mit euch. Rein mit euch, Freunde. So, dann geht direkt nochmal die NZ los. Und die Own habe ich Bock drauf. Einzige Manko an der NZ ist natürlich das Movement und die ZV, Alter. Das geht gar nicht. Ansonsten ist die Waffe echt gut. Gut gespielt, mein Freund. Gastlicht gerade geholt. Ich, du weißt wahrscheinlich, dass ich die gerade geholt habe oder was für ein Danke dir, mein Lieber. Da kannst du nichts machen, Digga. Wenn ich nicht geholt hätte, hätte ich woanders geholt. Oder, das ist einfach zu viel, Digga, Alter. Einfach zu viel. Wir haben schon 3, 4, 5 so eine Wins geholt im Solo, aber es ist wirklich schwer, Bro. Danke dir, mein Lieber. So, wir machen mal einen Sound an. Marcel, grüß dich. Wer ist noch am Start? Noah, grüße, ihr Lieben. Schönen guten Abend. Guten Abend. Mahlzeit. Abend. So, wir sind mal rein mit euch. So, und das ist die Lobby auch voll. Let's go, Dudes. Halt bloß dein Maul kurz am Anfang nicht. Alter, ich würde gerade sagen, halt bloß deine scheiß Fresse und sag nicht guten Morgen hier den scheiß Stream, Alter. Bloß mal aufs Maul heute noch. Christian, Abend. Marcel, grüß dich. Ach so, anständig, Digga. Ich war auch bei 11 oder 12 Filmen. Das ist eine gute Zahl, Digga. Das ist eine gute Zahl für die Lobby. Das ist doch eine gute Zahl, mein Besser. So. Attacke. Mal gucken, was geht. Das ist der 6. Der 6, Digga. Da unten ein Problem. Das ist halb 7, Digga. Und wie du schon selbst sagst, mit dem Fahrrad sind es 10 Minuten bis zu mir. Mit dem Auto brauche ich 2, Alter, dein dummes Maul an, sonst hau ich dir richtig eine rein heute noch, Alter. Kriegst du meine Mutter anmelden, dass du ins Krankenhaus morgen fährst, Junge. Brauche ich nicht anmelden. Wirst du schön sehen, Großer. Der wird nicht reichen, Digga. Dem muss genäht werden, Diggi. Die brauchen was zu Ort haben. Rechtachse. Kleiner Rechtachse ist da direkt. Nein, der Fahren ist auch alles hier. Du Memme, Digga, du warst ohnmächtig durch die Schmerzen, du Eier halt sogar. Red nicht so ein Dinches, Junge. Wahrscheinlich noch nicht irgendwas bekommen. Hast du schon mal irgendwas genäht bekommen? Außer dein Schädel, weil der ist ja nicht normal. Na, Markus, ja, David. Knie, naja, ich rede von was Anständigen. Was deinem Knie gemacht hat, dich eine Mücke gestochen, oder was? Ja, ich hab ein Kissen genäht. Was hast du? Okay, alles klar, danke, ciao. Mhm. So, Freunde, jetzt geht's los hier. Bis zum Einsatz dauert es noch ein bisschen. Ah. Jetzt geht es los hier. Mit all unseren Waffen. Bro, ich bin zu fett. Idiot. Ah, Digga. Der größte Gegner von mir ist die Seilbahn. Die hat mich damals einfach so mitgerissen, ohne Grund. Bist du dritt oder was? War mir gerade noch zu viel. Guck mal einer rein. Ach, Christoph ist draußen. Sehr nice. Wir spielen ja immer noch mit der Owen aus der Range. Digga, das ist echt sexy. Was ist mit dir los, Christoph, Digga? Bist du raus oder was, du ein Lappen? Besser ist es für dich, oder spielst du noch auf der PlayStation 3? Was ist denn los bei dir, Junge? Christoph kommt erst rein, wenn das Spiel los ist, der dauert ein bisschen bei seiner Konsole. Ah, da haben wir ihn doch. Ich bin als vermisst gemeldet, Christoph. Ich wusste nicht, ob du noch kommst oder nicht, Bro. Jetzt ist Schluss. Hab ich schon gesehen. Ja, ja. Was ist mir lustig jetzt, Christoph, Alter? Oh, Leute, so, ja, wir kommen dann raus hier. Alle anderen haben auch Headset am Start oder nicht so gesprächig heute? Oder was ist denn hier los, Alter, von euch, euer Köppe? Alle schüchtern. Entscheidend, ich hör keinen außer dich, aber es reicht auch, ey, dummes Sabbel. Na, Christoph kann man mal drücken. Christoph ist ein feiner, Leute. Ich bin der Bierlieferant. Du bist der Bierlieferant. Ich stell dich ein, Bro, ja, jetzt, Christoph will einen 10, ich meine, für dich auch nicht wenig Geld, für mich auch nicht wenig Geld, aber irgendwas passt bei uns. Das ist, glaube ich, eine faire Zahlung. Falls es mal wieder so sein sollte, dass ich im Biernot bin, dann will ich die Bionotnummer. Jo. Direkt angerufen, Bro, Alter. Telefon, E-Mail, Adresse. Alles da, mach deine Firma auf, Digga. Ja, ist kein Spaß, ich wollte damals schon im Borg einen Lieferdienst, also einen Spätshop aufmachen, Digga, geht aber nicht, hat der Bürgermeister gesagt. Weil mein Kumpel Nikita, ein Russe, der in Magdeburg hat, der die ganzen Spätshops in Magdeburg, die gehören alle denen. Und da macht richtig gut Business und der hat gesagt, macht da einen Borg auf, aber das geht nicht. Da haben die auch gesagt, das ist nicht möglich. Und ich vor ausschanken darf und dann nicht vor der Tür so Tische aufstehen, das darf man nicht. Das ist nicht so möglich. Das wäre, denke ich mal, eine richtig gute Idee hier in Burg. Gibt's ja nicht sowas. Und ja, ich höre die anderen gar nicht, nur Marcel? Ja, ich bin da, ich war gerade schon am Fighten. Ja, deswegen sag ich ja gerade. Hast du gut gemacht, einer. Mein Guter. Ja, ist das schon einer bei uns, ja?
Oben? Grün. Grün, achso, okay. Nee, der ist auf der Tanke. Okay, Tankstelle? Okay, Tankstelle sehe ich gar keinen. Wie schießt ihr auf uns, die Assis, Alter? Was sind das für Larrys, Junge? Verpisst euch mal, ihr Maden. Mann, ich bringst du mich jetzt hier weg, doch immer! Ey, reicht! Scheiß KG, Bro. Wie sind eigentlich überhaupt die KG im Moment, Alter? Die haben einfach echt mal gezockt. Ne. Oben sind noch Kisten drin. Ich habe nicht eine Kiste hier, Alter. Aber die Munikiste, auch eine Munikiste hat von euch. Vorratskiste lokalisiert. Die Kisten habe ich nicht. Wollt ihr einfach euch was mit Munikiste erzählt? Ich hab. Wer ist denn ich? Bist du aber so? Wo bist denn du denn? Bierlieferant. Chrissy, Alter. Gehen wir ein Step davor ins Restaurant. Und dann. Sieht feindlich aus. Du hast eine scheiß Pistole, Leute. Oh, ein M1 Grand, Alter, ich werd's besser. Das sind nicht spaßig, Leute. Wie viele? Seht ihr da? Einen seh ich nur. Guck mal, Gameboy. Ja, einer in dem Haus hier drinnen. Hier, Aktivität. Im Orangehaus. Neue Position. Ja. Da läuft rüber, zweiter jetzt im Orangenen. Okay. Auf Orangenen ist jetzt noch einer rübergelaufen. Bei Grün ist einer, bei Grün pink. Also drei Leute sind's. Feindlicher Soldat in der Nähe. In der Nähe. Oben ist einer K.O. Auf dem Dach ist einer K.O. Leute, auf dem Dach. Da ist noch einer drauf auf dem Dach, glaube ich. Ich habe 2 K.O. Ich habe 2 K.O. auf dem Dach. Ich habe auf dem Dach 2 K.O. Grün 2 K.O. Da kommt noch ein Team. Da kommt noch ein zweites Team. Ah, sehe ich gerade, ja. Von oben. Du bist zurück. Von oben. Vom Berg aus. Komm mal zurück, das bringt ja nichts, Leute. Nee, komm mal zurück, woanders hinlaufen, Leute, woanders hinlaufen. Die Lupe vielleicht versuchen zu machen. Hinter mir, auf der Tanke, hinter ist noch einer. Ja, auf der Tanke. Okay. Lass den mal. Ich hab nur einen Kill gekriegt, die zwei Kills hab ich gekriegt von den Team. Lass mal ruhig hier liegen, die haben gerade wiederbelebt an dem, wie heißt das hier, Leuchtturm. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einfluss. Na, bin Teams, Kevin Cordy. Bei uns waren zwei Teams, Safecore, ja. Wenn nicht sogar ein drittes noch. Kann auch gut sein, ja, Cody. Warum mit einem MP, Alter? Ah, danke, Temposchub nehme ich. Luck. Ich darf hier nur, gerne. Es gibt hier eine Gasmaske nur. Braucht jemand eine Gasmaske? Ja. Teammitglied wurde für einen Einsatz freigegeben. Wenn hier schon looten, jetzt keine Kiste. Let's go. Umgelootet. Oder? Oh, Kollege, der war Christoph. Der muss sein, sorry, Brudi. Aber ich nicht so liebe, aber der muss sein. Hier waren die drin bei mir, Orange Marker, waren die schon? Ja, hier waren sie auch schon drin. Wir haben aber Geld für Christoph. Ich muss ja meinen Namen alle Ehre halten. Ja, sicher, und sonst kannst du dich verpissen. Nö, Kills mehr nicht. Hier waren sie auch schon. Lass mal zum Shop gehen und dann Christoph wieder beleben, woanders hinfliegen. Bitte noch eine Dings rauslegen, wenn einer braucht. Eine STG in grün. Platte würde ich nehmen. Eine Platte habe ich auch, Bro. Hinter dir. STG, hast du eine Waffe? Ich habe zwei Waffen, ja. Okay, ich habe keine Close, weil ich aber eine STG und eine Dings darüber. Habe ich auch nicht. Ich hab eine mit dem Burst und eine DP. Lass mit dem Ballon woanders hinfliegen, Leute. Zur Kiste mal probieren oder halt komplett woanders hin. Ah, die kam von da oben. Ja, wir müssen ja nicht hin. Vielleicht müssen wir kurz drüber gucken oder zur Lupe vielleicht machen, zur Lupe fliegen. Hier ist tatsächlich jetzt keinen auf Anhieb. Ich tatsächlich auch nicht, Bro. Ich bin auf Lodi. Spring aber mal runter. Wenn ich mal noch neu starte, bin ich nochmal scheißegal, Leute. Hier ist ungelootet auf jeden Fall. Erstmal alle zurück ins Haus verpissen. Ja. Mach ich auch immer, Digga. Gönn dir mal, ey. Bin noch ein Störsammer. Besser ist ja auch nichts. So. Das wird reichen für eine Drohne, Leute. Wollen wir nochmal Drohne am Shop holen? Oder? Unten war eben Ping, glaube ich. Wo? Als wir runter hochgeflogen sind beim Shop unten, wo wir waren. Okay, lass mal hinten, ne? Ja, hier am Haus. Kannst du die markieren? Ich sehe Feinde! Ja. Nein, ich habe noch 3 Schuss. Ich hatte es. Noch einer hier links außen. Ja. Hab ich K.O. Halbe war ich. Nice. 3 nur oben. Oben vom Berg. Ah, wieder hoch. Einer ist links vom Berg. Einkaufswagen, glaube ich, auch einer. Der hat mich voll gelasert. Ich sehe ihn nicht. Bei mir auch nicht, oben. Ich auch nicht. Schön.
hinter mir. Da Tilz hinter der Tribüne. Da ist einer live, Bing. Zwei Stück. Achtung. Weg beim Live-Ping. Ich sehe den Christoph. Gute Hits gekriegt. Augen aufs Ziel. Für den Stun, Digga. Der hat mich. Die kommen. Sind die denn? Ich hab dich. Die kommen. Ah, ich hab Pech. Einer ist noch, vor uns bei der Haustür. Bei uns unten. Ein Einzelner gewesen, ein anderer. Ich hab keine Platten mehr, Leute. Rückzug, ja, nein. Ich sehe nicht mehr an der Tribüne, Leute. Sollen wir eine Plattenkiste kaufen? Ja, wenn du da hinrennen willst. Ich renne hin. Dann komm hier, Geld liegt. Wenn du stirbst, bezahlst du das zurück, ja, kriegst du. Ah, jetzt sogar noch für eine Drohne. Ja, danach. Moment. Nur Plattenkiste und Drohne, Leute. Obwohl einzelne Platten günstiger wären, 5 Mark, 4 Mark kaufen, aber egal. Block die da einfach, komm, wir kaufen einfach Drohne einen, block die da, kommen alle Hinterhitze los. Auf die Plattenkiste und hinten Drohne kaufen und ab die Party. Die haben einen Auftrag gemacht hinter uns. Komm, Geld raus für eine Drohne, Geld raus für eine Drohne. Ja, das liegt. Ja, liegt alle beides Geld raus, Idioten. Einer von euch hätte das mal gesprochen können, Junge. Backenart. Lass da hinfliegen, oder was, Leute? Ja. Dankeschön für deine Sterne, Alex, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, Rudi. Thank you very much for your support, dude. Wo ist denn der, Digga? Wo ist denn der? Auf dem Dach oder was? Lass ihn auf das ganz große Dach fliegen, oder? Ist da auch schon einer drauf? Einer ist genockt von denen. Einer von denen genockt. Ich flieg hier auf das große Dach drauf, das mittlere Dach, Leute. Einer Schildbag dahinter. Auch ein schmacker Schildbag. Noah, links von dir Schildbag, Noah. Nein, ich hab einen Lock, einen Schildbag hier oben. Der eine ist runter. Ämst du ab, Christoph, wer da immer ist? Wer ist denn da? Du fliegst hin, okay? Ich renn hin. Aber aufpassen, ich weiß nicht, wo der ist, ich sehe den nicht mehr. Einer muss nach links. Hab ich Schildbreak, Christoph, Schildbreak? Hab ich, Christoph? Hat sich wieder belegt. Ach, noch einer, Digga, noch einer da, Bro. Ein anderer. Sind drei Leute da gewesen. Waren zwei Stück. Nee, ist drei sogar gleich. Der andere springt auch unter der andere. Der andere lag dahinter. Was soll ich machen? Zwei hab ich, ein Deutsche. Er sagt so, was soll ich machen, ey. Hinter, dreh dich mal um, nach links jetzt. Da hab ich auch einen gekillt, der flirrt auch Geld. Okay. Hoffen sie nicht wieder hochkommen. Ah, es sind Steps auf jeden Fall unter euch. Ich sehe mal von oben, wo die Kohle liegt, da fliege ich da hin. Dankeschön für deine Sterne, Toni, mein guter. Vielen lieben Dank, Buddy. Verwisch deine Spuren, ein feindliches Team macht Jagd auf dich. Das ist der Steps, die kommen hoch. Ja, die können kommen. Kommen die oder kommen die nicht? Mal zurück von meinem Bier. Im Treppenhaus. Mhm. Die sind denn? Das ist ein neues Team, also wir dürfen es gar nicht mehr sein eigentlich. Der Feind sprengt über oben, dem oben, Gebiet oben. Ab. Auf den Himmel achten. Ach, ja. Der abgesprungen. Oh, Alter, wie viel sind denn das da, Leute? Holy moly. Drei Leute wieder, ein anderes Team. Jetzt bestimmt mit Ballon fliegen, wenn sie schlau sind. Kannst versuchen, hier ja, hat auf jeden ich Fall Loadout da oben ist. Mach ich gleich. Werfe Granate. Die anderen Gegner, die unter uns waren, ist das Team? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Alles gut.
Das sind mehrere, wie 4 Leute mindestens in ein anderes Team wahrscheinlich. Glück. Mach einfach Messer runter, vielleicht lockst du ja an. LOL, Digga, what the fuck? Digga, what the fuck, Bro, Alter. Ja, aber ich springe ja ab und dann treffe ich ja. Halt. Das andere steckt noch da mittig drin, das Messer, Alter. Das war jetzt echt sexy, dass ich hier. Kann ich da landen? Nee. Nein. Der fliegt woanders, ich mach die Lupe, mach die Lupe. Schade. What? Oh nee. Noch einer. Muss hier weg, Digga. Wer jetzt? Ach, du bist so ein Ding, Alter, lö. Gas nähert sich. Vorratskiste gefunden. Das ist doch gut, Leute. Feindlicher Clusterschlag. Passt auf eure Köpfe auf. Nächstes Ziel aktualisiert. Ja. Für den rein? Nee, lass mal. Wir können einen wiederbeleben. Lass mal zum Einkaufswagen hinter. Ja, hier, ich krieg mal Kohle hier. Da vorne ist eine Versorgungsstation. Ich spuk mal hier weiter. Von oben an. Null Killigende, als ich das hier wusste, Alter. Vielen Dank, oh. Nee, Spaß. Ich wollte gerade fragen. Bitte, bitte, aber was soll ich machen, Alter? Ich mach die Lupe? Ja, ja, du die Lupe, ja klar machst du die Lupe, bist du tot, Idiot. Das reicht nicht, dass da viele Leute waren oder nicht, Alter. Bist du sauber oder was? Die Lupe, kannst du nicht ins Wasser stoppen, ich mach die alle weg. Na klar, gerade du, Junge. Du Aimgott, Junge. Kiste oben drin, ey. What's going on, Michelle, meine kleine Gin-Freundin? Dicken Schmatzer, vielen Dank für deine Sterne, Mäuschen. Bei mir Türen. Türen? Ja, ich habe auch Türen hier. Nee, ich komme, warte. Wo bist denn? Du bist blau, ja? Oder? Ja. Ja. 2 Leute. Ich sehe erstmal, ja, kann ich eben nicht ab, aber ich brauche jetzt nicht hinrennen, weil ich sonst das Maul kriege. Alles klar. Ich sag mal, woanders im Team, Zone kommt, Digga, Alter. Ein scheiß LKW, glaube ich, den hau ich ab, Bro. Spring du woanders hin? Ja, Christoph, mach irgendwo andere. Irgendwas, spring in der Zone ab irgendwo. Keine Ahnung. Wollen wir den Bunker mal probieren? Das waren die vom. Vom Dach. Vom Dach, ja, naja, gut, die waren schon gut. Ja, die warten, die wollen mich schon abfangen, ich sehe die schon, Digga. Ja, die sind schon bei mir. Ich bin gerade gar nichts, Digga, die wollen mich schon abfangen, die Wichser. Ja, hier bei dem Bunker campen. Ja, kriegst du wenigstens auf, Digga. Aber du wirst nicht kampflos aufgeben. Ja, die werden vor mir auf mich warten, glaube ich. Digga, was ist das denn? Ja, ist gut. Ist doch okay, Leute. Ist doch okay, Bro. Mann, Alter. Junge, sind das ein paar stinke Viecher, Alter. Doch wenn du verlierst, was? Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Ich bin jetzt, Alter. Auftrag gescheitert. Ziel verloren. Plünderungsauftrag lokalisiert. Wir werden wahrscheinlich Idioten sein, Alter, genau da. Ich weiß es nicht. Vielleicht sonst mal in andere Wahl. Okay.
Ist ein Einkaufswagen drin? Da vorne ist eine Versorgungsstation. Ja. Ob der sicher ist, ist eine andere Frage. Das ist ganz anders. Das Gas breitet sich aus. Oh, Gulag, Zugang oder was ist das? Begib dich zur nächsten Position. Da werde ich niemals hochkommen, Digga. Im Leben nicht, Bro. Da vorne ist eine Versorgungsstation. Alter. Papa? Digga, mit 1,30 hätte ich nie gedacht. Ciao, komm mal, Junge. Mal ganz ehrlich, Alter. Wer hätte das denn noch gedacht? Keine Close-Waffe gefunden, nix, nada. Ich hätte schon 2 Wiederkurven. Die Lupe mache ich gleich 3 Wiederkurven. Ich kann erstmal Wiederkurven, denn die Lupe machen, aber ich glaube, das schaffen wir eh nicht mehr danach. Obwohl, so erstmal wieder zu kaufen. Ist denn noch drin? Dann lass mich alle in Ruhe, Leute. Ich fange. Ist mal das Marvel dran. Das wäre so unfair gegenüber den anderen. Nicht dafür. Wir können direkt zur Lupe fliegen. Sturzflug in Order. Ja, da bleib ich oben. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv, okay. Wird squishy, Leute, wird squishy. Wir können ihn nur noch mal kaufen, Leute. Von hier wahrscheinlich. Weil da haben sie Störsanlagen gemacht. Okay, ja, sehe ich. Leg jetzt raus, Leute. Leg auf Platten raus, haben wir mal hier für euch. Komm. Ich bleib in der Luft, ich spotte ein bisschen. Okay. Da liegen eigene Waffen bei mir, Leute. Liegt eine eigene STG bei mir. Versucht rechts lang zu move. Okay. Ich helfe dir, Marcel, glaube ich. Lass ihn hier alleine. Wo sind denn die Penner? Da. Da ist der Typ. Okay. Komm mal. Da ist auch noch einer. Aber der fliegt weg. Sniper, von rechts vor mir ist ein Dude. Alter, der liegt da einfach. Oh, jetzt werde ich aus der Luft. Jetzt werde ich angeschaut. Ich muss runter. Ja, von hier eben. Da. Ach, die. Jo. 2 Teams. Wir sind wieder. Da sehe ich. 2 Teams. Ein Team links, eins rechts. Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Jo, was soll ich machen? Hallo. Timmy, hey. Hallo, mein Süßer. Willst du nachsagen? Ach, du Kopfschütteln schon, bevor du kommst. Komm hier. Komm mal her. Was willst denn du haben? Hast du bitte nach? Ja, ich zeige uns, die werden da. Was machst du denn hier mit dem Mikrofon? Sag mal, hallo. Ich kann jetzt eigentlich nur campen. Hm? Nee? Dann komm her. Wenn du einen Kill machst, Christoph, darfst du mich einmal umsonst beliefern. Darfst du einmal umsonst Bier bringen, wenn du das schaffst, Chrissy. Komm. Aber nur warmes Bier. Natürlich. 10 Euro wettet Manu auf dich, dass uns die Kunden nur Kille gerne bleibt. Ansonsten kriegst du 10 Euro von Manu. Hast du die letzten 10. Die Wette von Manu halte ich. Was ziehst du mit, oder was?
Ja, zieh ich mit. Okay, 20 Euro schon. Ist doch, let's go, Bro. Hier campen, schön warten. Egal, was jetzt geht, Christoph, du musst nur einen Kill machen. Egal wie und wo, da kostet 20 Euro, Digga. Gönn dir, komm. Langweilig. Ich Spaß, Digga, bleib da sitzen, Bro. So recht kein Fenster, ne? Ja. Ja. Aha. Kannst du sicher. Ja, bleib da. 20 Euro wieder, Christa, Digga. Okay, Olli ist dabei. 30 Euro von Olli, Christa noch 10 Euro. Komm, Christa, das machst du irgendwie, Digga. Ich wette 100, dass du es nicht schaffst. Nicht Spaß, Alter. Das schaffst du, Bro. Das schaffst du nicht. Ohne Scheiß, glaube ich nicht. Ohne Kack. Jetzt hätte ich mich angeschlossen. Ja, fliegt einer zu dir? Ja, die kommen. Selbst schon mal. Gehört. Vielleicht erst an, wie sie, wenn der Gegner kommt. Weil es kann sein, dass er reinläuft. Und dann bist du im Scope zu scheiße. Dann warte lieber mit einer Hüfte ein bisschen, wenn er reinläuft. Die kommen, die kommen, die kommen. Einer kommt, Christoph. Besten 5. Werden wir das letzte. 4 gegen 1, letzte Team, das machst du. 4 gegen 1, ach Gottchen. Leg dich lieber dahinter vielleicht, Diggi. Sehen die dich gar nicht, dann kannst du dich aus der Hüfte vom Boden schießen, ich weiß auch nicht. Ach Gottchen, 4 gegen 1, wenn so eine Drohne kommt, ich flippe aus, Alter. Gib keine Tipps, warum nicht? Lass mich doch Tipps geben, Digga. Ja komm, Christa. Wir kommen. Ja komm. Christa, was machst du? Christa? Er war zu aufgeregt. Christa? Hast du eine Hose geschissen gerade, oder? Großer. Er hat schon mit ein bisschen mehr Feuer gerechnet von dir an seiner Seite aus, aber da kam ja auch nicht gerade, Großer. Er ist direkt rausgeflogen, Christa. Der ist nicht mehr drin bei uns. Ah, deswegen wahrscheinlich. Ja, Digga, wie kann man da rausziehen, Digga? Genau mitten in deinem Lane. Hast du Panik gekriegt, ja, oder was? Ja, wahrscheinlich den Stecker gezogen vom Router. Hundertprozentig. Digga, kannst du mir erzählen, was du willst? Dass du jetzt genau rausfliegst, Christoph, Alter, erzähl kein Blödsinn, Bro. Na ehrlich. Du musst doch nicht nur jetzt rausgeflogen und die dich pushen, Bro. Bist du angespannt? Hast du Angst gehabt, oder was? Bin einfach rausgeflogen. Mal gucken, Christoph schickt mir gerade ein Foto. Ich glaube, das ist Christoph eigentlich. Ich denke, dass er so ein kleiner Hinterwäldler ist. Ein Bild. Christoph schickt ein Bild. Hinweis. Keine Netzwerkverbindung entdeckt. Sie benötigen eine Netzverbindung. Naja, gut, da ist ein Checker gezogen, Christoph. War großer. Netzwerkverbindung. Wir haben noch nie gekriegt die Nachricht, Digi. Keine Netzverbindung entdeckt. Sie benötigen eine aktive Netzverbindung. Da hast du einen Stecker gezogen, Christoph. Hundertprozentig, Digi. Wenn du auf Konsole ist, hatte ich aber auch schon mal, Alex. Keine Netzverbindung, aber genau dann, wenn die pushen? Ich kann niemanden. Ja, Leute, ich glaub dir das, Christoph. Was soll ich machen? Glaub dir das, Christoph. Was soll ich? Du hättest den geholt. 100%, Christoph. Du hättest den geholt, Buddy. Du hättest den geholt, Christoph. Du hättest den 100%. Christoph hat sie alle noch geholt, Digga. Alle aus der Hüfte. Und ich hab echt 20 scheiß Schweine auf dich gesetzt, Digi. Das war's für mich. Na, mit Marcel, grüß dich. Bleibt nur, Kollege, ne, hör auf, aber Digi, safe ein 10er gewesen, naja, schade. Safe ein 30er gewesen, Bro, was heißt denn da? Ja, 10er, 30er safe, Junge. Naja, Christoph, steckt wieder rein, das Ding da geht weiter, scheißegal, komm. Leben hat keinen Sinn jetzt, rein da mit dir, Christoph, passiert. Ich weiß auch nicht, was sein soll. Oh, ja. Das ist einfach ein Netzwerkfehler. So ein Kack war, Alter. Genau in der Situation. Jay. Weil ich denke mir gerade noch so, den einen Kill muss ich jetzt noch schaffen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und dann auf einmal ein Netzwerkfehler. Mann. Das, oh, du musst Lotto spielen, Christoph. Das ist ja echt... Halleluja. Na, der Router ist ungefähr 5 Meter von mir entfernt. Ja, der ist aber nicht ausgegangen, oder? Ne, der ist die ganze Zeit auf grün. Keine Internetverbindung ist schon komisch, oder? Was ist denn da los? Hast du die Playsee da rausgezogen? Also nee, das hatte ich öfters schon gehabt. Okay. Ja, also ist öfters bei PlayStation. Ah, ich hätte auf dich gesetzt, Bro. Später noch eine Runde zusammen? Nee. Na klar, hä, warum nicht?
8, nee, ich meine jetzt mit den Jungs. Ja, na klar, warum nicht? Natürlich nicht, Digga. Ich weiß, was du doch meinst. Die waren Spaß. Natürlich nicht. Wir wechseln jetzt, Alter. Ja, hätte ja sein können. Nee. Mal gucken, wer reinkommt. Ansonsten können ja dann einer mitspielen wieder. Dann müsst ihr halt alle rollen. Ausrufezeichen Roll. Nicht der Netzwerkfehler hier. Wenn der kommt jetzt, dann ist das mit Wollen gewesen, Alter. Einfach, ich hab noch nie so ein Dings gehabt. Also einfach alle rollen. Ausrufezeichen Roll. Und wenn die kleinste Zahl geht raus. Also nee, also wenn die höchste Zahl bleibt drin, alle anderen zwei gehen raus. So. Sub-Open-Lobby findet heute statt? Nein, wir machen keine Sub-Open-Lobby mehr mit Boss Mikey. Wir machen die noch ein, zwei Mal im Monat maximal und die immer am Sonntag, Bro. Okay, hat sie erledigt. Alles klar, dann trotzdem noch schönen Abend. Danke für die Runde, ihr Lieben. Und passt auf den Netzwerk wieder auf, Herr Moodies. Ich liebe euch. Es hat sich erledigt, Christoph. Alexandra ist drin. Und rein, ihr Lieben. Ciao, ciao. Danke, Christoph. Mensch, Junge, zufällig gibt's heute. Let's go, Herr Moodies. Let's go. Aber sicher, dass ihr eine Verbindung habt, ja? Ich höre mich doppelt. Jetzt geht's wieder, hallo? Ja, jetzt geht's wieder. Ja, okay. Ich hab mir noch doppelt. Bei dir, Kevin. Bei Ronny. Bei Ronny, meine ich ja. Bei Kevin. Ja, bei Kevin. Kevin? Hörst du uns? Netzwerkfehler. Netzwerkfehler. Alter. Ja, ich bin da. Okay, super. Ja, ich will ja nichts sagen, aber das ist schon echt. Die Time war schon echt passend, Alter. 30 Euro, ne? Der wäre ich drin geblieben, Christoph. Roger, Marco, schönen guten Abend, ihr Lieben. Ich stell dir vor, so, er so kurz davor, wieder geht da rein, dann hörst du so, wie ein Baseballspieler auf die Playstation drauf prügelt, Alter. Aus, Alter, Digga, haut er voll drauf wie ein Original. Ich will die Scheiße nicht haben, Alter. Leckt nicht an, ihr guckt alle zu, ja, ich kann nix, Alter. Christoph, lass dich da nicht irritieren, wir machen nur Spaß, Bro, Alter. Also, natürlich musst du selber wahrscheinlich drüber lachen, weil die Time ist schon echt ein bisschen creepy, Bro. Marcel, grüß dich, mein lieber Moinsen. Müssen wir auch erstmal schaffen, Grüße, Alter. Das ist auf jeden Fall Halleluja, Brudi. Wenn die sagen zu mir, also, ich mach einen König 30 Euro, dann würde ich mir fünfmal sie sich klatschen und sagen: Komm, Tischer, komm! Komm, Tischer! Du ziehst einfach auch nur 1 Euro. Ja, das ist klar. Ich verstehe schon. Das Geld hast du aber gekriegt, ne? Die 2 Euro habe ich gekriegt, ja. Danke. Also zweimal und zweimal, ne? Das war ja zweimal gewesen. Ne? Hab ich hier viel. Alles geht, perfekt. Gut. Ich würde erst noch schreiben, aber das ist mir, naja, gut. Das ich ehrlich bin, ich habe nicht mal geguckt, Digga. Ich kann es dir nicht mal sagen, Bro, aber ich denke mal schon. Ja, du, Schulden sind Ehrenschulden, ne? Weißt ja, du, aber ist jetzt mir nicht das Wichtigste, den Abend. Die hat einfach Bock gemacht, du, der ist Feierabend, wisst ihr? Ja, was krabbelt denn da an meinem Bein die ganze Zeit? Ein scheiß Tech oder was, Alter? Nee, das ist Christoph. Alter, leck mich doch. Übt, solange ihr könnt. Das ist aber ein kleiner Spacken, Alter. Aber was mir jetzt fehlt, ist noch, wer uns nun bezahlt. Also wenn dich bezahlen, Olli, Digga, du hast was gewettet. Es gab keine Gegenwette, du Hässlein, Junge. Mein Glück, dass ich nicht gewettet habe, Alter. Hätte ich auf jeden Fall verloren. Schade, dass man nicht so wie bei Twitch zum Kanal machen kann. Ja. Ja, das stimmt. Ich hab 12% Paket, wollen wir mal neu starten, Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Natürlich kann man nichts ohne mitspielen, natürlich, Digga, jeder kann mitspielen, Andreas, nichts ohne, einfach reinjoin, Bro. Bekomme ich die 30 Euro trotzdem fürs besseres Internet? Du musst 30 Euro zahlen für die Scheiße, alle haben gewartet da ein paar Stunden, Digga, und da gehst du einfach raus, oder was, Junge? Also ich meine, wenn denn nicht schon aus wie die Situation gerade, ey, das war echt schon, also ich weiß nicht, Alter. Das teilt sich die Meinungen. Was ist denn jetzt los? Lobby hast du nicht verbunden. Also hat jetzt noch gefehlt von euch hier. Deswegen 3 Spieler wahrscheinlich, oder? Mal jetzt nochmal neue. Ich bin da. So. Welche Waffen spielst du da? Momentan spiele ich halt STG und Own oder halt NZ oder Bar und Own.
Ich bin einfach auf der Owen hängen geblieben. Ich habe echt gute Runden damit. Aber ihr könnt auch Blixen spielen, Owen, MP40, Typ 100. Man kann nicht viel spielen, Leute. Also ich spiele momentan aber wieder STG, Bar und NZ und als MP halt Owen. Owen oder Owen Typ 100. Meistens habe ich wirklich die Owen drin, Leute, mit dem langen Lauf sogar mittlerweile. Das fährt wahrscheinlich ein Auto bei euch in den Haushalt rein, wa, Christoph? Genau denn, kurz bevor, dann sagst du, ich muss mal ganz kurz los, da ist ein Auto nach Hause, wenn die fahren. Ach Mensch, ich liebe euch doch dafür. Das ist doch besser als Fernseh gucken, Alter, ohne Scheiß, Junge. Alle fiebern da übelst mit, auf einmal zieht der Typ einen Stecker, Alter, ich fasse nicht, ey. Ich sag mal, der kommt rein, den Druck kann ich nicht. Zack, der Stecker jetzt hoch an der Blaze, Junge. Ich hab extra Mühe gegeben und dann kommt der scheiß Meldung. Du hast extra Mühe gegeben, bei was denn? Du hast eine Ruby gesessen, großer. Jetzt aber mal gut, Christoph. Ich hätte jetzt viele Leute weggeholt, die gesagt, okay, Mühe gegeben, verstehe ich schon, aber du hast doch die Sessel wie eine Bitch, Alter. Ist das ein süßer Mühe gegeben? Ich lass dich mal drücken, Christoph, mein Lieber. Ich will dich echt gerade mal drücken. Du bist mit dem Druck nicht umgegangen, Bro. Erstens gucken Leute zu und dann kommt noch dazu, ich setze einen Zehner, ich einen Zehner, er einen Zehner und Christoph denkt mir also, Leute, haltet einfach eure Fresse, ich will das nicht. Lasst mich einfach in Ruhe, ich versag sowieso, lasst mich einfach da unten sterben jetzt. Aber bevor ich jetzt sterbe und alle das sehen, da fährt definitiv der Helikopter mitten durchs Wohnzimmerfenster rein und entführt die Mutter. Naja. Ich sag mal, sagst du wahrscheinlich, das klingelt irgendein Edward mit den Scherenhänden, um deinen scheiß Garten zu schneiden, wa, großer? Lange warten ist auch eine große Mühe. Das stimmt, Marco. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Das riecht am Mobbing. Ach, Mobbing. Das riecht am Mobbing, den Stecker zu ziehen, mein guter. Spaß muss doch sein. Christoph versteht Spaß. Christoph ist ein guter, der versteht das. Christoph versteht das doch, oder? Christoph, Digga, du bist doch ein Bro, Hamudi, oder was? Ich muss das mal selber bei mir testen, wenn ich einen Netzwerkstecker ziehe, was denn entsteht. Ich glaube, das ist das Stream aus. Ich kann so lange nicht sitzen, das stimmt, Mette, da hast du recht. Der Arme, gleich folgt er nicht mehr. Ach, der weiß ja, wie das gemeint ist, Mensch. Christoph, wie ist das doch? Ich kenne es ja privat auch schon, also. Ist das öfters mal eine Ansage oder Schellen, kommt nicht klar. Christoph ist mein kleiner Schnucki-Putzi. Du warst wie ein kleiner Cousin. Du warst wie eine kleine Taschenmuschi, die man sich ab und zu mal leihen muss. Spaß, Mensch. Ist er mein guter, ne, Christoph? Ist er mein guter? Alter. Der kommt später rein, sauber bei dir ein bisschen. Der spielt auf PlayStation 3, sag ich doch, der kommt da gerade. Und ich dachte, ist er langsam. Ja, das war vorhin, wo ich gesagt habe, er fehlt noch, aber war sehr gut. Der hat vielleicht PlayStation 2 oder sowas. Ja. Wahrscheinlich. Ein Geräusch, Alter. Du Mikrofon oder sprichst du durch den Strohhalm? Was ist denn da los, Junge? Genug Training. Jetzt bekämpfen wir den echten Feind. Natürlich, Digga. Natürlich, Marcel, Digga. Wenn du das bei Dynamic nur angeschlossen hast über die Klinke, dann kannst du natürlich damit noch was raus. Na klar, Bro. Was denkst du denn? Ich denke nicht, dass das irgendwie schon einen Zahnverstärker eingebaut hat und hättest jetzt selber, kann auch sein, dann ist das natürlich uncool, aber ich glaube nicht. Das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheitszone. Absprungzone bestätigt, bereit machen. Wo ja. Geht der Heli wieder lang? Ja. Der Heli? Ja, das ist tief wieder. Durch ja. Tief, das durch den Pick. Ja. So auf alle liegen im Baum, zack, alle tot. Die will feiern, Alter, Digga. Du musst auf jeden Fall deine Mikrofonaufnahme besser machen, Kevin. Man hört dich die ganze Zeit doppelt. Hallo? Ich doppelt oder ihr ja, doppelt? Ich höre mich doppelt. Bei dir auf deinem hochwertigen Headset. Strohhalm. Hast du ein Mikrofon oder spielst du den Strohhalm? Ich kann nicht mehr. Ja, naja, Digga, hat es ganz komisch angehört. Also, ja, nur spaßig gemeint. Powerplant geht ein Team. Mhm. Wenn keiner mitkommt, dann verpisst euch von meinem Haus, aber es kommt keiner mit. Ihr könnt euch verpissen. Fliegt woanders hin, lasst mich in Ruhe da. Lasst mich in Ruhe looten. Ihr müsst nicht direkt 100 Meter von mir wegfliegen, so toll ist es nur nicht so schlimm. Ihr werden gejagt. Guten Abend, Nikolai, Schnucklase, hallo, Brudi.
Kopfgeld war vom Power Plant gewesen. Okay, gut zu wissen. Spector genau. Manu, Spector Gadget. Ja. Ich hab die das Umfeld noch im Blick. Ich muss aber wieder zutrauen, wenn er mir wieder mal Hicks mal Bier bringt, dass er mir 10 Minuten vorher schreibt und dann kurz bevor der Haustür steht, ich hab einen Platten. Ich kann nicht mehr. Ey Leute, guck mal hier, was ich gefunden hab. Was hast du gefunden? Let's go, dudes. Der absolut sexy, Alter. Was sagst du, Manu? Was mit Trottel, du Stück Scheiße, Alter, willst du mich rollen? Was? Bedank dich mal über ein bisschen, sei doch froh. Freu dich mal so drüber wie alle anderen. Und du beleidigst gleich wieder, oder was? Alter, komm, lass, Mann, du gehst nicht an die Kiste rein, das reicht mir. Das ist mir jetzt so blöd mit dir. Ich überlege auch, ob ich das nicht angehe. Wenn dann geht doch nicht ran. Ja, natürlich, Manu, lass die Kiste einfach liegen. Besser ist es für uns. Nimm mal das Kopfgeld an, dann geht wahrscheinlich zu Kopfgeld hin, oder was, Leute? Boah, ich muss so pissen, ich geh gleich mal in den Busch rein, Leute, ist mir ja. Ich geh kurz pinkeln, geht nicht anders. Ich bin ja kurz beschützen in Hamudis. Bin gleich mal da, Leute. Hättet ablegen. Ey, Carsten, mein Lieber! Dicken Schmatzer, vielen Dank für deine 100 Sterne, Brudichen. Vielen, vielen Dank, Bro. Ich bin gleich mal da, ich muss kurz trinken, beschützt mich bitte, aber ihr rennt eh weiter weg. Ich bin nicht alleine. Das Gas breitet sich aus. Kopfgeldziel identifiziert. Hab Spaß, ja? Ich hab da noch ein Selfie gefunden, ne? Hallo? Ja? Ja, 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 ich liege bei Alex im Busch. Ich, Alex, Busch und ich sind eins. Alle in den Ballon rein. Feind! Wie sind das, zwei? Ja, es waren drei, mindestens. Meine Bedrohung ist bei mir sind Jungs. Ja, hier, das One-Shot. Boah, es waren wieder drei Leute bei mir. Wie denn her? Ja, ich bin down. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag. Wer dort überlebt, wird erneut eingesetzt. Nee. Was ist denn hier passiert, Alter? Kurz mal weg, alle tot, oder was? Ja. Der Clusterschlag ist unterwegs. Die sind im Haus. Die springen gerade runter, die fliegen weg, die fliegen hier hin, Digga. Feind markiert. Der Feind ja. Über ich bin noch nicht wieder bei einem Feind. Aber was schon wieder komisch ist, warum die nie gefightet haben mit denen. Die sind an Ballon hoch und von der Ecke kommen die anderen Gegner, das andere Team. Bei mir? Bei mir auch, Digga, bei mir auch. Ja, der eine läuft hier hinten. Definitiv falsch. Ja, Digga, er campt oben wie eine kleine Fotze, Digga, Alter. Nice camp, dude. Du Nuttenkind, Digga, Alter. Schön am rumcampen wie immer. Boah, der Einmann ist da, der ist jetzt nicht hier. Der Kampf hat begonnen. Verschwatten ist eine gute Möglichkeit, um den Feind zu ärgern. Oder nimm einfach einen schweren Stein. Ach, wir kämpfen die Kiste ab, Junge. Jetzt kämpfen sie. Schnappschusskanal, bin ich gleich tot. Ja, ja, die müssen wir auch reinmachen. Die sind echt okay, Leute, die Dinger. Okay, ich bin Gulag gleich. Gulag. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück aufs Schlacht. Verlierst du, ist doppelt. Ja. Ich bin doppelt die Sau. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Dicker, ey, was? Ich sehe ihn nicht, diesen kleinen verhurten Ficker, Alter, Dicker. Ich höre mich doppelt, Alter, die ganze Zeit. Ja, das ist bei Chris, bei Kevin. Das höre ich, das ist auch ganz nett bei mir. Übel.
Push die einfach, komm, dann ist schon mal neu die Runde. Kein Bock ewig dann. Gut. Wollen wir mal direkt neu starten, Leute, oder was? Scheiße, komm, scheiß drauf, Leute. Ja, ey, Özkan, Alter, das geht mir richtig auf den Sack, Alter. Das geht mir richtig auf den Sack, Brudi. Und nervt mich ab. Vor allen Dingen, Alter, ist nicht böse gemeint, Digi, aber, Digga, du kannst einfach so in den Chat Nutten so schreiben und es wird nicht rausgeballert. Andere schreiben Mongo rein, wird direkt gelöscht, der Scheiß. Alter, ich weiß nicht, was mit Facebook los ist, Bro. Das Game macht mich so aggressiv und wahnsinnig, Leute, ehrlich, das geht mir so auf den Sack, Digga. Die haben schon so eine scheiß Snap-Granate geworfen, die wissen genau, wo ich bin und er wartet einfach da oben und campt die ganze Zeit. Warte mal, ich muss mir auch die Granate wieder reinmachen jetzt hier, Digga. Was ist denn jetzt mit Kevin los, Alter? Oh ne, Alter, heute ist kurz vorm Abticken bin ich heute. Kevin ist raus. Ja, ich weiß nicht warum, Alter. Ja. Ja, ich bin gleich wieder da, Alter, wenn hier nichts passiert. Warte, ich kurz noch. Ich brauche mal mein scheiß Kabel drüber, oder was? Na, Mikrofonaufnahmegrenze, ja. Ne? Was hast du, Kevin? Mit Matthias bei offenem Mikro oder was? Wir wollten nochmal neu starten, ja. Matti, komm, 600 rein, Schucke. Da habe ich 5,16. Mach das mal auf 7,8 hoch, Digga. Machst du auf Optionen, machst du auf Audio und dann steht ganz unten nachher da bei Sprachchat die Option Aufnahmegrenze bei offenem Mikro und da musst du ein bisschen höher gehen, immer Stück für Stück. Ich hab da auf 2, besteht bei mir. Ja, mir steht's auf 0, ist ja scheißegal. Das ist halt einfach so damit gemeint, irgendwann, ihr könnt das so hochstellen, wie ihr wollt, und irgendwann hört man eure Stimme nicht mehr. Wenn das der Fall ist oder man euch nur noch stockend hört, macht ihr wieder eins runter und immer so weiter. Und irgendwann ist es genau so eingepegelt, wie ihr es genau braucht. Ich hab auf 2. Ja, also umso höher ihr stellt. Dann machen wir auf 7 hoch. Wenn wir dich dann noch hören, dann ist okay. Wenn es immer noch so ist, dass man sich doppelt hört, machst du auf 8 hoch. Wenn wir dich dann nicht mehr hören, dann ist halt kacke, aber mach erstmal auf 7. Da hab ich jetzt. Hallo? Hallo? Ist besser, Digga. Ist besser. Kevin! Ja, jetzt besser. Nee? Hallo? Nee. Da war's gerade. Warte mal, Ruhe. Aber ich hab's ja noch nicht mal laut. Also, ihr seid ja nicht mal laut bei mir. Sei mal kurz leiser. Hallo? Warte mal kurz ruhig. Ich weiß nicht, was das liegt. Hallo? Das liegt daran, dass wenn Kevin anfängt zu sprechen und ich ihn quasi ins Wort falle, dann schickt sein Mikrofon kurz aus und in der Zeit höre ich mich dann wieder doppelt. Wenn Kevin aber jetzt nichts sagt und ich rede, höre ich mich nicht doppelt. Ist egal, wir starten trotzdem natürlich alles easy. Was hast du, Xbox oder PlayStation, Kevin? Was? Immer noch eine Xbox. Da hast du da im Menü draußen eine Einstellung für offenes Mikro? Mikrofonpegel anpassen? Soll ich ihn gar nicht mehr. Auch gut. Du kannst einmal dein Mikrofonpegel halt ein bisschen nach unten stellen, wenn er auf 100% steht. Was? Wenn ich selber nicht mal irgendwie nichts am. Ich höre dich gerade stocken, Kevin. Das heißt, du hast zu dolle gemacht mit der Aufnahmegrenze. Ich höre dich stocken, Kevin. Mach einfach wieder auf 7 deine Aufnahmegrenze, Kevin. Alles easy. Wir kommen schon zurecht, Bro. Alles gut. Die Sprachchat-Lautstärke, die kannst du ja hochnehmen. Das ist ja egal. Du kannst höchstens noch bei Mikrofon-Lautstärke. Da habe ich zum Beispiel 44 und bei Aufnahmegrenze auf dem Mikro habe ich 2. So. Ja, aber nur daran, dass erstens dein Mikrofon zu empfindlich ist. Wenn du es halt auf 100 hast, ist es zu empfindlich. Und wenn dein Kopfhörer-Sound zu doll eingestellt ist, dann hörst du das, was aus deinem Kopfhörer kommt, wird dann automatisch ins Mikrofon weitergeleitet. Und das kann einfach, mach dein Mikrofon auf 50%, 60%, 70% der Mikrofonaufnahmegrenze oder der Mikrofongrenze, meine ich, dein Mikrofon an sich halt. Und dann halt deinen Game-Sound, weiß ich nicht, wie viel du denn hast, keine Ahnung.
Aber ist jetzt auch egal, wir kommen damit klar, Leute, alles gut, komm. Wir starten jetzt rein. Ist ja gerade alles easy. Headset-Legende. Das Headset ist nicht kaputt, Jens. Das hat nichts damit zu tun, dass das Headset kaputt ist, Bro. Das hatten wir schon viel gehabt. Das hat nichts damit zu tun, Bro. Weil ich spreche halt aus dem Kompensator-Mikrofon. Aber halt vieles immer ein bisschen lauter und nicht so gefiltert. Also alles easy. Das hat nichts mit dem Headset kaputt zu tun. Das ist einfach eine Einstellungssache, Bro. Nutzt die Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. Liegt doch sehr, sehr, sehr viel am Spiel, Leute. Mit Mikrofon und FPS und, ja. Es gab eine Zeit lang, da haben Leute mich doppelt gehört, die haben die Leute Störgeräusche bei mir gehabt, ob ein Summen oder irgendwas. Dann gab es die neueste Season, die nächste Season, da war sie da weg. Das liegt oft am Game, Leute. Das ist nicht immer oft eure Schuld. Das liegt oft am Game. Ich dürfte niemals denken, eure Konsole oder PC ist kaputt oder irgendwas. Das liegt übelst oft am Game, auf die Fixes, auf die Patch-Notes. Die kriegen das nicht geschissen, Digga. Man, hörst du die Steps lauter, mal leiser, mal hast du ein Summen mit deinem Mikrofon, wenn ich spreche, mal habe ich keinen Summen. Es ist immer wieder was Neues da. Auf den Himmel achten. Was wollen wir jetzt machen, Digga? Willst du mich jetzt hier ficken oder was, Großer? Ich übernehme den Steuerpunkt. Ja, ihr müsst wissen, Aufnahmegrenze ist so ganz, ganz wichtig. Wenn ihr zum Beispiel, wie ich gerade einen Ventilator anhab und der Ventilator zu laut wird, geht man mit der Aufnahmegrenze nach oben. Der Aufnahmegrenze heißt, also sowas ähnliches wie Noise Gate. Alle Nebengeräusche werden gefiltert. Und umso höher ihr die Aufnahmegrenze stellt, umso mehr wird halt gefiltert. Und irgendwann hört man eure Stimme gar nicht mehr. Jetzt müsst ihr halt ein bisschen testen, wenn ihr einen guten Kumpel habt. Dann testet ihr das mit denen. Ihr ruft ihn am Handy an. Und er stellt seine Aufnahmegrenze höher. Und dann sagt ihr, okay, ich höre dich gerade nicht mehr übers Headset. Dann macht er es ein bisschen weiter runter. Und wenn es genau so ist, dann ist es perfekt. Ja, am besten mit dem Handy telefonieren und Headset auf dem Kopf dabei lassen. Und sagen, okay, stell die runter, stell die hoch. Und dann kann man es ideal anpassen. Machst du ein Tutorial dazu, bitte? Ja, wahrscheinlich. Muss ich mal machen, Bro. Muss ich machen. Tutorial, wie man den Stecker zieht an der Playsee, Alter. Wenn man keinen Bock hat auf 30 Tacken, Alter. Ah, Alter, wo wollen wir jetzt hingehen? Ich glaube, ich weiß nicht. Ich würde liebsten Arsenal. Ich glaube, da geht die Party zu Dollar ab. Lass uns. Okay. Ich würde Docks zwar fliegen, weil Docks ist, glaube ich, ein bisschen chilliger. Aber, ja, na, ich weiß nicht. Ich kann, das ist eine Lupe, aber ich denke mal, Arsenal ist halt. Ja, nee, selbst wenn ihr einen Job da wärst, ist halt mittendrin, Digga. Da sind immer so viele Freaks, aber auch wir haben eine Lupe bei Docks. Das ist auch schwierig. Und nochmal neu starten ist kacke. Wir müssen jetzt schon irgendwie durchziehen, die Scheiße hier. Und wir fliegen halt auch ziemlich weit. Ja, warten, immer, wenn die Zahl am langsamsten wird, warte mal, die Zahl läuft immer noch, jetzt rausspringen, genau jetzt. Wenn jetzt anfängt, die Zahl wieder höher zu werden, ist der perfekte Zeitpunkt rauszuspringen. Ja, der wird dich nicht mehr treffen, alles gut, einfach weiterfliegen. Alles weiterfliegen, alles gut. Alles gut, lass den Lappen, scheiß drauf, jetzt verlierst du an Höhe wieder, jetzt gibst du dir ein neues Fleisch, Diggi. Das darfst du nicht machen, darfst du nicht zu greedy sein. Da bist du zu greedy, Bro. Immer weiterfliegen, lass die schießen, Idioten. Wir fliegen auch ziemlich weit, sonst schaffst du es dann hin nicht mehr. Wir haben echt einen weiten Weg, Guys. Ah, Kevin ist zu weit unten schon, Kevin. Lass das doch einfach, Bro. Schnuckelpuls, das ist gerade ein bisschen. Du wirst ja nicht mehr hinkommen wahrscheinlich, oder? Wenn dann knapp. Oder hast du noch ein paar Ballons auf dem Weg? Nimmst du dir entweder. Das ist tot, ja. Ja, ich habe ja gesagt, aber ich fühl's. Ist Kevin ist ja nicht anders wie ich wahrscheinlich. Ist greedy dude. Wenn er Bock hat, einen zu killen, hat er Bock. Brauche ich gar nicht rumzunüllen, mache ich selbst nicht anders. Wenn ich weiß, von mir fliegt eine Wichser-Bitch. Da kannst du, glaube ich, in Discord und Teamspeak auch einstellen, Alex. Am Teamspeak kannst du sowas nicht einstellen, da gibt es kein neues Skit. Im Teamspeak gibt es Rauschunterdrückung. Aber keinen richtigen, also Filter. Ach so, bei dir vorne. Hier. Hier, hinter dir. Hinter dem Mikado, genau, hinter dir, da würde ich ficken. Ich gehe mit zu dir, Mann, ich versuche dir zu helfen. Warte kurz, ich fick den mit, easy. Der fliegt weiter. Der ist genau vor mir, ich laser den jetzt. Der ist low, der ist One-Shot, der Loot, der ist voll One-Shot. Warte mal kurz. Der fliegt aber, der Assi. Nee, warte mal. Der weiß genau, der braucht nur ein, zwei Hits, Leute. Die Lupe ist weg. Geh woanders hin. Doch nicht, sorry. Falsche Info. Ich geh runter. Der geht zur Lupe. Kann er machen. Wir gehen erstmal hier drauf. Und uns Platten und Waffen. Die Lupe ist scheiß uninteressant für uns. Also wir sterben nicht weg. Hier noch ein Gegner hier. Live-Marker. Die Ausrüstung ist schon da. Wie geil. Digga, was? Neue. Ja. Na, wir sind jetzt 2 Minuten. Wie viele Kisten? Keine Ahnung. Nein. Wer ist denn davon euch da? Kevin, rede doch mal, Bro. Wie viele Kisten liegen da, Schnuckelhase? Du bist doch da. Achso. Zwei Kisten, sagt Kevin. Mal hinfliegen da oder was? Ja, müssen wir. Kann sein, dass jetzt die von denen oben ist. Oben links sind ja auch ein Team gelandet, Digga. Über uns links. Und da ist ein Team ist am Wasser nämlich für uns. Helikopter ist auch da oben. Da oben ist einer drauf gelandet. Ich hab noch einen Prezi, weil sie auf uns ballern sollten, hab ich noch einen Prezi eventuell.
unser Weber wir erstmal wieder ins Gebiet kommen, dass wir hier ein bisschen Schutz haben. Ich würde nach oben laufen und dann rechts wegmoven, Leute. Ich würde nach oben laufen und rechts wegmoven, wenn ihr Bock habt. Ich habe noch eine Platte übrig für einen von euch, Kevin, komm her, Brudi. Hier, hinter dir. Hier, liegt da die Platte. Ich habe noch so eine Snap-Granate, Leute, wenn ihr einen seht oder wisst, da ist einer, dann sagt Bescheid, haut eine Granate hin. Alex, soll ich dich abholen? Was? Achso. So Hand das in Wasser Hand. War irgendwie Hand in Hand durchs Wunderland. Das Abenteuerland haben wir mit dir Hand in Hand auf dem Weg zum Dönerstand. Wow. Oh, wie romantisch. Aber bei Kerzenschein, oder? So der Helikopter, Helikopter, Moody's. Ich komm nicht durch den Fetten oder was ist mir jetzt? Ey, das Perky-Snack. Bist du denn hässlich, Kevin? Such dir dein eigenes Scheißhaus, Junge. Du Affe, Alter. Mach echt das Perk weg. Das Wichtigste von allen. Du ekliger Bastard, Digga. Ich renne dich jetzt hinterher, Kevin. Ich hab gar nichts. Wo sind die da? Da hinten oder was? Da brauchen wir gar nicht hingehen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, Leute. Wir wissen nicht, wohin eigentlich. Entweder zu hier hin, auf den Schmarrn, von da aus zur Factory laufen. Factory ein bisschen verhalten und versuchen, mit dem Ballon wegzufliegen, nachdem, oder was? Ich weiß nicht, ob wir jetzt dahin. Er hat eine Krone gefunden. Hau raus. Echt? Hau raus. Ja, die anderen Typen müssen ja unten jetzt auch zu ihrem Modi eigentlich gehen. Oder? Anscheinend nicht. Wollen wir erstmal hier hinlaufen, oben schmackern oder was in die Richtung? Die dann abfangen, irgendwie gucken. Da hinten ist ein Gegner gewesen. Wo war denn das jetzt? The Factory oder wo war da gerade ein Gegner? Ach ja, Buggy. Guten Abend, Basti, grüß dich. Beiden Factory fighten sie auf jeden Fall. Ja, Factory sind sie. Und hier ist auch einer oben. Bei mir Owen Schmarker ist einer, Leute. Genau, Owen Schmarker, ein ganzes Team. Die kommen über den Transit, über dieses Ding da. Lass uns Owen Schmarker konzentrieren, bitte, Leute. Das ist ein ganzes volles Team, Leute. Die werden jetzt genau in das Haus reinfliegen. Ja, die kommen alle raus, gerade davon aus dem dämlichen Drecksding. Bin unterwegs. Die eigene Waffe haben, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Warte, Alex, dann. Die laufen schon nach oben, läuft mit der Treppe gerade. Versuch mal abzuaimen, Leute. Guck mal, nach oben läuft die Treppe, dann laser ich den Dude. Warte noch ein bisschen, bis jetzt läuft noch keiner mittig hoch. Sehe sie nicht mehr. Die sind. Sind die runter? Ne, die sind schon oben, glaube ich. Ja, die sind unten in der U-Bahn, sind die. Nee, beim Mann hat schon einen. Hab ich, der ist raus. Warum dreht die drauf auf den Turm mittig, Digga? Ich glaube, das kommt gut. Schlag unterwegs. Einen hab ich hier. Nice, schön, Leute. Okay. Der Feind lebt noch. Wiederhole. Feind lebt noch. Wo, Leute? Wo? Redet ein bisschen. Hinter dir, Kevin. Da oben. Definitiv feindlich. Das Ventil. Da fliegt noch einer, Leute. Noch ein Gläser aus der Luft. Feindliche Drohne aktiv. Und wo ist der, Leute? Ich sehe den nicht, direkt den Dude. Der muss direkt hier hinter sein. Ich sehe den. Chillbreak. Der ist übel low, Leute. Jawohl. War das der? Jawohl. Lass mal Drohne kaufen am Shop. Wir haben keinen Shop da, Leute. Scheiße. Ich nehme mal die Munition mit. Ja, dann kommt gleich von unten ein Team, die wir am Anfang hinter mir. Von Factory aus. Ich hab keine Platten mehr, nix. Die kommen jetzt alle von Factory, Leute. Ich werf mal so eine Granate aus dem Fenster raus. Ja, aber wir können doch hier eine Platten holen, ja, okay. Ist ein Shop hier, ja? Nee. Prezi. Vorne Maus. Digga, was? Der Prezi trifft mich noch? Wo lieg ich denn, Bro? Ja, Wiederbeleben? Nee. Hallo? Wiederbelebungsmodus aktiv? Nein. Ja, hier kommt Stein. Kommt der noch? Ja. Mit der Pumpgun, die Wichser. Ja. Kevin ist das? Nice. Ich spiel die Pumpgun. Die bei mir ausgestiegen. Bei mir links neben mir. Ach, hier. Bei mir noch ein Team. Anderes Team noch bei mir. Sind wir auch noch ein Team, Mann, bei mir, wo ich liege. Close bei mir. Oh Gott, ey. Digga, sind wir eigentlich die einzigsten kleinen Bastarde in dem scheiß Game, oder was? Warum fighten die nicht vorher? Warum müssen wir erst wiederkommen?
Der Kampf beginnt. Und schon fighten, hier kommen gleich zwei Teams. Verspotten ist eine gute Möglichkeit. Oder nimm einfach einen schweren Stein. Dein Teammitglied hat versagt und ist nicht mehr bei uns. Hat er schon wieder belebt? Meinst du mich? Das wurde auch schon wieder belebt, Digi. War schon jemand dran, bevor ich da war. Der läuft links lang, Kevin. Jetzt links außen noch, bei sich am Spawn. Kommt zur Mitte rein, kommt Mitte rein langsam. Ich sehe nicht mehr. Alex, ich sehe nicht mehr. Er ist Mitte drinne. Ja. Hinter dir, Kevin, hinter dir. Sauber. Gewinne diesen Kampf und du ich bin auch gut nach mit der verhurten Drecksbrain, das war's, lieber. War's da. Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Digga, was? Ey, guckt mal wieder an den Stream rein. Ich war im Dauerfeuer, Digga. Wie kann er mich noch kriegen? Das war nicht mein Handy, Alter. Hä? Ich war doch im. Digga, das verstehe ich nicht. Keine Ahnung, Leute, verstehe ich einfach nicht. Kannst wiederbeleben, Manu. Ich verstehe es gerade nicht, Leute. Macht keinen Sinn. Wo läuft's drüben? Hinter dir Sniper. Geh runter, Kevin. Geh in Sturzflug. Das wissen wir. Ja, wenn du so fliegst, bist du halt am einfachsten zu treffen. Oh, jetzt ist ja richtig Alarm, ey. Ich hab auf jeden Fall. Nee, aber ich sag ja bloß, wenn du halt so fliegst, bist du halt einfacher zu treffen. Du musst direkt in Sturzflug gehen. Und dann lieber zu Fuß unten laufen. Das ist auf jeden Fall Geld. Hinter dir ist auch ein Einkaufswagen. Warte mal, bitte. Station markiert. Wie kommt? Naja, ist nicht gut mehr. Hast du vielleicht Ballon? Vielleicht kommst du einen Ballon, kannst du abhauen. Bin unterwegs. Ich brauch's nicht versuchen zu fighten mit der scheiß KG, glaube ich. Du hast noch einen Gulag, also scheiß auf riskier. Ja. Der ist jetzt da oben gelandet. Na sicher, Christian, ja, keine Ahnung, Bro. Hätte ich gesehen, der hat dich gesehen, glaube ich. Ist gut. Versuch einfach zum Ballon zu kommen, du kannst zwei wieder bei dir. Gegner? Ja, dafür. Der fliegt. Auf dein Haus drauf. Oder? Ey, hier vor mir sind ja, welche. Lauf zum Ballon, wenn du es schaffen solltest, weiß ich nicht. Nee, da vom Berg gegenüber sind ja auch welche. Aber schießt doch gerade keiner, oder? Dann lauf hinter zum Einkaufswagen hinter dir vielleicht. Ich dachte, jetzt hinter dir kannst du vielleicht. Das hinkriegst. Ich mach mal nochmal neu die Runde. Alles easy, Leute. Mach euch den Druck. Links oben ist ein Gegner noch, der sieht dich, glaube ich, gerade. Ja. Hast du gehört, ja, die Ansage. Ja, da wirst du schon. Hau die Drohne raus, komm. Hau die Drohne raus für dich, Digga. Renne zum Shop. Ich bringe auf jeden Fall 2200 bringe ich mit, Leute. Glaube ich. Ich bringe 2200, glaube ich, bringe ich mit. Ab zum Shop, komm. Let's do it, run. Wir wollen dich jetzt verfolgen, die kommen eh, renn weiter. Der verfolgt, die siehst du ja bei der Drohne, lauf genau rechts lang. Ja, die rechts am Zaun. Nein. Oh, super, hat er genau die richtige wiederbelebt. Run! Er lebt noch, oder was? Er lebt noch, what? Ja. Inga, Alter. So viele hier bei mir, Alter, das ist unfassbar. Oh shit, ich weiß nicht, was wir machen wollen, ich hab 2-2. Ja, wir zusammen könnten. Ach nee, gar nicht wahr, könnten wir nicht. Ich streame nur auf Facebook, ja, weil ich mit Facebook einen Vertrag habe und eine Partnerschaft habe, darf ich nirgendwo anders streamen. Alex, probier mir den runter. Das ist eine gute Frage. Ich warte noch auf Manu, seine Info ein bisschen so. Die ja, jetzt hier noch los. Ich würde einfach jetzt die Loop und einfach riskieren, Digga, ansonsten schaut man nochmal neu die Runde. Nee, da ist einer oben auf dem Dach. Okay. Der ist einer auf dem Dach. Da, wo die Lupe ist, dahinter. Also, ja, dann, ich weiß es nicht, Alter. Hier runter, gut, dass wir irgendwie helfen können. Bei dir oder bei der Lupe? Ja, hab ich auch gerade. Lass da runter, Alex, komm, ich schau mal nochmal neu. Komm, scheißegal, Leute, ich geh mal jetzt ewig rumzuruhen. Das können wir mir irgendwie helfen. Zwei Schildburg. Nicht so gut, Alter. Keine Waffe? Na, vom Berg, vor euch, vom Berg. Auf Orange. Hier oben irgendwo, hier. Ja, vor uns, Alexandra, hier. Ziel, ich hab keine Waffe.
Ich auch nicht, eine Episode. Schildflug, der Schildflug, der Typ, genau hier. Er kommt einer zu dir geflogen, Manu, noch. Noch einer, ah, ein anderer Wichser noch. Ich hab den Wichs geholt, den Schildflug hatte, Siggi. Nee, ach, du bist so schlecht. Ja, lass uns direkt nochmal neu starten oder nicht, Leute, wegen der Zeit einfach nur, dass andere noch drankommen heute. Weißet auch nicht, haben Moodies. Ne, dann mach's jetzt. Ich neu starten, ist okay für euch, Leute. Ja, naja, ich hab jetzt Gulag, was soll ich denn jetzt machen? Ja, wir müssen verschwenden diese Zeit auch gerade, Alter. So, warten auf die Playsy-Zocker. Wenn der eben den Manu Schilbeck hatte, ich hab den ja geholt, wenn der andere mich nicht abgeknallt hätte von vorne, hätte man das Ding ja noch reisen können, aber das war einfach zu schwierig. Ja, der eine ist am Laufen und die ja, zwei... Ja, das ist halt bitter, ja, die haben alle eigene Waffen gehabt, Digga. Und ich in Angst hatte eine Pistole, was willst du denn da machen? Ich hoffe, ich tue jetzt mal besser für uns. Ich hier schniebeln, da bin ich wieder da, Moodies. Auf Einsatz. Zeit, sich bereit zu machen. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. So. Navid, Marcel, Grüße. Grüße, Grüße, Grüße. Gucken wir jetzt irgendwann mal vielleicht zum Lodi, das wäre natürlich geil, würde ich mich freuen. Ein kleines Kind, oh man. Ja, okay, Zone. Das war nicht so doof. Nee, das stimmt. Für Einsatz im Kriegsgebiet. Das stimmt, Manas. Das siehst du. Ist doch top. Passt doch. Aber, geht doch. Ich hab mein Bier aus dem Kühlschrank geholt. Einmal auf Big. Leckt mich hässlich, Junge. Ich hol noch mal ein Bier aus dem Kühlschrank. Das schaff ich ja noch so schnell, oder? Das ist nicht der letzte Bier, das ich habe. Soll ich den mal... Wieder so tiefes Flugzeug. Ja, moin. An meiner Wenigkeit, ich bin wahrscheinlich. Ich hab die Runde nochmal neu gestartet, Leute. Einfach bloß aus Gefühl. Das ging ja nicht irgendwie nach irgendeiner Zeit. Nach irgendeinem Team. Ich starte einfach die Runde nochmal neu, wenn ich merke, das war eine Scheißrunde, Leute. Manchmal ja, manchmal nein. Jetzt. Oh nein. Jetzt genau abspringe. Ja, ne, bist du. Landest du im Peak drin. Das durfst du wahrscheinlich noch, Alter. Keine Zeit zum Falschen ziehen. Das war nur Ironie, Brudi. Verstehst du, Ironie, Hamudi? Guten Abend, Michael, grüße Moritz, mein Lieber. Hallo, hallo, Dude. Schön, dass ihr am Start seid. Schönen guten Abend. Alter. Es sind noch 10 Leute drin, die kommen bestimmt bei uns welche mit. Das sieht an dir denn, Kevin? Ne, ich glaube, da fliegen welche mit, Leute. Ich brauche euch jetzt erstmal auf dem Dach vielleicht. Ja, ja. Wo fliegen die hin? Die fliegen hinter, die fliegen. Hä? Warte mal. Der fliegt da hin, Leute. Er fliegt hier hin. Oh, ein Schmarker. Ich zieh los. Feindlicher Soldat in seiner Nähe. Ich hab einen scheiß Bazooka gefunden. Willst du die haben, Kevin? Ich glaube, wir haben ja Rucksack. Gulag-Zugang natürlich. Wenn man den nicht braucht, findet man den Scheiß. Kevin, Raketenwerfer ist nicht deins, oder was? Hier, ich markiere den mal. Raketenwerfer hier. Lass mal. Hier vorne bei uns, hier. Ich seh den laufen, Digga. Ich hab noch keine Waffe.
Ich geh hin da. Manu, bist du da? Ja, das ist easy, wie es aussieht. Ja, die waren aber, glaube ich, ein bisschen lost gewesen, die Boys. Ja, die waren auch hier. Das Orange Mark hat einer geflogen, weil dahinter, ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Keine Ahnung, Alter. Da war Kevin. Ach so, wusste ich gar nicht, Leute. Ich habe Kevin nicht gehört bis jetzt gerade. Bis jetzt gerade jemand gesprochen, habe ich gerade gehört. Ja, ich wollte nur mal erwähnen, ich habe noch keine Waffe. Ich habe auch ein bisschen Scheiß. Ach, ich habe hier. Okay. Wir haben beides Geld zusammen, wir können mit einkaufen. Digga, was soll ich mit. Das ist der dritte Raketenwerfer, Digga. Heißt ich Kevin oder was soll ich mit dem Scheiß, Junge? Wir können einkaufen, alle mal zum Shop, bitte. Let's go, let's go, let's go. Keine Zeit verlieren. Oder hier. Ja, wie viele Kisten kommen da runter? Eine. 300 Leben. Da kommt. Jetzt kommen aber vor mir zwei Kisten, Leute. Genau vor mir. An dem Shop kommen zwei Kisten, Leute. Wir müssen uns beeilen, Leute. Wir müssen uns beeilen. Zum Shop, bitte mal. Zum Shop, Leute. Wir können einkaufen. Kommt, bevor jetzt die anderen von oben kommen wieder. Hier ist alarmiert, Leute. Ausrüstung markiert. Wir werden gleich von oben kommen, wir müssen uns so beeilen, Leute, sonst kommen die gleich von oben. Die kommen immer von oben M und ab. Aber wir hätten doch hinter uns Loti holen können, wir hatten doch genau einen Shop hier gehabt. Achso, das wusste ich doch nicht, Digga, sag doch so Bescheid, die seh ich doch nicht von hier. Das seh ich doch nicht von hier, Bro. Dann schmeiß ich die Kiste hin, da, komm, geh zurück wieder. Das seh ich, hier ist nochmal Selfie, Leute. Oh Mann, ist das dein Ernst? Selfie ist markiert. Ja, geh, Manu, nimm dir alles. Gentleman-like ist anders, Brudi. Hallo. Ja. Also mit dem Döner, das überlege ich mir nochmal. Definitiv, werde ich ummachen. Was mit dem Döner? Dem Döner treffen. Dem Döner. Nimm dich an die Hand und flieg mit dir ins Abenteuer, dann, Alex. Überleg dir das lieber. Ah, mein Nee. Ich meine, ich und du, Müllers Kuh. Beide. Ich hab's extra markiert, also weißt du, ich meine. Vor allen Dingen hätte da oben das Kopfgeld mit dem ganzen. Das ist ja ein Kopfgeld, ich sehe da kein Kopfgeld. Da brauch ich ja auch nicht drin, du Hunk. Aber apropos, mir sind so ein paar Nachrichten entgegengekommen bezüglich der Open Lobby, wo du das kommentiert hast. Das war schon sehr amüsant gewesen. Was habe ich denn kommentiert? Naja, wo ich da wegen der Tonstelle... Das ist so blöd, was Tonstelle rauszuhauen. Das ist doch lustig hier, das kann ich nichts dafür. Das ist ja nicht dafür. Wolltest du die aufheben, bis du stirbst oder was? Was denn? Und ich habe auch die Leute alle gehört, die sich da wiederbelebt haben. Ja, der Tonstelle zu mir, ich nichts raushauen können, das Scheißding. Was hast du denn da erwartet auf was? Wie? Ja, wieso denn? Ich hab taktisch gespielt. Okay, mhm. Kommentiere ja auch nur meine Meinung, also ist ja alles gut. Ja. Lass den nicht gleich wieder anfangen zu heulen, kleines Mädchen. Nee, Spaß muss sein, kommt Leute. Wir warten nicht an der Kiste, habt ihr alle Ghost, Leute? Ich hab Ghost rausgenommen, ja. Ich hab Ghost. Kevin? Hast du Ghost? Nein, ich war nicht dran. Okay, ich sprach nur, sorry, muss mich anschreien. Headset-Legende. Du kannst aber jetzt zur Kiste rangehen, Kevin, nur zur Info. Also, Ghost rausholen. Ich aber nicht. Warum nicht, hä? Wir brauchen noch Ghost, Digga, was ist los? Ich hab keine Geistklasse. Ach, Digga, dann müsst ihr euch meine Geistklasse machen. Also, das musst du mir vorher sagen, ich hab mir gehärtet rausgenommen. Hier, Jungs, also, wenn ihr mal so ein, zwei Plättchen findet, ich würde mal was nehmen. Ich hab keine Plus. Komm her, Alex. Ja, ich hab zwei für dich. Dann lass uns einmal mit dem, mit dem Seil fliegen, Digga, zum Kopfgeld, genau. Eine neue Position ein. Zwei dumme Injudanke, Alter. Yes. Am Internet lag es auf jeden Fall nicht, lag am Spiel. Das versteht keine Netzwerkverbindung, lag am Spiel. Du hast Internet gehabt, aber hast trotzdem eine Netzwerkverbindung gehabt. Okay. Na gut. Das ist einfach ein Stück halt. Jetzt mal zu erwähnen, du hast quasi Internet komplett gehabt am Handy und überall auch, aber es stand trotzdem da keine Netzwerkverbindung. Ey, unter uns! Ja. Wir sind sogar noch Kopfgeld oder was, Digga? Ja. Dann wieder für Pech, Bro. Die kam gerade von der anderen Seite. Ja, die kommt geflogen, Bro. Der liegt da wie ein Senfauge. Der andere hier, der ist low, der Chip weggekriegt, rennt ins Haus wieder. Über mir, bei mir! Was macht er denn da, Digga? Ist der lost, Bro? Ist der lost gewesen, Diggi? Bei mir ist noch einer, glaube ich. Hinter im Haus, der Shit, Bro? Bei mir im Haus, oder? Nee. Der liegt am Baum. Wo? Ich seh den! Der stirbt gleich. Der liegt hier am Busch, liegt einer. Hier am Busch unten. Ausrüstung markiert. Ja, ich seh den jetzt. Die Armen, die nehmen Korrektangriff auf die Fresse, Digga. Tut mir schon leid. Fällt noch einer hinter oder? Uns! Hinter uns fliegt einer mit dem Fallschirm. Hab ich.
Noch ein Team in den Fallschirm, noch einer. Die fliegen runter, ich brauche euch jetzt. Vor mir unter geflogen, einer ist K.O., der andere ist auch schon safe, fast tot. Ich gehe links lang. Wo liegt denn der andere nicht abgeschossen? Hab ich sehe nicht liegen. Ich habe einen Kill gekriegt. Der andere ist, glaube ich, entweder am Zaun oder runter Ruins gesprungen, schon runter vor uns. Ich sehe ihn nicht mehr, den anderen Dude. Manu, deine Bedrohung ist auf Rot, gell? Aufpassen, Manu, einer von denen ist es. Der liegt hier irgendwo. Ja, ich höre ihn. Ne, warte mal. Der ist hier. Bei mir? Oben auf dem Turm ist der Wichser, Digga. Der zwei auf dem Turm oder was? Hä? Digga, wer hat auf mich geschossen gerade? Der Typ. Jetzt im Gulag. Ich versteh's gerade nicht, Alter. Auf dem Turm auf jeden Fall oben. Ich auch nicht. Jetzt brauchen wir. Am Shop wiederbelebt hier hinten. Hier ist noch jemand drin. Bringen wir die Sache ins Rollen. Stehe unter Feindbeschuss. Na, bin André. Daniel, Grüße. Ist ein anderes Team. Mhm. Wir sind zwei Teams. Ja, wir haben ja gerade schon 3-4 gekillt. Wir sind trotzdem noch zwei da. Aufgepasst, du wirst schon bald hier raus sein. Aufgepasst, Soldat, du bist dran. Schön, wir reden immer, Leute, komm. Hier unten beim Kopf. Kommt denn die? Alex, bist du komplett raus? Ich bin im Gulag. Also eigentlich ja, ich bin komplett raus. Wo ist hier jetzt hier? Auf dem Turm war der, auf dem Schanzelturm hinter euch war einer. Der ist anscheinend runter, weil der. Okay. Ja, da kann keiner sein, weil ich bin unten unterm Turm und der andere war hier unten. Zumindest war ich von denen abgeschossen, von dem Turm auf jeden Fall. Ja, der muss aber runter sein. Wenn du hier gewinnst, Gulag, Leute, mit einer Robert, dann mal gucken. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Jetzt nochmal zum Lödi gehen, Alex. Hier raus oder nimm das Ziel ein. Der steht immer noch da hinten und campt ab. Was für eine Bitch bist du, Bro? Geht zum Lodi, ja? Mal gucken. Hier hole ich mir direkt den Ghost nochmal raus. Kann ich erstmal meine Waffen erstmal holen, meint ihr? Auf dem Dach, wo ich gestorben bin? Ja, das schaffst du. Nee, dann mach. Geh erst zum Lodi und dann geh zu deinen Waffen. Dann kannst du eine SIP nehmen. Die Zone kommt. Das ist aber noch 2,5 Minuten Zeit, Bro. So. Hole ich mir trotzdem Ghost wieder raus. Ich renne aber zu Fuß zurück, Leute. Und das ist okay. Genau, mit dem Seil fliegen, ist egal. Habt ihr mich beschützt auf meinem Dach, wo ich gestorben bin, bitte? Ich hab Angst, dass da wieder einer kommt, den gleich wieder. Wo bist du gestorben? Auf meinem Vordach. Ding, ja, irgendwie da auf dem Vordach, glaube ich. Oder auf dem großen Dach sogar, ich bin mir nicht sicher. Ey, jetzt kommt jetzt weg vor uns. Nein, das kann nicht sein. LKW. Stehen. Nicht denn gestorben? Unten auf dem Boden oder was, Digga? Liegt mein Loot? Hier liegt kein Loot von mir. Bin ich gestorben, Leute? Haben die das Loot genommen oder was? Guck mal notfalls unten in der Treppe, ja. Okay. Genau, hier. Genau hier. Ich gehe. Treppe liegt tatsächlich, aber nicht mein Loot, ne. Ja, wo ist denn meine Ohren hin und meine ganze andere? Ist ja auch egal, ich habe erstmal so eine 6-3 Schusswaffe hier, die blixen. Mein Loot ist weg. Ich hätte auch noch einen Plattenkiste, einer braucht. Alles gut, Alex. Ich hab erstmal Waffen. Dankeschön, meine Kleine. Wenn du eine Owen findest, das ist meine. Ist egal. Ist das Kopfgeld hier? Ist das im Bunker drin? Ja, war bestimmt, ja. Da würden wir mal weiter vor. Das ist irgendwie das Beste, was wir machen können, Leute. Ich hab mal jetzt den Berg hoch zum Move, wenn ich ehrlich bin. Nur eine Plattenkiste, eine Platten nachher braucht. Wir können eine Drohne kaufen, Leute, also am Shop. Eine Drohne kaufen. Let's go, oder? Zum Shop, Drohne und dann Attacke. Mal gucken, ob einer in der Nähe ist, wenn keiner da ist, dann. Ist ein bisschen alone, Kevin kommt zu uns schon gerade. Also oben auf dem Berg war jetzt nichts gewesen. Okay. Soll ich gleich raushauen? Ja, mach mal, komm, scheißegal, besser ist, wir wollen es aufs Maul kriegen wieder. Warte mal. Überall hinter uns, Powerplant auf dem Dings da hinten, das auf dem Berg drauf und die rechts abfangen, oder? Ich gehe hier entlang. Oder was meint ihr? Oder wenn wir Powerplant hier holen? Ach, hier. Sieht aus, ob die in der Luft sind, oder? Ne, die sind oben auf dem Dach. Alle sind die, ja, Powerplant auf dem Dach. Und rechts sind die unten, rechts unter uns noch die anderen. Ja, die fighten aber. Der ist tot. Der eine ist tot. Dann lass uns Powerplant hin. Hinter uns die fighten auch. Die ist egal, wir Powerplant von oben ab, wo Kevin ist, die Pulsi ungefähr, die Höhe von Kevin ist okay. Die kommen ja berg hochgelaufen. Wo? Pass auf, Kevin, vor dir. Ein K.O. gleich, der Schildbreak, Manu, da hinten auch nicht Marker, Schildbreak.
Ja, hinter dem Stein. Wir müssen aber hinter uns aufpassen, extrem dolle hinter uns aufpassen, Leute. Boah, Digga, was lasert der denn so heftig, Digga? Die lasern gut. Die lasern gut, Leute. Ich hab noch eine Plattenkiste, ja? Der snipet sogar auf uns. Schildbreak hat der Sniper hat Schildbreak. Ich wollte eine Plattenkiste droppen hier oben, ich wollte eine Plattenkiste hier oben bei mir. Hier ist Panzerung. Wir müssen hinter, ich werde hier wegrennen, Leute. Wenn hinter uns jetzt ein Team kommt, war es das wieder. Hinter uns ein Team kommt, war es das wieder. Ich habe jetzt hier gerade echt ein bisschen Alarm. Na ja, gut. Komm zu uns hoch, Manu. Ich hebe dich ab, Bro. Ich bin da, so gut es geht. Ja, wie gesagt, es sind drei Leute mindestens. Ich sehe da einen hinter dem Stein, den fick ich jetzt weg. Den habe ich K.O. Hier hinter dem Stein ist K.O. Orange-Marker. Ja, warte. Ich bin gleich oben. Das ist K.O. Orange-Marker ist K.O. Ja, es sind drei, wie gesagt, drei Leute. Ja, hier ist noch einer am Dings, noch einer. Hier an dem Dings ist auch noch einer. Neue Position. Ja, okay. Ja, rennt nach rechts. Ja, sehe ich. Ja, wir dürfen den nicht wiederbeleben, Leute. Wir müssen aufhören, sonst kann er da hinrennen. Ja, die ziehen wir von da unten, Bruder, Digga. Einer Schiff hier unten, der andere. Von rechts schon. Oh. Prezi. Die kommen hoch noch hoch jetzt zu uns, wir müssen aufpassen. Die kommen noch hoch zu uns jetzt. Und hinter uns ist auch noch ein Team gewesen. Die jetzt hier auch noch kommen, dann war es das wieder. Ein Sandwich, da sind wir selber schuld. Wollen wir zur U-Bahn runter, schnell nach U-Bahn fahren oder nicht? Ja, das kommt. Das haben wir das jetzt noch? Wir probieren es, Leute. Wir probieren es, U-Bahn zu fahren. Ja, Leute. Ich bin, glaube ich, zu langsam. Nee, kommt. Wenn dann sind wir alle tot, ist es halt so. Kevin, kommst du? Ja. Wo geht's denn hier rein? Hier, wo wir alle sind. Hier unten. Wasserfall, Alexander, Wasserfall. Wo immer Wasserfall. Es geht nicht mehr, Manu. Es geht nicht mehr. Wir müssen hoch. Es geht nicht mehr, Manu. Es geht nicht mehr. Geht weg. Haut ab. Es geht nicht mehr. Scheiße, Manu, Digga, wir schaffen es nicht mehr. Alter. Wir müssen über rechts move, denn. Wir schaffen nicht mehr, Manu, den Berg hoch und alles. Das wird schwierig, Manu. Ich hab Spritzen. Ich hab keine Spritzen, ich hab so eine Scheiße. Ich hab keine Gasmaske, Digga, das war's für mich, Mau. Oh, die Zone ist langsam, Brudi. Du bist noch nicht tot. Oh, das ist ein Trick, Alter, ey. Hasso ist raus. Alex. Nein, der Schildfake! Der kommt jetzt hier rum. Rücke zum Feind vor. Den hab ich. Rausgenommen. Alex vom Motor. Ja, die haben Loti gezogen hier oben. What? Das ist mutig. Ich flicke dich wieder zusammen. Ey, wo ist der? Ich hab einen geholt. Nein, einen haben wir rausgenommen. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Vielleicht. Wo? Bei Kevin irgendwo oder was? Genau. Die fighten selber, rechts neben uns. Hier oben ist einer. Oben. Oben am Berg ist einer drauf. Oben auf dem Berg. Wir müssen außen rumlaufen, Leute. Das macht keinen Sinn so. Wir müssen außen rumlaufen. Warte. Ich bin oben auf dem Berg. Wir haben High Ground. Links neben uns, oder? So eine Scheiße. Nee, oben auf dem Berg. Der liegt da ganz komisch. Schildbreak, einer auf dem Berg oben. Noch auf dem Berg oben, es sind zwei Leute auf dem Berg. Lass uns immer rechts move, es macht keinen Sinn, die haben Highground. Schildbreak hat der, Manu, ich bin safe, der hat Schildbreak oben am Berg. Ja, das war der. Legion Farm, Alter, diese Lappen, ey. Was ist das denn? Na, Legion Farm, das ist die gekauften Spieler, die alle hier, wurde Geld bezahlt, dass dann sozusagen schlechte Spieler mit so Top-Playern spielen. Achso, okay, nice. Also mindestens eine 4er KD oder sowas. Das ist ja, why not? Ich hab keine Platten, da ist eine Platte für mich, Manu, hier unten bei mir. Hey, der hat sich wieder noch nicht tot. K.O. oben, Manu, auf dem Berg ein. Ja, ja. Diese Legion. Bäume hinstellen, Alter. Spastis, ey. Hier vor mir am Loder. Ja, Lappen. Dein Teammitglied wurde in den Roller geschickt und kämpft, um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Dein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt und kämpft, um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Vor mir fallen sie auch. Das Gas ist dir auf den Fersen. Na los, brechen wir auf zur Sicherheitszone.
Teammitglied wird wieder eingesetzt. Bereithalten. MG42, sehr gut. Keine Platten mehr, nix. Teammitglied wurde für erneuten Einsatz. Links, Digga. Vor dir. Ja? Rechts. Da, stopp, links. Links. Ach, okay. Da. Dankeschön. Da war aber noch einer. Ich sehe keinen aus der Luft. In der Luft sehe ich jetzt keinen. Also alles, was vor dir ist, Alex, sehe ich hier nichts erstmal. Okay. Könntest du jetzt hier nochmal... Ja, der läuft ja drüben hier, ich seh ihn. Ja, da oben. Okay. Zwei Mann? Drei Mann. Das schaffe ich nicht, da muss ich außen rumlaufen. Nee. Ich geh auch mal hier runter. Ich hab ja diese scheiß MG. Oh, was? Ja, moin. Aber Bro. Na, welche bei dir? Über mir schießen die auf jeden Fall. Komm mal her, der hat hier noch eine Waffe. Ich hab eine Waffe. Ich bin ja nicht gestorben gerade eben. Oh, Atomatan empfehle ich. Was hast du für eine Sturmgewehr? Ich hab eine NZ. Ihr könntet mich am Shop wiederholen. Krieg mal Geld raus. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Oben auf dem Berg auf jeden Fall. Kann ich mal Platte holen? Nee, reicht nicht mehr. Ich würde über rechts außen moven. Ich würde ganz rechts außen hoch moven, Leute. Ganz rechts außen mit der Zone außen moven. Ja, das macht keinen Sinn. Wir haben keine Platten, ich habe nichts mehr, Alter. Wenn die von oben auf uns schießen, können wir nur zurückschießen. Warum gar nicht erst irgendwie versuchen wegzurennen, sondern einfach versuchen, jetzt irgendwie zu hinten, Alter. Wir könnten jetzt nochmal Platten kaufen, aber ich weiß nicht, wenn jetzt durch, Alter. Nee, es macht keinen Sinn, wir müssen hoch. Das Gas nähert sich dir. Da vor mir. Ich hab mich gesehen. Das wird scheiße, das ist richtig scheiße, wird das werden. Nice, wichtig, Alter, wichtig, schön, Leute. Einzelner nur, ich hab gedacht, vom Vierer-Team ist es tot. Nehmt euch die Waffen weg, Leute, und für Alexandra vielleicht noch irgendwas, keine Ahnung. Fand ich die Drohne, das ist jetzt richtig ruhig, das ist ja schon wieder absolut kacke. Vor uns bestimmt, Kevin, aufpassen. Oben auf dem Berg, hundertprozentig. Ja, das sind die wieder, diese Legion, die teilen sich auf. Ja, leg dich da hin. Mann, Alter, ey. Junge Legion, diese Fassis. Ich hab, ey, eine Schildbeck, deine Schildbeck, der markiert ist. Bei mir liegt noch ein Jetsi. Sind komplett aufgeteilt. Links sind auch welche. Kacke, ich hab einen gefinisht, der hat auch Schildbeck gehabt. Da kommt jetzt bei euch vorne, Nee. Ich krieg mich raus, bringt nichts. Schade, Alter. Schade, Leute, Alter. Creepy Runde, Leute, hat trotzdem Bock gemacht. Ja, schwierig, glaube bei solchen Spielern, Alter. Ah, ärgerlich. Naja. War trotzdem halbwegs okay. Würde ich gerade sagen. Halt generell, Digga, egal welches Team das jetzt wäre. Wir sind Lowground, die sind in der Zone, wir außerhalb der Zone, die haben eine Runde, wir nicht, also was willst du denn machen, Alter? Ja. Tschüss, ihr Lieben, schönen Abend noch. Wünsche ich auch, cool. So. Vielen lieben Dank, ihr süßen Mäuse. Wartet erstmal, wer reinkommt. Mal gucken, sonst kommt auch noch mal ein bisschen, alles klar. Servus. Naja, ich meine, Volker hat schon mitgespielt heute, glaube ich, oder? Nee, heute noch nicht, oder? Ja, ich gar nicht. War auch schon, ja.
Deswegen, ja, Leute, ich habe ja gesagt extra, deswegen ansonsten, warte mal, wir haben Erik jetzt und Stefan drin als einzigen, die jetzt noch nicht mitgemacht haben. Wenn keiner kommt, macht einfach Mikado und Polka einen Roll, ansonsten fickt euch einfach. Ach, was, Mann. Nein, das ist doch einfach, wir fährst haben alle dieses Rollen, Leute. Ja, Matthias, nicht alle. Matthias wollte auch mit. Achso, siehst du, Martin, wenn Matthias kommt, dann, ja, dann abwarten. Nee, dann ist gut, dann ist gut. Warte doch erstmal ab, wenn er reinkommt. Ich lade mal den Dicken rein, komm, er kommt, alter Bauchtanzfreund. Du machst jetzt Bauchtanz, Matthias, wusstet ihr das? Echt? Ne, auf seinem Sportplatz, ne? Da steht ja, ja klar, Tor, die machen da immer. Die schmieren immer einen Bund ein mit so einem Farben und dann hat er so ein komisches Strohding um seine Hüfte oben und dann macht er immer so bauchtanzmäßig. Das stell ich mir gut vor. Glaube ich so. Das ist so. Ist ja auch geil. Macht der ewig schon jetzt mittlerweile. Verbrennerverbot ab in der EU ab 2035. Ja, warte erstmal ab, Digga. Warte erstmal ab. Haben sie beschlossen? Steht ja, drin, Digga, warte erstmal trotzdem ab, Digga. Können die gar nicht machen. Wolltest du da feuern oder noch? Das hat nichts damit zu tun. Wenn ein Verbot ist, ist Verbot. Die Autoindustrie stellt immer noch her. Es geht gar nicht, dürfen sie gar nicht machen. Ich meine, bevor wir das erfahren als normale Menschen, müsste die Industrie, die Autos baut, viel, viel früher davon erfahren. Und die brauchen ja trotzdem noch Benziner und Verbrenner. Ab dem Jahr 2025 dürfen Neuwagen in der EU kein CO2 mehr ausstoßen. Ja, na klar, Digga. Das hat das Europaparlament mehrheitlich mit 339 Stimmen abgeschlossen. Im Endeffekt bedeutet das ein faktisches Verbot für Benzin- und Dieselmotoren. Wird nicht gehen. Und wenn dann auch nur wahrscheinlich, wenn es überhaupt durchgesetzt wird, was ich niemals glaube, safe nicht, wenn dann überhaupt nur ein Zon, wo es vielleicht so ein bisschen kritisch ist wegen der CO2-Norm, aber das wird definitiv nicht durchgehen, 100%. Das werden wir nicht miterleben, weil ich, dass sowas passiert. Und das gleiche ist mit Eugen, 70% Elektroautos verkauft und 30% von Verbrenner. Sowas wird es vielleicht höchstens mal geben. Und wie werden die Elektroautos hergestellt, Digga? Die Fabriken, die Batterien, die verbrennen doch auch trotzdem noch, Alter. Was ist denn das für ein Dünnschiss, Alter? Naja, die haben scheiß Berater, das wissen wir alle, die Regierung. Vor allen Dingen wir in der EU. Sind sie mal Amerika oder China oder weiß ich was ins Auge fassen und nicht uns. Wenn das wirklich so sein sollte, was ich echt nicht glaube, also zu 90% nicht glaube, dann kaufst du dir zwei Jahre oder ein Jahr vorher einen Verbrenner und wenn es dir nicht mehr geht, lässt du dir von dem Autohaus dein Geld wiedergeben in der Attacke. Oder vielleicht schon so wie du ein 2022 Elektrofahrrad. Damit 100 Kilometer fahren oder was? Da müssen sie ja auch die Autos, die Elektro sind, das irgendwie hinkriegen, dass du dann wirklich weitere Strecken hinlegen kannst und überall müssen Zapfsäulen stehen. Du musst Schnellladesäulen haben. Ansonsten ist das Digga, kannst du knicken. Nicht so schnell. Nee. Sollen wir jetzt hier rollen oder nicht? Wenn nicht, geh ich raus. Naja, sicher rollen. Da kommt ja Martin, wenn Martin ist, Digga. Ach, wie geht das, Lee? Na, Ausrufezeichen ROLL in den Chat. Geh raus, Bolger, komm. Das wird nicht. Nee. Bolger kämpft, Bolger kämpft. Bitte nur, mal Schnauze halten, bitte nur Manu und Bolger rollen, kein anderer, Leute. Ich hab wieder irgendwas um die 20, 100%ig, pass auf jetzt. Manu, 100%ig. Nee, Don Jackson grüßt 62, Manu. 70, oh, schade, Alter. Immer, ich meine, ich freue mich für Bolger, aber alles andere ist natürlich, jetzt hat er mal eine hohe Zahl der Arme und dann wird er überboten, Alter. Vielleicht nochmal bis nächste Runde reinkommen, Manu, wenn kein anderer kommt, Bro, ja? Ja, ach, kein Stress, alles. Alles gut, Digichen. Grüße nach Halle, Horay, Brudi. Ciao, ciao. Ich bin bis jetzt immer die letzten, ich glaube, 10 Jahre fast immer Audi V8 gefahren, da immer so ein Autofreak war, schon immer fürs Auto gelebt habe. Aber dass das 2000 oder 35 umgesetzt wird im Leben, ich glaube, da könnt ihr glauben, was ihr wollt. Wenn ihr immer noch übernächstes Jahr einen neuen Verbrenner kaufen könnt bei VW, bei Mercedes, dann wisst ihr Bescheid, das würde niemals, die würden niemals noch Verbrenner herstellen, wenn die schon wissen, 2035, das geht gar nicht, Digga. Ja, aber die hören jetzt auf zum Verbrenner herstellen. Das ist, Digga, ich habe ja einen Kumpel, der Magdeburg AMG, der war also Mercedes AMG arbeiten mit, und die haben ja auch gesagt gehabt, dass AMG, wir reden erstmal nur von AMG-Modelle, 2031 oder 30 eingestellt wird. Nur AMG, die V8-Motoren, trotzdem auch noch Verbrenner bauen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die anfangen, heute die Verbrenner einzustellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Bei Audi weiß ich es. Audi hat geschrieben, dass es irgendwie 2025 sogar aufhört. Oder irgendwie so. Was machen denn die Schiffe? Was ist denn da los denn? Waren die mit Elektromotor rum oder was? Die dürfen das oder wie? Was machen die Leute, die einen Bootsführerschein haben? Die einen Bootsführerschein haben. Es gibt doch kein Elektroboot. Was machen die denn? Ja, manche wohnen auf einem Hausboot. Ja, aber ich meine, es gibt die so verbreitet zu kaufen wie Autos gerade. Wenn du nach Booten schaust, gibt es vielleicht 1-2% mit einem Elektromotor. Oder zumindest, die sind aber nicht so hoch, also nicht PS-mäßig so hoch. Und die können ja nicht so große Dinger bewegen, zumindest nicht in der Geschwindigkeit. Das geht doch gar nicht, Leute. Das kannst du knicken. Das Digga, nie im Leben. Da muss jetzt die nächsten Jahren richtig was passieren, wenn das wirklich so sein sollte. Ich glaub's auch nicht.
das so schnell geht. Das gilt nur für neue Zulassungen ab 35. Ja, was bringt das aber? Wir dürfen 35 keine Neuzulassung mehr zulassen, kein Auto bauen, aber du darfst damit noch rumfahren, wenn du einen hast, der 34 gebaut worden ist. Das ist doch dumm. Ja, ein Oldtimer darfst du auch fahren. Na sicher, mit einem H-Kennzeichen, Digga. Die verbrauchen noch mehr CO2. Interessiert auch kein Schwein, Digga. Die Boote, alles, Kerosin, Flugzeuge, interessiert alles keinen. Aber die Autofahrer, die armen Bürger, die müssen wieder drunter leiden. Die müssen wieder sagen, ja, mach ich. Natürlich, was soll ich sonst machen? Ja, gibt's wieder irgendwann Euro 8, dann hast du wahrscheinlich bloß noch sonst irgendwas an Abgasen, dann gibt's Euro 10, da kommt dann nur noch Wasser hinten raus. Und du musst natürlich immer fein sagen als Bürger, ja, das machen wir. Das machen wir, na klar. Egal, wir bauen um für 3000 Euro Zeit aus meiner eigenen Tasche, machen wir. Natürlich. Deswegen fahre ich eh bei. Nie im Leben, Leute, Alter, leg mich doch am Arsch. Ich komme mit kein Elektroauto, Digga. Ich bin da komplett, ja, nee. Digga, ich bin schon mal so richtig, wirklich von Anfang an, seitdem ich ein Kind bin, Autofreak. Ich bin immer Autofreak gewesen. Damals, wo ich meine erste eigene Arbeit hatte, nachdem ich meinen Lehrer hatte, habe ich mir direkt ein, ist ja auch scheißegal, jetzt nicht mal, ich mir Bente gekauft mit 605 PS, Alter. Digga, ich war schon immer so, hab einen Kredit abbezahlt von 87 Euro Rate im Monat. Dann habe ich meine Arbeit verloren, muss ich das Auto wieder verkaufen, Digga. Kredit ausgezahlt, ausgelöst. Digga, ich war schon immer so ein Mensch, ich habe immer fürs Auto gelebt. Immer schön V8 gefahren, habe das ein AMG oder sonst irgendwas früher oder ein Hammer. Das war schon das Einzige, was ich immer gespart habe. Ich habe nie geraucht, kein anderes Hobby gehabt, immer Auto. Und jetzt auf einmal wollen sie dann sagen, ach nee, V8 ist nicht mehr, fahr Strom, fahr ein bisschen Tesla, Digga. Gib ein bisschen Tesla-Gummi. Dann trittst du aufs Gas, ich meine, die Beschleunigung ist absolut krank. Aber das ist auch nicht billig, gell? Das ist nicht billig, das ist mir klar, darum geht's ja auch gar nicht. Das ist sicher, das meine ich ja. Das hast du auch für eine volle Ladung oder Tesla zahlst du irgendwie 100 Euro oder so. Nein, das ist nicht mehr so, Tesla bezahlst du jetzt, mein Nachbar hat ja eh so ein Ding, kenne ich auch gut, da bezahlst du mittlerweile 40, 50 Euro für eine volle Ladung, aber... Ja, gut, da fahren wir ja Batterie. Ja, 100 Ampere, rennt ja aus, was 100 Ampere sind. Ja, jetzt gerade durch die Stromkosten, die jetzt gerade aktuell herrschen, und das ist ja das Problem. Ja, die wollen das abschaffen, weil aber Elektroautos bauen, der Strom ist gerade so weit oben, wie noch nie war. Das ist, Digga, das macht alles nicht wirklich. Was wollen sich der normale Bürger, wenn die kein Auto mehr leisten können? Ein Elektroauto kostet auch Geld. Was machen die denn? Fahren die denn auf Fritz Feuerstein Auto rum oder was mit den Füßen? Nee. Mein Nachbar muss schon so an wie ein UFO, wenn er losfährt mit seinem Auto. Und ich, der... Leck mich. Kann ja jeder machen, wie er will. Ich bin auch nicht voll dagegen, um Gottes Willen. Soll jeder machen, wie ich fahre auch E-Bike, Digga. Ich bin dann überhaupt nicht dagegen. Aber ich finde, ein Auto muss Sound haben, Digga. Da krackelt sich irgendwann über die Straße um. Den Soundbang. Was denn? Was ist denn für ein Sound? Klar ist der Sound. Der UFO-Sound oder so. Digga, wenn der an der Einfahrt vorbeifährt bei uns, dann muss er bei mir, wir teilen uns ja eine Einfahrt, das hört sich an wie ein Star Wars-Schwert. Digga, nie wieder, Alter. Ich bin nicht dagegen. Leute, die Elektroautos fahren, ich finde das auch cool irgendwie auf einer Seite aus, aber ich nicht, Leute. Ich bin raus da. Ich fahr meinen Drahtesel. Macht krass. War schon immer gewesen, Alter. Ich hab dafür immer gelebt. Jetzt bleibe ich mit Familie, wird schwierig mittlerweile natürlich irgendwann geldmäßig auch, aber. Nee. Mm-mm. Hast du für einen gefahren? Audi S7 hatte ich. Okay. Ja, man muss immer abschätzen, wenn man sich ein Auto holt, was so einen Motor oder 4 PS hat. Erstens die Frage, nimmt man das als Alltagsauto, nimmt man das als Spaßauto zwischendurch, mal ein gutes Wetterauto, ein, zwei Mal im Monat oder. Ja, aber als Alltagsauto natürlich mit einem V8 durch die Gegend zu ballern, da weiß ich nicht, da musst du schon ein bisschen mehr verdienen. Wenn aktuell 30% aller... Und da frierst du auch dementsprechend. Ja, das stimmt. Die Spritpreise, wie ich mal alle. Lass uns einfach jetzt das Thema bitte im Chat und auch jetzt hier bei uns im Stream nicht mehr ausweiten. Leute, lass uns einfach überraschen, was kommt. Ihr könnt ja gerne eure Meinungen sagen. Ja, nein, vielleicht, was kommt, was wird passieren, aber jetzt irgendwie, ich meine, ich will jetzt nicht irgendeine Hetze aussprechen. Sag gleich wieder Facebook, ja, Facebook macht wieder irgendeine Hetze gegen irgendwas und dann kriege ich aufs Maul, Alter. Das ist mein Einkommen für meine Family, da müsste ich ein bisschen aufpassen. Ist jeden das Teil, Leute. Wenn ein E-Auto fährt, ist doch cool. Wenn ein AMG fährt, ist doch cool. Wenn ein normales Auto ist, ist doch cool. Man muss ja mal jeden sein Ding. Ist doch Geschmackssache.
Wenn du blonde Haare hast, ist cool. Wenn du Kinderhaare hast, ist das auch cool. Wenn du irgendwie rote Haare hast, ist halt so meine Fresse, Alter. Soll doch jeder machen, was er für richtig hält. Da hole ich mir lieber 4 ja. E-Bikes, schraub die aneinander in die Akkus und dann fahre ich 100 mit dem scheiß E-Bike durch die Gegend. Kannst du glauben? Nee, Spaß beiseite, jetzt kommt mein Tage. Hab ich schon mal gut aus Spaß mit dem E-Bike. Haben sie mich schon angeschrieben aus unseren Supporterkreisen. Ja, schipp dein E-Bike, dann fährst du 100 km/h. Ja, dann komme ich auch bis 10 Kilometer weit. Ja, noch andere. Ich finde das ja auch cool, hab ich auch Bock drauf, aber allerdings meine Garantie erlöscht und die können das trotz dessen sehen, hat er mir erzählt. Ich kenne ja den Dude, der mir das Fahrrad verkauft hat in Magdeburg am Händler. Ich kenne den, ja, der hat mir das erzählt. Die können das trotz dessen sehen. Die können das sehen, dass wie mit der Motor beansprucht worden ist über so ein Steuergerät und wie schnell du damit gefahren bist. Das können die trotzdem sehen. Ja, und was bringt dir das denn, wenn du jedes Mal, sagen wir mal, bis 10 Kilometer kommst? Und da musst du auch einen Helm aufsetzen. Ja, da musst du einen Helm aufsetzen, Digga. Ja, du kannst ja auch so ein, das heißt, wie hieß denn das? So ein Duro oder so ein Dero, das ist so ein Fahrrad von China, aus China kommt, das kannst du auch kaufen für 4.000, 5.000 Euro. Das fährt auch 100 km/h, da kannst du aber nicht treten, das ist halt einfach ein bisschen E-Motor, das sieht aber cool aus, wie ein Fahrrad, sieht echt cool aus, da gibt es auch Videos bei YouTube. Und die fahren halt von, die kann man so kaufen, ich glaube, Suron Firefly heißen die. Wir fliegen Hometown raus trotzdem. Und da könnt ihr 100 km/h mitfahren und die geht schon gut ab, Leute, die macht schon Bock damit. Aber ihr müsst das halt anmelden oder ihr fahrt halt, ich hab Paketverlust, aber ich mache jetzt trotzdem durch. Wenn wir deswegen jetzt verlieren, dann, wenn wir deswegen jetzt aufs Maul gehen, einfach starten wir mal neu. Halten die bei Mad Max. 10%, 15%. Bei mir auch, Brody, alles easy. Gucken wir mal, was geht, dann ist immer ein Neustart. Da, das kommt keiner mit, oder könnt ihr euch aufteilen, Leute. Könnt euch aufteilen, verpisst euch von dem Haus runter, das ist mein Ernst, Leute. Ja, ich geh runter. Das ist kein Spaß, ich meine das ernst, ich krieg aufs Maul. Tankstelle einer. Stefan, wo willst du hin? Das ist der falsche Weg für dich. Ja, ich. Stefan, mach dich raus da. Wir werden keine Freunde mehr, Großer. Mach dich, Stefan. Vor dir, Stefan, vor dir. Aufpassen. Komm rein, das war doch nur ein Joke. Komm rein, Brudi, sind doch Gegner bei uns. Komm rein, Brudi, komm rein, bitte. Das sind doch Gegner bei uns. Das sind aber keine Waffen. Das sind keine Waffen da. Braucht ihr Platten? Rucksack, danke, Alter. Ich hab nichts Gutes, ich hab keine Waffen, keine guten, keine Close, keine mit. Ja, Platten für euch habe ich aber. Da liegt ein Dings, der Wäger, markiert mal wieder die Waffen, die ihr gute Waffen habt, Leute. Hier liegt doch noch eine Amaguera, Leute. Wundervoll. Ja klar. Voll kariert. Ey, muss immer aufsetzen, natürlich, Bro. Hier kommt zu euch, ich hab Granate geschmissen, guckt hin. Hä? Ist der tot? Kommt noch einer zu euch gerannt. Keine guten Waffen, es leckt wie Sau. Vor euch. Genau vor eurem Haus, Der ist übelst. Warte kurz, den Wichser habe ich hier gleich. Der ist weg, die Kiste. Ja. Hä, wo denn? Habt ihr den geholt? Ja. Muss noch einer leben, Leute. Nein, hab ich auch einen K.O. geschossen. Nee, aber trotzdem kein Vibe. Boah, Muni, Alter. Ich hab Muni, wenn ihr braucht. Muni für mich. Wo soll herkommen? Ich hab keine Muni, sorry. Ich hab MP-Muni, aber keine AR-Muni. Wenn Lola kaufen, Shop. Dann lass zum Shop den Lodi kaufen, komm. Zum Shop, links weg, bitte links weg, Leute, links. Da. Dankeschön. Ich hab ein ganzes Magazin daneben. Ja, ich hab da meine Probleme damit, Alex. Ey, ist doch nicht böse gemeint, das ist meine Art, so bin ich. Ist doch nicht böse, Junge. Du weißt, ich. Links oben, Gegner. Oh ja. Aha. Das ist ein anderes Team, Leute. Naja, die haben von den Gamer nicht geholt. Das leckt wie Hulle, Alter. Du brennst, du Lappen. Nein! Komm. Ging aber nur gerade. Ja, ich bin safe. Chill. Wenn der euch pusht, hab ich den. Hinter uns. An der Brücke. Ach, Digga, leck mich doch am Arsch. Wie viel sind denn das hier? Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag. Wer dort überlebt, wird keine Muni mehr. Keine Platten mehr. Immer die Kaffee liegen aufs Dach. Ich hab Platten hier bei mir. Ich bin hier sicher bei mir, Leute, im Haus, wo ich bin. Was, hinter euch? Hä? Wo ist denn der da? Sauber, Stefan. Bei mir muss einer sein. Bei mir hinten irgendwann, Leute, irgendwo. Der ist hier links außen rumgelaufen bei mir. Ja, ich höre einen links hier drin, irgendwo, glaube ich. Rücke vor. Bin mir nicht sicher. Ich hatte da oben allein im. Ja, da hinten ist einer, da hinten. Der ist hier in das Haus reingerannt bei mir. Alles geplündert. Live-Marker. Es könnten Feinde in der Nähe sein. Der läuft da hinten lang. Ich sehe den noch lang, glaube ich, in dem Haus. Ja, der ist da drinne. Hat einen Hit gekriegt. Ich pushe den jetzt einfach mir, ja. Im Haus da ist da hinten weg. Ja. Sicher? Ja. Hinten weg. Ja, wohin denn? Links runter oder was? Ich sehe den laufen.
Jetzt kannst du laufen, die Idiot. Ja, hinter dem Stein ist der. Hab ich Handy gegeben? Ja, war ein fetter Kriegskörper, Moody, Alter. Die werden jetzt kommen, die werden kommen. Passt auf. Den Kill hab ich. Er ist tot. Hinten. Lass Kiste kaufen, wenn es geht, Leute. Wo? Da hinten, lass zurückgehen. Ja. Lass Kiste kaufen, Einkaufswagen, oder geht das nicht mehr? Wollen wir noch anders Einkaufswagen? Ja, können wir hier hin, bei mir. Lass den Einkaufswagen nehmen, oder ist der sicherer oder nicht? Oder waren da welche? Da vorne waren wir hier. Okay. Da vorne waren wir hier, komm. Dann kauft einen, ihr könnt ohne mich einkaufen, geht zum Shop. Ich komme. Ich hab hingelegt, das Geld. Mein Shop. Ja, wir sind auf dem Weg. Ich hab noch Platten für dich, Volker, komm zu mir, mal entgegengelaufen. Hör auf die Kiste mal zu unserem Hometown-Haus, bitte. Aufs Dach drauf oder irgendwo da in die Ecke rein. Komm mal zu mir, Volker, ich hab Dings für dich, Platten. Hier, Volker. Jo. Wo ist wir haben? Hier, aus Haus zu uns, das Haus irgendwie drauf, okay. Oder innen drinne. Unterwegs. Zone kommt aber, nicht ja, dann zu weit. Werf die Kiste, hier, einfach hier. Ja, einfach. Mit der Ausrüstungslieferung unterwegs. Die Zone kommt, Leute. Lass uns Richtung Kiste laufen, Ballon. Ich kauf Platten für euch ein. Kommt zum Shop nochmal. Ich kauf 2-3 Mal Platten ein. Ich hab Platten. Mhm. Wer braucht welche? Ich brauch welche. Hier nochmal Platten, müsste reichen jetzt für alle. 3-mal gekauft. Ja, reicht das mal. Feindliche Drohne, jetzt wird's eklig, Leute. Lass mit Seil fliegen. Lass auf die Kiste erstmal scheißen. Der 100 pro hier die Drohne gekauft oder links neben uns die Drohne gekauft. Entweder links oder vor uns rechts. Die Zone ist rasend schnell, Hamudi. Rechts schießen auf jeden Fall bei der Kiste. Ja, die schießen rechts. Wenn ihr seht, bei unserer Loadie-Kiste ist jemand, dann fliegt entweder weiter vor oder fliegt komplett an dem vorbei. Lohnt sich nicht, die zu fighten jetzt dafür. Ja, die sind Powerplants. Mhm. Ja. Wir können hier hochfliegen erstmal, wenn ihr wollt. Ja, noch schön Pflaster drauf. Ja. Ah ja, die kommt zu uns, sind hinter uns, die sind genau hinter uns. Oh, ich muss runter, ich bin gleich tot. Wieder gar keinen gerade. Hier hinten. Wo? Der ist rechts runter. Der ist da rechts runter. Ich glaube links war auch jemand. Ja, hier sind auch welche links, Digga. Links Leichmarker, links lila Marker, aber auch welche. Ach du Scheiße. Wo seid ihr denn, Leute? Der bei mir. Hinter dir. Oh, ich brauche Hilfe. Ich hab mich ab, Beuger. Hinter mir kommen zwei. Die laufen rechts lang, die laufen durch rechts. Ich mich auch. Ja, rechts unten hier bei uns. Rechts unten sind die hier. Neue Position. Hab ich K.O.? Der andere ist auch noch rechts. Hier nicht. K.O.? Hammer. Sauber. Links. Hinter mir noch einer. Noch einer von der Seite. Die werden noch links aufpassen, wo ich hingucke, Leute. Da war ein Team, wo ich hingucke in die Richtung. Mhm. Die laufen da unten, ja, die sind bei uns, die pushen uns. Rechts ist jemand, rechts am Wasserfall. Den hab ich knocked da. Nice, wichtig. Eine, unten noch eine, der Snipe, die müssen weg da. Ich hab eine Granate zum Aufdecken, eine Aufdeckgranate. Das ist markieren. Die gehen hinten weg. Ein K.O. da hinten. Ihr findet einen. Noch einer da hinten. Da hinten, ganz hinten ist einer, ja. Hier. Wir gehen über links, Leute. Macht keinen Sinn, oder? Da ist noch einer. Immer hinter uns noch gucken. Nicht mal alle in eine Richtung gucken, Leute. Hinter uns ein Team kommt Wasser schon wieder. Kiste gekauft. Ich bin Airfield, Leute. Ja, genau, vor uns ein bisschen, aber ich glaube, über Airfield drüber. Ja, wir sollten den Ballon nutzen zum Ballern, oder? Wollen den Ballon nehmen, zum Rüberfliegen? Ich hab welche. Hier, komm her. 1, 2, 3. Wir brauchen noch Platten, Leute. Volker? Ich hab noch zwei. Okay, dann ist wir auch noch zwei jetzt. Wir müssen mit dem Ballon irgendwie drüber fliegen. Wir müssen den Ballon nutzen zum Abhauen, Leute. Wir brauchen dringend Platten, neue. Das werden wir den Feind nicht mehr, glaube ich, groß überstehen. Aber auch, weil es genau oben links ist oder so, Leute. Nee, die laufen direkt da. Ja, vor uns, die kommen zum Ballon, vor uns! Vor euch, direkt vor euch. Top den Marker, Digga. Steht weg oben auf dem Dach, der Dude.
Scheiße. Ja, ich habe keine Muni mehr, Leute, das war's für mich komplett, glaube ich. Ja. Mich auch. Ich glaube, ich laufe ins Haus rein, versuche die irgendwie zu pushen, das geht glaube ich gar nicht. Ich bin auf dem Dach oben. Ja, den Dude weg da oben, lieber Marker. Unterwegs. Jo, bei mir. Das ist doch nicht. Ja, der Ship Break. Digga, hier vor mir! Noch einer vor mir, noch einer. Wo sind der Rest von uns? Wenn du hier gewinnst, alle Leute, schöne Runde trotzdem. Ich bin Buller. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Kämpfe dich hier raus oder nimm das. Nice, nice. Stefan, grüß dich, Max am Muli Bruli. Ja, schön. Sehr schön. Ich fliege nochmal zu Loli Kids. Hab ich das noch? Ne, ich hab ihn nicht, okay. Mann, zwei Leute da drei. Ich glaube, wir haben nur eine Lupe hier bei Mainz bis jetzt, Digga. Oh, was ich pissen, Alter, leck mich doch. Jetzt leck doch einfach wie Sau bei mir. Ja, wir haben auch Paketverlust wieder. War das die Runde mit Paketverlust oder haben wir nochmal gestartet? Ich weiß es ja auch nicht. Was? War das die Runde mit Paketverlust? Haben wir nochmal neu gestartet, die Runde? Ja, das war die. Ja, das war die. So. Wir gestartet hatten. Ja. Dann machen wir nochmal neu. Ich weiß nicht, wie viel es ist, aber... Ich könnte auch Wiederbelebung in der Runde machen. Ja, oder so halt. Ich weiß nicht. Sagen wir mal so, wer von den Supportern, der euch noch nicht mitgemacht hat, möchte nochmal mitmachen? Alex. Dann kann ich in den Chat... Ja, okay. Dann schreibt bitte mal in den Chat rein, damit ich das weiß, ob ich immer neu starten muss oder nicht. Da fliegt einer hier. Lila hin. Ich sehe nicht mehr den Bastard. Meine Augen brennen. Also bist du noch dabei? Wo bist denn du? Willst du annehmen jetzt oder was? Wo bist denn du? Ich bin über dir. Achso, ich soll annehmen. Achso, ich dachte, du nimmst an, Digga. Ey, Junge. Ach da was, Brudi. Willst du mich dann in den Tod schicken oder was willst du dann machen mit mir? Ich sterbe dich mich gleich wieder, mein Freund. Kannst du glauben hier, Moody? Ja. Ist gut. Ist doch hier der letzte Tropfen, Alter. Kriegt der mich ja zum Annehmen oder was? Der ist ungelootet bei mir. Feindliche Drohne ist aktiv, das wird schlecht bei mir. Ich gehe zum Ballon hin, glaube ich, oder ist das der Ballon, ist der gay? Der Scheiße für mich. Die laufen schon rechts neben mir, Digga. Oh shit, Leute, die ficken mich weg. Einzeln habe ich geholt, da sind aber noch mehrere bei mir. Jo, abgesniped, Alter, ihr kleinen Nutten, Alter. Ihr wisst nicht, wer ich bin, Alter, ich vernichte euch. Digga, was soll ich denn machen? Ich tapp mich weg, Bro. Die kommen eh zu mir jetzt. Ich hab einen geholt von Einzelner, Digga. Ich bin ein ganzes Viererteam bei mir. Damit da. Nee, komm. Ja, was willst du jetzt noch machen? Thank you very much. Wir sind noch nicht noch machen. Nee, wir machen einfach jetzt hier. Ja, was machen wir einfach jetzt hier? Ich weiß nicht wohin, Alter. Wollen wir das Ding hier annehmen und dann mit dem Seil irgendwo hinfliegen oder was ist eure Mission? Ja. Komm. Ja, wieso nicht? Was soll ich mal sonst machen, Mann? Ich hab auch nichts, ich hab gar nichts. Bist denn du überhaupt? Wo ist denn der andere? Wo seid ihr alle hier? Unten. Also ja, meinst du, ich kann mal kurz pinkeln hier oder meinst du, ich werde weggeflext? Ich pissen, Alter. Und ich glaube hier nochmal neu, Alter. Ende. Geh mal da runter, was? Kopfgeldauftrag. Okay, dann los. Markiere runter. Wegpunktkoordinaten. Ja, lass mich da mal runtergehen. Vielleicht gibt's da noch welches Loot. Ich bleib gleich, ob ich sterbe. Noch lebe ich. Ich bin ja tot. Ja, ne, ist Drohne bei mir. Klo aus in das Zimmer reingehst, da kommt dir eine richtig warme Wand entgegen, die nach Cannabis riecht. Das ist so unnormal eklig vor mir, Alter. Das ist echt nicht mehr schön. Wo seid ihr alle hier? Einer ist unten auf grün, der andere auch, okay. Und was ist Orange? Orange macht da runtergeflogen letztes Mal. Ich bin auf dem Weg zurück. Und hier hast du einen Seilbeuki, aber was ist mit der Wildcard? Traut euch da nicht ran oder was? Tut ihr euch weh? Spaß, Mann. Wir wollten warten, bis du da bist. Na komm, Attacke, das hat nichts mit mir zu tun, Herr Mutti. Ihr könnt doch schon mal annehmen, Herr Schneckenputzis. Ist der ungelootet bei euch oder ist er gelootet gewesen?
Ahnung, bei mir ist noch ein bisschen Stuff da, aber ich... Dann komme ich runter. Alles dabei. Dann komme ich runter. Aha. Wenn ich jetzt sterbe, weiß ich genau, wer der Maulwurf ist. Haben kann, alles klar, Digga. Absoluter Stuff. Was muss sein, Hamuli? Das ist so scheiß hier. Wir sollten, glaube ich, mit dem Seil wegfliegen, Leute. Ich glaube, das macht keinen Sinn, hier zu looten. Die ist alles schon gelootet. Wollen wir versuchen, Ruine zu fliegen oder was? Guck mal, hier ist noch ein Roboter. Wo bist denn du? Ja, würde ich nehmen, Bro. Das ist ja jetzt gar nichts, Hamuli. Ist das einer ist gestorben nicht. Oder was? Ja. Willst du eine Granate haben drin? Hast du eine Platte für mich noch, einer von euch, oder ist das hier Fremdbord für euch? Ja, hier. Müsst ihr mal selber mit mir achten, ich bin doch euer kleiner Schatzi, oder nicht? Nee? Ich gucke immer auf alle. Danke, hier, komm her, Erik, ist noch einer. Lass mal hinten fliegen, Digga, lass mal irgendwie Bolker entgegenfliegen, so ein bisschen. Ich komm zu euch. Nee, geh mal Ruine, Bro, Ruine. Hier, Purple Marker, Bro. Ja, ich werd angeschossen, Digga, zum Glück sind wir weggeflogen. Immer auf den kleinen, dicken. Ja, er hat tatsächlich echt die Titten. Digga, es ist immer mit mir los, warum bin ich in der kleine Zwerg, der angeschossen wird? Die kommen bestimmt zu uns, die kommen bestimmt nachgeflogen mit dem Seil gleich. Werdet ihr sehen, die kommen mit dem Seil und werden sich wichsen, dann kriegen wir aus dem Maul. Nehmt schon mal Stellung ein, die kommen hundertprozentig, weil die wissen, wir sind nichts, wir haben nichts. Ich fällt meinen Backe schon mal hin. Nehmen wir uns ab, Volker. Kiste hier. Blacktart. Digga, es wird nichts mehr, es wird nichts mehr heute. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone. Hier ist Schrot, ich spiele generell keine Schrotfinder, aber ansonsten nimmt immer die. Straßenfeger, die Gallo. Ach, Schussverkauf, mega, wir haben kein Geld. Der war gut. Ja, was wollen wir jetzt machen, Leute? Ja, Kopfgeld, das ist das Kopfgeld ficken. Lord hat Kopf, können wir auch, Leute, wo ist der Einkaufswagen? Kein Job da, Digga. Wollen wir mit dem Seil zu dem Shop fliegen? Unterwegs. So, lass uns so hinlaufen, lass uns so hinlaufen, oder? Wollen wir mit dem Seil fliegen? Okay, dann fliegen wir mit dem Seil. Ah, komm, fliegen wir, Alter. Nicht in Ruhe, sagt die, flieg los, die kommen zu uns, Digga, scheiß Kopfgeld, komm. Lauf, 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 Erik, lauf, Junge. Lauf, Bro, lauf, die ziehen schon auf uns. Erik, komm, die ziehen auf uns schon, Bro. Ich hab alles, ich renne. Ich bin erstmal aufs Haus drauf, oder? Erstmal aufs Haus drauf springen und gucken, was der Sache ist. Geh, ich komm mit, scheißegal, no risk, no fun. Hier sterbe ich immer. Ich komm raus, ich könnte nicht raus. Über uns Kiste gekauft, irgendein Dünches. Wo soll ich das Ding schmeißen? Wo? Hier einfach, komm, scheißegal. Einfach hier. Ja, schmeiß. Tu doch mal Platten. Platten hier, Platten, Platten, Platten ohne Ende. Und Selfie kaufen. Ich hab Platten gekauft ohne Ende für euch, die liegen hier. Hier ist Panzerung. Ich hol mir Ghost, scheißegal. Ihr nicht, ihr müsst nicht Ghost holen, wie ihr wollt. Ich bin weg, Alter, leck mich am Arsch, Mann. Komm, fliegen wir weg mit dem Schirm. Ja. Über uns, Soldat. Ja, wir müssen mit dem Schirm fliegen, Leute. Wo ist denn der Schirm, Digga? Ich sehe ihn nicht. Wo ist denn der Schirm hier bei uns? Ach, hier, ich will vorbei ran dreimal. Wir müssen wegfliegen. Fliegt weg irgendwo hin. Fliegen wir hier rauf, oder? Es geht nicht zu fliegen, weil ich fett bin. Da fliegen, ja. Da fliegen wir hier unter uns schon, ja, hier. Wollen wir mal hinfliegen, Leute? Ich weiß nicht, wo wir hinfliegen wollen. Auf dem Berg oben drauf, oder was? Du bist schon da oben, grün. Da unten sind wir, hä? Ja, lieber nach oben gucken, Digga. Bei uns welche ist die Frage der Fragen? Was sind der Beschuss? Die schießen hinter mir. Mal nach oben konzentrieren so ein bisschen, Leute. Hier oben sind Gegner. Cool. Und würden sie sehen? Nein, noch nicht. Jetzt der läuft in dem Stein lang, läuft der. Da können wir gleich lasern, die Loot. Lasern. Da müssen noch welche sein. Links und rechts. Auf. Links, links, links hier. Am Baum. Am Baum. Doppelmarker. Hier von mir. Hinter uns noch mit dem Seil, hinter uns runtergekommen. Ist runtergeflogen, ist kaputt, glaube ich, ist tot. Hast du ihn? Ja, einen habe ich, ja. Drohne? Ich hab Ghost, ihr nicht. Verpiss euch mal, nee, Spaß. Den Waffen, die er braucht, wenn die Gegner oder irgendwas anderes. Ich hab alles, ja. Was? Da unten. Das war's. Guck mal, ja. Sicherheitszone verlegt. Von der Orange-Strabatin. Ich seh da keinen. Wenn hinter uns noch jemand kommt, dann sind wir hier down. Jetzt sind wir eklig in der offenen Stelle drin, Leute. Wohin wollen wir gehen? Ja, die Orange aufpassen, ja, die müssen Orange abfangen. Wir müssen die Orange erstmal ficken, Digga, geht nicht anders. Meine Augen brennen, Digga, ich weiß nicht warum. Der muss unten sein.
Ist das denn ernst, Digga? Was hat denn der für eine Waffe in der Hand? Scheiß wie gesagt, das ist ein Blixen. Da unten war wer, das? Ja. Da unten war der rote Ping gewesen gerade. Warte also mal kurz, wir machen diesen hier. Gas breitet sich aus. Ja, bin entdeckt. Wer wird der ran sein, wa? Ja, das ist durchgezogen, kann auch sein, ja. Oder der kommt jetzt von rechts oben. Lieber hinter uns aufpassen, wir sind komplett offen auf dem Drecksfeld, Leute. Hinter uns werden gleich eh abwehren, weil wir so dumm sind, alle auf das Wasser gucken wie so ein paar Guppies. Ja, ich laufe weiter vor, Alter. Ich hab keinen Bock da drauf. Nee. Okay. Ah, hinter uns ist der nicht mehr, der ist weg. Ja. Nee, der ist weg. Zielpunkt markiert. Nee, nee, nee! Leise bin ich, ja. Das danke. War noch welche, ist nicht der einzige, kein Vibe. Hier bei mir auf dem grünen Marker, meiner. Den nicht, da unten, da unten ist er. Hier unten. Brauche ich da meine Waffe da unten? Drei Teams noch. Gosh. Komisch, ein bisschen komisch, Leute. Links wieder gekauft, zwei, drei Leute sogar gekauft. Die snipen, aufpassen, die snipen da. Drauf, Alex, die snipen. Der soll aufpassen, Digga. Ich hab eine gute Waffe, ich bin ein guter Wichser, ich treffe bloß keinen Schuss, Digga. Was ist mit der NZ los? Wir hatten, Digga, was ist mit der, hä? Wir hatten der, hä? Was ist mit der Waffe bei immer los, Digga? Wir haben nicht mehr getroffen. Der kommt da oben runtergeflogen, der andere Dude. Der darf jetzt nicht die Waffen kriegen. Ich seh den da unten laufen. Ab ein. Hund ist am Coming. Über euch und rechts sehen wir euch aufpassen, Leute. Nicht bis in eine Richtung gucken. Das ist das, was man machen kann. Kann ich runtergehen zu meiner Kiste? Ja, versucht dein Glück, na klar. Marker ist knock, aber ich kann ihn nicht finishen. Rechts aufpassen, Leute. Rechts aufpassen, Guys. 100%ig rechts. Ja, ich gucke rechts. Ich gucke rechts. Ich gucke rechts. Was? Das ist ein rechter Langbuben, oder? Oh, ich nehme linken mit, lieber. Ich komm rauf, kann ich mir. Ich habe jemanden, bitte. Ja, warte mal, ich bin gerade am gucken, rechts außen. Dankeschön. Müssen eh ne gute rechts wieder belebt, rechts wieder belebt. In dem Shop wieder belebt. Ich hab noch Plattenbox, gell? Ich hab 4 erstmal, Bro. Weiße. Ja, aber falls ihr dann braucht, ich sag's noch. Okay, okay, ja, ja. Ich hol mir alarmiert. Die laufen da hinten rum am Haus, ja, die fighten, die werden sogar gefightet. Die letzten Teams fighten sogar miteinander, Leute. Wir müssen eine gute Position beziehen. Wir müssen eine gute Position beziehen, mehr müssen wir nicht machen. Lass das Team sich ausschalten, dann machen wir Team gegen Team. Wir brauchen nur eine gute Posi. Bevor die fertig sind mit Feinden und so abheben. Ja, der ist hier einer links. Der wird angeschossen, der Dude. Der Chillbreak. Hier in dem Haus drin, der Chillbreak ist fast K.O. Die anderen sind alle da vorne, die anderen sind glaube ich alle vor dem Team. Die schießen von rechts auf die anderen. Von rechts schießen die aufpassen. Ich hab keine Muni mehr kaum, ich hab so 70 Schuss zum Nachladen. Kann ergeben. Wenn nicht schlecht. Hier noch 60 Schuss. Wo bist denn du hier? Da unten, okay. Markiert. Wir müssen nach rechts mit achten, auf rechts achten. Dankeschön, ihr Lieben. An der Zipline, an der Zipline. Da unten wieder einer. Ich hab nichts mehr getroffen, Bro, der war schön, Trey. Schön. Also hier ist noch ein ganzes Team. Ist 8 Leute, genau noch ein Team. Ein Team, okay, okay. Aufpassen, Leute. Rechts und links ab, eben schön reden. Wo sind die, Digga? Von rechts. Wo sind die, Bro? Ich glaube auch die von rechts, glaube ich auch, ja. Das sind die, eure Kiste ist auch rechts, Leute. Hier oben drin sind die. Trotzdem rechts aufpassen. Ist nicht möglich, dass der mich sieht, Mann. Vielleicht cheat, aber es leben echt generell nur noch wenig Leute. Auf rechts halt aufpassen mit. Ich war rechts. Oh, haben wir in der Zone? Ich weiß nicht von wo, Alter. Ich kann Plattenkiste schmeißen, wenn ihr wollt. Dann mach erst mal lieber, Digga. Von rechts schon, oder? Ja. Nein, nee, in dem Turm drin, mittlere Etage. Der hat da so eine Wand auf. Feine landen! Hinter uns! Ja, hinter uns! Schild weg da oben, der Loot. Von rechts, glaube ich. Rechts. Schildbreak. Ich guck Purple mit. Guck dir nach rechts, bitte.
krieg rechts nicht mehr, ich bin gleich tot. Ich gucke mit, Digga. Hab ich auch. Tag, wichtig. Nicht übermütig werden trotzdem. Noch einer rechts, noch einer rechts. Geh nicht. Der ist hier. Ich sehe den rechts, ja. Untergesprungen vom Berg, jawoll, Leute. GG, ja, ja, Modi. Nice. Geht doch hier. Hätte er mit einem Paketverlust oder was, Schweine? Was ist denn da los, Junge? Erst rumflennen und einen Sieg machen oder was? 20% sind Paketverlust hier. Ich dachte, ihr zieht echt einen Stecker kurz vorher. Warte mal rein, Leute, let's go. Alter, nice. Ja, ich wollte bloß nochmal spielen, deshalb. Ja, natürlich. Natürlich, der vierte Win heute des Tages, GG, Dude. Ich denke mal noch eine Runde und was ist denn jetzt los? Mein Tiefel hat sich geschlossen. Will mich noch? Bin ich noch live? Ja, jetzt ist es gegangen. Jetzt müsste es gleich wieder angehen. Kein Bild mehr da. Jetzt müsste es gleich wieder angehen. Jetzt bin ich wieder an? Wieder. Okay, nice. Wollen wir mal reinkommen. Ich denke mal, eine Runde wird noch gehen ungefähr maximal. Ich bin gleich offline. Ich will mir ganz kurz aus dem Fenster schreiben, wenn ich mich so freue. Ich bin gleich wieder da. Die Jungs aus der Gegend verstehen, was wir reden. Okay. Dinner, Dinner, Chicken Dinner. Also wenn die Kati mitmachen will, dann würde ich einen Platz frei machen. Gut. Mein Bester, so. Gucken, wer jetzt noch kommt, Leute. Wie gesagt, die heute Vormittag mitgespielt haben, bitte erstmal Abstand halten und die anderen den Vortritt lassen, weil ich glaube, heute Vormittag mit den Leuten haben wir mindestens, zumindest im Late nachher, die letzten eine Stunde, ich glaube, zwei, drei Runden gezockt mindestens. Wenn jetzt jemand anderes dazukommen möchte, gerne. Ich mache auch gerne Platz. Natürlich. Michael, Hugi, Grüße. Ja, wer halt schon mehr als zweimal mitgezockt hat oder so, dann erstmal warten kurz, bis ich dir was sage. Ich weiß ja nicht, Stefan hat glaube ich einmal mitgemacht und Tim Bulla auch. Wenn ich jetzt nicht irre. Hm. Und Beuker, ja. Ich weiß es gar nicht. Doch, ich habe heute Nachmittag schon. Ich habe einmal jetzt. So. Wir sind nicht, wie viele Runden ihr insgesamt gemacht habt, Kati. Wie viele Runden hast du gemacht und wie viel hat Bölker gemacht? Ansonsten kommst du einfach rein, ihr macht ein bisschen hier dieses Ausrufezeichen Roll. Und wer natürlich wenige Zahl hat, die niedrigere Zahl, der geht einfach raus. Du hast nee, ich mache Platz, wenn sie kommt. Na, Kati, wenn du kommst, mach doch Platz, oder gerade gesagt. Maxi, Nabend. Wir müssen doch bald mal starten, Leute, das ist halt das Problem. Da.
So, kommt noch jemand oder nicht? Weil ich würde lange nicht mal starten, Herr Moody's. Ja, Kathi kommt, glaub ich. Hat sie geschrieben. Gleich da. Das ist schon wieder für eine Tarnung, glaube ich. Wir sind gerade im Shop. Das sieht ja übelst ultra aus. Ultra-Bauplan. Was ist das für eine Waffe, Guys? Ist das ein Sturmgewehr oder was? So ein kurzes Sturmgewehr? Was soll das sein? Ist das, hä? Oder ist das die Dings? Ist das die Welgern? Mit einem 64-Schuss-Magazin, 9mm? Ich weiß es gar nicht. MP Golf. Und was ist das andere Ding? Das ist die NZ sogar, die andere. Sieht schon heftig aus, Alter. Ich glaube, da muss ich zuschlagen. Das ist ein MP Golf. Ganz kurz mal kicken, was MP Golf hier ist. Der böse Golf. Wir gucken mal. MP Golf. Das ist die Wellgangsache. Dann na, gucken wir mal im Shop rein hier. Let's go. Soziale Punkte müssen weg. Ja sicher, wir wollen das Geld irgendwann, wisst ihr wie ich meine? Ist halt einfach so. Gehen wir mal auf die NZ-Klasse. Hier, zack. Ein MX drauf. Das stinkt krass schon. Ja, Kati, ich weiß es nicht, ich komme zu nichts von rein, vielleicht mache ich noch eine Runde danach. Wir müssen auf jeden Fall bald starten, das ist das Problem. Ja, ich weiß nicht, mir hat auch der Kollege geschrieben, die Surfer seien da, keine Ahnung. Kann man gleich sehen. So, dann machen wir mal, wir starten mal und gucken, ob es geht, Leute. Ja, die haben kein Extra, Digga, das ist einfach bloß Geldmacherei, Digi. Die haben nicht mehr solche Ultra-Sachen, wenn Ultra da steht, dass die irgendwie reaktiv sind oder irgendwas krasses passiert, ist einfach nur verarscht, aber ich habe ja noch Points gehabt, was soll ich mit den Points sonst machen? Ja, Gusti, du kennst mich doch, na, Mathe. Wenn Bord von 2 rauskommt. Wie bitte? Jedenfalls, na sicherlich, das hat nichts mit dem Game mehr zu tun, denn. Sonja, schönen guten Abend, meine kleine Mausi. Vielen, vielen Dank für deine 32 Sterne. Freue ich mich sehr drüber, Sonja. Vielen, vielen Dank. Wir gucken mal, ob das Spiel jetzt wirklich da irgendwie down ist oder nicht, was jetzt gerade einer gesagt hat. Mario, auch vielen Dank für deine 200 Sterne. Was ist denn jetzt schon mal los? Leute, einen fetten, fetten Schmatz aufs Auge. Hallo, hallo. Was, Joiner, Alex? Was heißt jetzt? Du kommst doch rein, oder was, Kadi? Schreib mal ja oder nein, Kadi. Ich weiß, ob ich abbrechen muss oder nicht. Kommst du rein, Kadi, ja oder nein? Dann breche ich nämlich ab. Hab ich gesehen, Gusti, ja. Ansonsten machst du einfach nichts ohne mit, Kadi. Eine Runde mache ich danach noch extra. Wir gucken mal, jetzt haben wir ein Spiel gefunden gerade. Warte mal kurz. Warte, Kadi, ansonsten machen wir nichts ohne noch eine Runde extra, da du mitmachen kannst, okay? Wir gucken mal ganz kurz, ob wir ein Spiel gefunden haben oder nicht. 3, 2, 1. Und. Guck mal, ob du reinkommst, Kadi. Guck mal, ob du reinkommst. Wir müssen aber jetzt echt starten, weil sonst wird mit der Zeit ein bisschen zu enge. Only vorher mal. Das ist ein krankes Schwein, Digga. Du bist einfach krank, Digi. Patrick, du einzigartiger Herr Manu. Vielen, vielen lieben Dank für solchen krassen Support, Bro. Das ist echt nicht normal. So viel Sterne und Subs, wie du raushaust, Diggerchen. Vom Herzen vielen lieben Dank. Bitte mal Ehren Patrick oder Ehren Herr Manu in den Chat rein, Leute. Let's go. Let's go, Dudes. Digga, das ist unnormal, ehrlich. Das ist wirklich unnormal, Patrick. Vielen, vielen lieben Dank, Bro. Müsste es jetzt langsam kommen, Kadi, irgendwie, wenn es geht? Sind jetzt schon über 5 mit 6 Minuten jetzt in der Dings drin, ne? Wenn es jetzt nicht geht, dann kommt ja nichts ohne rein, Leute. Ich würde schon gerne starten, sonst wird es zu lange dauern alles. Ich starte jetzt einfach, seid mir nicht böse, ich starte einfach, weil das wird mir zu lange dauern. Wir machen extra für die Leute, die jetzt nicht reingekommen sind, die Bock drauf haben, noch eine nächste Runde. Eigentlich wollte ich bis 21 Uhr machen.
Dann machen wir eine Runde danach noch und dann war's das aber auch wirklich, Leute. Okay? Wir versuchen nächstes Mal nochmal reinzujoinen, die Leute, die Bock drauf haben, und dann gucken wir mal, ob das klappt. Ich glaube, das hat nicht viel mit dem Internet zu tun, Kati, sondern eher mit den, mit dem, wie heißt denn das hier, mit dem Chess Game? Ja, klar, Patrick, sind Super Games gerade. Mach noch gerade Sub Games, Bro. Wir machen heute nicht länger, wir machen jetzt immer sonntags, wenn dann Open Lobby, und das nur ein, zwei Mal im Monat, Digi. Warte mal, das ist auch gerade wieder dumm, was ich gerade sage. Weil wenn wir sonntags ja Open Lobby machen würden, nächste Woche oder diese Woche, dann müsste ich ja heute am Mittwoch Stammteam Games machen, das wollten wir ja switchen. Die Stammteam Games am Sonntag mit Mittwoch. Lass mal gucken, wie wir es denn Sonntag machen. Du könntest nichts Runde jetzt noch mitmachen, Patrick, nächste Runde, wenn du Bock hast. Und Christian auch, Christian, wenn ihr möchtet, nächste Runde mit reinjoinen, Christian Digi. Das hat einfach was mit dem Game zu tun, Leute. Wenn ihr FPS-Drops habt oder das Game einfach laggt oder irgendwas anderes, es ist nicht eure Konsole oder PC, einfach nur das Kack-Game. Ja, ihr könnt ja bei speedtest.net euer Speedtest machen, da seht ihr euren Ping, euer Upload- und Download-Rate, und wenn die passt, dann ist nichts mit eurem Internet los, Leute. Aber anscheinend die Server echt dauern, oder? Mal gucken, oder will ich nicht. Abwarten. Hast du einen 80er Ping bei speedtest.net oder hast du einen 80er Ping im Game, Kati? Sind wir jetzt noch ein Game oder nicht? Was ist denn jetzt hier los, Leute? Ja oder nee? Komisch. Ich hoffe. Nicht gut aus. Ne. Warte mal, jetzt finden wir mal, weiß auch mit 66 Leuten, oder? Mal abwarten. Jetzt wird's. Was ist das für ein Sound im Hintergrund gerade? Sorry. Das ist gut, Bro. 88 Leute. Gucken wir mal. Das glaube ich zu wenig sind. 93, 97, come on, dudes. Einfach nur Geduld haben. Na, wenn Markus, grüß dich. Leider, tut mir leid, Markus, die hier. Ich habe leider Gottes ein bisschen Familie und Frauchen und dies, das. Kevin, Navind. Warten auf Einsatz. Zeit, sich bereit zu nichts mehr da. Oh, Rotze. Ja, Umzug ist scheiße, Dani. Ich will es, Digi, Alter.
viel mit Stress verbunden. So, dann zeige ich mal her, ich fange an zu schwitzen wie ein Schwein. Ich meine, ich kann den auch mal, ist das jetzt viel lauter, Leute? Einmal kurz. Lauter Mikrofon, Leute, ja, ja. Kleine schon, oder? Hm? Ihr hört, das, ihr hört den Ventilator wahrscheinlich jetzt viel lauter, oder, den Ventilator? Jetzt gerade geht's. Beim Ventilator. Warte mal, ich mach mal ein bisschen die Aufnahmegrenze höher. Jetzt besser, oder geht's? Nee, ist gut. Okay. Und dann, wenn wir Hometown fliegen oder was, oder woanders hin, sagt ihr, komm, markiert ihr, Leute, los. Achso, das schafft man nicht, Hometown. Nee, dann fliegen wir... Fliegen wir Arsenal runter oder was, Leute, oder Docks? Wollen wir Docks fliegen, Kopfgeld? Kopfgeld-Auftrag. Ja, ist gut. Hier können wir runter. Okay, okay, okay. Na, wenn Marco ist. Stefan, servus, mein Lieber. Tja, Digga, ich weiß nicht, ich glaube, da kommen übelst viele mit. Jo, da fliegen übelst viele. Warte mal, neben mir kann ich versuchen zu lasern gleich den Dude. Ja, wenn mich zurücklasern, trifft er mich nicht so gut. Unten, der ist low auf jeden Fall, der unten fliegt. Komm, ein Team kommt mit. Und lass uns auch rechts wegfliegen, wenn die früher unten sind. Lass uns rechts wegdrehen, Leute. Hier irgendwie in das Haus oder so. Ein bisschen weiter daneben. Da fliegt einer über mir noch. Der kommt auch mit zu uns, glaube ich, Leute. Feinde landen im Einsatzgebiet. Hier ist nichts bei mir. Ich habe keine, nix, gar nichts. Scheiß Pumpgun, Dudes. Digga, hier ist nix, Digga, hier ist eine Pistole, Bro, hier ist nur eine Pistole. Vor uns schon, glaube ich. Feindliche Drohne auch noch, Digga, das war's komplett. Ah, besser als gar nichts, die Waffe hier. Scheiß Blixen nehme ich mit. Nochmal eine Blixen hier, oder wie die heißt. Was bist du, Alter, Stefan? Willst du mich ficken, Junge, mein Herz, Alter, Junge? Bist du wahnsinnig oder was, Junge, Alter? Ey, ohne Kack. Ich hab fast gestorben, Leute. Wir sind keine guten Waffen, Leute. Ich habe einfach keine Waffe. Ich habe eine Drohne. Ja. Erik, du leckst gerade über rum. Danke für die Totenschilder, die ist echt gut. Ja, du Lappen. Ist nicht. Okay, Stefan, nehm ich. Nehm ich, Janne. Wir können einkaufen, ja, aber wo? Mit der Zipline zu welchem Shop? Ja, der andere brauchen wir nicht fliegen, da sind auch viele Leute. Da sind auch ein ganzes Team ist da. Wollen wir hier versuchen hinzufliegen mit der Zipline? Vorratstation. Ja. Lass es probieren, Leute, komm. Ich hab mir den gehört. Oh, stopp. Ich hab eine Kiste gefunden. Eine Ausrüstungskiste. Das Gas nähert sich dir. Echt? Jetzt das ist eine Ausrüstungskiste gefunden. Die kann man schon lange finden. Ja, seitdem die Season draußen ist. Ich hab vorletzte Runde auch eine gefunden. Ihr habt. Die kommen jetzt eh zu uns, die müssen aufpassen. Die kommen 100% eh zu uns jetzt. Was ist denn das für ein Prügel? Die war aus wie ein Dildo, Alter, das Ding, Alter. Die kommen zu uns, wir müssen aufpassen, die kommen zu uns. Wollen wir hochfliegen und zu denen fliegen oder was wollen wir mit Drohne kaufen? Wir haben keinen Job hier, Alter. Was wollen wir machen? Mit dem Seil fliegen oder nicht? Ja. Ja, lass mit dem Seil fliegen, komm. Die fighten eh da hinten noch, die fighten noch, wir können Glück haben. Komm, hier holen wir weg, oder? Ja, ich hoffe. Rechts, Volker, rechts von hier, Woli, rechts. Der lag gehärtet noch oder was, Leute? Wollt ihr mich rollen? Ja. Das hole ich mir noch, Alter. Hab ich mitgekriegt. Das laggt beim Extrem an 80 FPS, Alter. Sieht er da nichts oder was? Doch, da im Hangar sind welche. Wo? Na, hier mal. Okay, okay. Fliegt jetzt hier gerade raus, was ist denn das für ein Bullshit? Sind die da, die Dudes, Alter? Da unten drin. Sichtkontakt. Unter uns oder was genau? Ja. Hier. Da läuft einer hier, neben dem Ding. Hab ich K.O. Leute, ich mach ein Prezi drauf. Bevor die Mama von den Typen kommt, der wiederbelebt. Ah, sorry. Prezi drauf gemacht. Sorry, Leute. Da hinten Schildberg, Leute, in den Berg Schildberg, der Dude hier. Lila Marker. Lila Marker, der hinter dem Berg. Der kommt ja nicht mehr weg, Lila Marker. Außer der nicht kriegt einen Sniper in die Fresse. Gesundheit am Moody. Immer noch hinterm Berg. Da kommt noch einer geflogen. Der ist Schildberg, der andere Dude.
Gleich, glaube ich, nur drei. Die schießen auf mich, ich sehe nicht mehr von wo, die können den Berg irgendwo. Der andere läuft auch da hinten, der andere läuft auch weg. Die laufen alle beide weg, die laufen alle beim Berg hoch. Kommt Leute, ich sehe nichts, ich habe keine Muni mehr gleich, die laufen den Berg da hoch da. Nehme neue Position ein. Ich sehe die nicht. Der andere da auch, der andere Dude. Der andere läuft auch da hoch. Schild weg, der eine da oben. Achtung, von meiner Richtung, Alex, meine Richtung schießt. Okay. Ich habe keine Muni mehr, das war blöd von mir, ich habe keine Muni mehr, Leute. Was? Bei mir ist er noch. Ich hab keine Muni mehr, Leute, ich muss zu euch irgendwie kommen. Mann, wie kommt denn der daher jetzt, Alter? Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Oh, Snipes. Wo genau sind denn die? Hier oben am Berg sind die. Das ist mein Ziel. Da. Das da! Schoss auf mich! Jetzt vorne kommt auch schon, Digga, abfuck, Digga, nicht wieder Sandwich wie Wichser, oder? Ja, vor allem, weil die werden uns von Orange aus abeben, ne? Leiter, bitte! Die warten da oben. Zone kommt da raus. Teammitglied kehrt ins Einsatzgebiet zurück. Sind die bei mir, Baker? Danke. Wie? Sind die bei mir oder wo sind die? Nee. Da im Turm um auf Blau. Hier, in Bewegung! Kann ich mir die Waffen holen hier? Ich weiß es nicht, Buddy. Ich bin nicht gestorben. Der ist hier oben. Greife Ziel, ja, die aimen es ab. Ja. Greife Ziel an, du gehörst mir. Alex hier? An den Dingern hier? Dann hat er oben drauf geworfen. Hä? Hey? Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlassen. Unten rennt einer, unter euch rennen die. Hier? Ja, noch einer da bei die Volker. Oder? Mann, schau's hier an, Alter, die Lappen, Alter. Liegt Loot? Ausrüstung markiert. Bei mir Steps, oder? Das bin ich. Bruno kommt halt, ne? Wie ist denn mit dem Team? Nee. Der ist K.O. Kann ich einen holen, bevor das so ist? Nein, ich komme, Volker, ich komme. Hier bewegt sich was! Oh, und? Alles gut, halt durch! Kommst du mir? Bei mir sind zwei jetzt. Oh, ne? Hier kommt zu uns, Boyki. Mein K.O. Schulterschild an. Einer weg. Ja, wir sind nicht. Lach im Weg, sorry. Bleib weg. Sauber, Stefan, wichtig. Dein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt und kämpft, um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Oben drauf. Drei oben drauf, glaube ich. Ja, drei, Dicker. Andere ist sieben, was? Ja. Ah, ja. Ja, was willst du denn machen, Alter? Jawohl. Sehr nett. Da war Team Vibe. Noch ein Team gleich vor uns kommen, was wir sehen. Ich habe keine AR-Muni mehr, nix. Ich hab. Danke, Bro. LKW ihm, ja nein. Direkt vor uns. LKW. Pass auf, der wird. Der war Party. Dein Teammitglied hat versagt. Spar deine Muni, Bro. Scheiß auf den. Der ist ausgestiegen. Was? Werde
das war's. Digga, ich sehe nichts, er sieht mich. Schweinchen vor mir irgendwo. Ah. Digga, was ist mit dir los? Fliegt der alleine oder was? Naja, da. Er spielt die Dings, das spielt Scheide im Bordelüb oder was? Überlebe, dann darfst du wieder in den Einsatz. Das sind Moritz und Daniel, es geht nach viel Erfolg, letzten zwei Runden euch allen. Vielen lieben Dank, Moritz und Daniel, für eure Sterne, Alter. Ey, Leute, vom Herzen, Alter, 1000 Sterne von euch beiden. Freue ich mich sehr darüber, Hamudis. Vielen, vielen Dank. Sorry, dass ich zu spät mitbekommen habe. War intens wieder, Hamudis. Möge das Chaos beginnen. Aufgepasst, Soldat, du bist dran. Schwierig, Herr Moody's. Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front. Doch wenn du verlierst, war's dann. Kämpfe dich hier raus und... Ist mir geprägt. Hast du gut auch geschafft, Balker, oder was? Nee, ich hab wieder einen Stiegstuhl. Ach so. Ja, wohin wollen wir? Haben wir irgendwie eine Lupe oder irgendeinen Scheißdreck, Digi? Hier wäre eine Lupe und außen die Lupe oder hier eine Lupe. Plünderungsauftrag tja. Realisiert. Wir warten erstmal kurz oder was? 35 Sekunden, ich weiß auch nicht, Digi. Sie hätten genug zu rennen. Okay, dann komme ich zu dir runter, Digga. Was ist? Ist gut. Achso, du kannst alleine einkaufen oder was? Nee. Doch, kannst ja, du. Wir können den anderen, Erik kann direkt nächsten holen, Erik. Ja, echt? Ja, komm runter. Dann machen wir jetzt erstmal bei euch da den Treffpunkt aus oder was? Weil ich weiß ja auch nicht. Ich habe Bargeld gefunden. Ich habe eine Schussweste gefunden. Danke. 1000 haben wir. Ich gehe runter zum Loot, sonst, so. Kurz im Loot? Wo ist denn der Loot? Achso, Lupe meinst du, okay. Schattenkiste haben wir hier oben, das ist sexy, ja. Alter. Da, da, kommt deine, kommt deine. Knock. Wird dann ein ganzes Team wird wieder kommen. Position wird markiert. Platziere Claymore. Gibt es nicht. Mann, Alter, bei mir ist wieder einer. Mann, Alter, das gibt es ja nicht, oder? Ich gamme wieder alles ab da. Da, Alter. Wie läuft bei euch? Ja, ja, die sind da. Hier deine Steine, wir sind die. Das Gas kommt. Können ihn wieder, ich kann wieder kaufen, Alter, wollte ich gerade sagen, Alter, ja. Genau, oben ist. Okay, wir sind drin. Aufpassen, ob sich was rührt. Loop ist nicht safe. Ich hab noch eine Plattenkiste, Leute, ja? Ausrüstung. Super, bin ich gerade gestorben. Die Plattenkiste mit, danke, ciao. Plattenkiste, Amudi, kann er mitnehmen, ja, Rotster. Ich hab Dominik ist dabei. Ich war einfach hier chillen und warten normalerweise da oben und dann ist die Kiste kommt, ich weiß nicht, wo wir hin wollen, am Moody. Meinten hier? Da oben abgeschlossen worden. Markiere okay. Koordinaten. Wo hier bin ich auch? Der Gegner bei uns, hier. Hab ein Ziel markiert. Ja, aber mit die Waffen, ich hab die Pistolen. Ich hab einen. Einer. Ja, gönnt euch ruhig. Habt ihr keine eigenen Waffen? Habt ihr Spaß, die oder was? Nein, hat er nicht. Eine Uni gefunden und ein Wiedereinstiegstoken. Hier ist mehr was wollen wir machen, Leute? Wir brauchen nicht mehr viel Kohle. Eine verrohte Kiste. Irgendwohin müssen wir. Tja, was soll man ja, da machen? Das lautet... Nach der Zone, glaube ich, jetzt, wenn ich nicht irre. Hier so eine Kiste. Gasmasken, PPSH hier drinnen noch. Habe hier eine Ritzen zweimal. Nochmal einen Bunker reingucken. Wollen diese Mine hier reinschauen. Ich würde am liebsten die Plünderung fertig machen, aber ich weiß, da unten gammelt sich ja wieder wer. Das geht ja immer die Nullte von der Reihe, also es wird sich nicht lohnen, glaube ich.
lokalisiert. Ja, geht nochmal weit weg. Feind! Der hat mir gerade geschrieben, dass unser Pferd aus dem Stall gerade abgehauen ist. So eine Scheiße. Du, die sind zu zweit da. Wo seid ihr? Bei uns Lila oder wo? Verwisch deine Spuren. Ein feindliches Team macht Jagd auf dich. Wir stehen so offen rum, Leute. Wir stehen auf diesen paar Deppen auf der scheiß Open Field Map, Alter. Die sind da, die laufen hier hoch, hier. Da läuft der hoch, lila Marker, der kommt zu euch gepusht. Schon gut. Genau da. Naja, kommt hier nicht. What? Lass mich gleich hochnehmen, geht gut. Hallo? Und hallo? Nee, bitte Mann, wir haben so viel Zeit gehabt, Mann. Wir sind hier oben. Lass mit dem Seil abfahren, Leute, oder? Lass mit dem Seil abfahren, oder nicht, Leute? Ja, das schaffen wir jetzt gar nicht mehr, glaube ich. Schaffen wir jetzt nicht mehr, Digga. Ich hab den gute Hits gegeben, da oben den Dude, der hat gute Hits gekriegt, aber. Warte mal, hier sind noch zwei Kisten, wir kriegen mal Kohle zusammen. Wir haben Geld zusammen für Lodi. No. Und eine Plattenkiste, drop ich. Kundenstelle bleibt liegen. Was hab ich jetzt gemacht? Ach komm, Mann, hier Munikiste. Gib Geld raus, gib Geld raus. Hier, mein Geld. Die laufen, die überlaufen uns. Ich hab nicht genug Geld. Hier, die überlaufen uns, die laufen zum Pico, laufen die. Ich sehe die nicht mehr. Ich droppe die Kiste hier hinter. Über uns fliegt einer, der fliegt hier. Warte mal kurz. Alter, will jeder sterben, Digga. Feuer. Wir sind hier links oben, irgendwas gleich ab oder wo? Mal abhauen, fliegen mit dem Seil her, ja. Leute, redet ein bisschen mit mir. Ich weiß nicht, was wir machen, Herr Moody's. Ja, ich weiß nicht, wo die sind. Keine Ahnung. Ja, dann lass uns abhauen, Digga. Die waren überall bei Peak oben drauf. Ja. Wir haben wiederbelebt vor uns am Einkaufswagen, genau unter uns wiederbelebt. Einmal nur. Da kommt gerade runter, der Dude. Irgendwie hier hin, irgendwie auf die zwei Häuser drauf fliegen, das Haus irgendwie. Vom Peak aus, ja. Alter, wir kriegen die Häuser irgendwie. Kann sein, dass dein Team ist schon. Ich weiß es nicht. Probieren es einfach. Oben ist immer keiner drin, ne? Da sind Gegner oben, Lila Marker. Nehme neue Position ein. Kontakt! Immer die Tür zu machen, Leute. Immer die Tür zu machen, ruft ihr das vielleicht auf, Junge. Ich schlachte dir da ins Nacken, ja. Weil die ins Nacken haben, wo die alle Stubber auf. Wir werden von links gleich den Berg hochkommen, glaube ich, wa? Da oben. Kommt noch einer da oben. Hat einer von euch die Munikiste mitgenommen? Ja, ich hab nur eine Kiste dabei. Sauber. Dann droppe ich die. Wir haben hier uns auch wieder belebt hinter uns, Problem Marker. Nicht droppen, ich hab nur gefallen, wenn er dabei hat, Leute. Brauchst du selber Munition? Ich hab jetzt Granaten voll, warte mal, dann hier eine hin. Guck mal, was passiert. Runter eine Granate schmeißen. Ne, erstmal nix. Wir müssen wieder hoch, das ist eine Scheiße. Feindliche Drohne ist aktiv. Ah, hier Drohne aktiv. Hier unten kommt was hoch, Im Fluss drinnen. Nehme neue Position ein. Auf hinter uns, glaube ich, auch. Aufpassen, Stefan, aufpassen. Jetzt die uns jetzt überlaufen, die Dudes, Alter. Wir sind hier erstmal noch drin in dem Haus, aber. Die sind schon da. Bin nicht. Feindliche Drohne ist aktiv! Die kommen jetzt alle von allen Seiten, das wird richtig schwierig, Guys. Eigentlich müssen wir am besten rausgehen. Am besten hier rauf. Ja, da sind die anderen ja gewesen, wollen wir es probieren? Ich weiß es nicht, Leute. Ja, die anderen sind rechts rüber, die anderen sind hier rüber. Vorrücken zu meinem Wegpunkt. Und dann los. Aber hell geworden, bis wir eigentlich behalten. Hier unten. Hab ich.
Dann hat er vor mir geschmissen zum Shop. Ja, das sind's. Wenn hier so ein Team kommt, dann war's das, Leute. Feindliche Drohne ist aktiv. Und ist noch einer, den habe ich auch. Ist low. Markiere Sturmgewehr. Nicht mehr wichtig. Ich muss keine Platten mehr. Ja, wir müssen zum Shop kaufen. Nee, nee, die sind beim Shop, Digga. Oh, ich hab Platten, sorry. Ich hab eine Plattenkiste überhaupt. Komm, ich weiß. Hinter uns aufpassen, so wichtig, Leute, hinter uns. Unter uns, glaube ich, Leute. Hä? Hier unten kommt was hoch. Hab ich. Raus. Wichtig. Links oben auch aufpassen, ja, links oben aufpassen. Sauber. Wichtig, Bolki. Herr Brezi kaufen sonst. Ja, Drohne, Drohne, Drohne. Da, da, da. Drohne, ja. Herr, vorne ist noch einer. Du verlierst an Boden. Bewegung. Hinter uns, nicht mal in eine Richtung gucken, Leute. Hinter uns fallen die nämlich auch noch rum. Alle in die Sicherheitszone. Da vorne ist auch noch einer. Mal aufpassen. Zwei ist von der Kiste kommen jetzt eben noch welche. Nee, 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 nee. Das ist der letzte, der letzte. Das war Shieldbreak. Wo war der außen oder wo? Nee, links. Hier hinten. Bei der Ruine. Wollen wir die pushen, Leute? Nee, und Wolki holen? Jetzt, ja. Nee, die Zone drückt den hinten, ja. Ja, los, komm. Habt ihr nicht gezogen? Ich geh. Hier, Wolki, holen. Bleibt ihr hinten. Guckt nach hinten, guckt nach hinten, guckt nach hinten, Leute. Bitte nicht alle in eine Richtung. Wir werden von rechts kommen, wo die Kiste liegt. Wir werden von oben kommen. Wir werden von oben kommen, rechts oben. Gut in der Zone eigentlich. Läuft Leute noch. Unten sind die, hier unten rennen die rum, Koppelmarker. Ja. LKO. Und dem Ding ist K.O. im Zelt drinne. Auch noch ein K.O. Ja, richtig. Raus, einer. Nach links gucken, nicht nur in eine Richtung. Links runter gucken, bitte links runter gucken, Leute. Ja, links gucke ich wieder. Hier unten kommt einer links tatsächlich sogar. Der ist da vorne. Hier unten auch, hier vorne schon, close bei uns. Geh nicht. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf, Volker. Aufpassen. Er ist in der Zone eigentlich. Ich aim den. Vor uns Gegner, ja. Purple Marker am Stein. Das Gas nähert sich dir. Also wir müssen move jetzt. Am Zelt, ich mach mit Volker das Zelt. Ja. Ich brauche eine Platte bitte, von irgendwen. Ich hab eine, Bro. Danke. Wo sind die, Bro? Sind die am Zelt oder wo? Ja, im Zelt. Die sind genau da vorne. Hier vorne sind auch welche. Vorrücken zu meinem Marker. Ich hab ein Handy bekommen. Bin halt übel offen, bin ich gerade, Alter. Bin übel offen, ich muss Zelt rum, Leute. Weg, hinten weg. Okay, ich bin ganz gut. Willst du mich umbringen? Geh mal hier runter, ich weiß nicht. Ja, ich, ja, wir müssen mal irgendwie. Ich hab hier einen Schildbeck in dem Stein, ein K.O. in dem Stein, dieser Poppelmarker K.O. Poppelmarker K.O. Noch einer da, Poppelmarker. Seh nicht, wo der hingejumpt ist, Digga. Sehe ich nicht mehr. Wir leben den wieder in dem Stein. Noch einen geholt hier aus, einen einzelnen. Geht.
Direkt vor mir sind zwei. Ja, kannst du ziehen. Kleinkaliber hier. Vier Leute noch. Ruhe. Da ist er wieder. Ja, kann ich nichts machen. They're behind me. Ich bin gestunt. Noch Hilfe bei mir. Einer noch, ja, einer noch. Hier bei mir, hier bei mir, hier bei mir. Da sind sie also. Keine Platten mehr. Der ist los. Oh fuck, ich bin runtergefallen. Jo. What? Jawohl, nice, nice. Alex. Stark, ganz stark. Ja, von euch stark, Leute. Von euch stark. Mega Teamplay, Leute. Schön viel geredet. Wichtig, Mann. Nice. Leute. Ich schaffe nicht mehr, keine Platten drinne, keine Gasmaske. Aber zum Glück noch gereicht. Ich habe den gut getroffen. Ja, eigentlich. Zum Glück auch. GG, Dudes. So, gehen wir mal raus. Gute Leistung, Herr Moody's. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen mehr mit reinkommen, Leute, weil ich schon relativ spät dran bin. Vielen, vielen Dank fürs Mitfiebern, Moritz, mein Guter. Auch vielen Dank für deine Sterne. Nuki Putzi, ich hab vielen, vielen Dank, Rudi. Vielen Dank fürs Spielen. Ich hab bedankt, Jungs. Ihr merkt selber, Dicker, wie gut und wie besser der Zusammenhalt wird und das Supporter Games, Alter. Ich weiß nicht, wer von Anfang an damals dabei war und die Supporter Games, wer das mitbekommen hat, Dicker, was ist das für eine Katastrophe damals, wenn wir dann waren. Und jetzt ist absolut krank. Man sieht richtig, wie viel ihr dazulernt und wie viel ihr euch verbessert im Gulag und überall. Richtig, richtig gut, Leute. Wirklich richtig, richtig stark. Mario, mein Lieber, vielen Dank. Spaß, ja. Macht richtig Spaß, ehrlich, Leute. Ohne Kacke, macht richtig Spaß. Einmal ich so gedacht, okay, Supporter Games, mal gucken, was jetzt wieder kommt. Der eine rennt links, der andere rennt rechts. Da habe ich auch keinen Bock drauf, aber jetzt mittlerweile macht es mir richtig, richtig Bock. Ehrlich, bin ich ehrlich mit euch. Mario und Moritz, vielen Dank für eure Sterne. Ich bin dann raus. Okay. Schönen Abend euch noch. Ja, auch, Erik, mein Lieber. Ciao. Ciao. Natürlich, ich starte jetzt die letzte Runde, danach bin ich da. So, müsst euch ein bisschen bei einem reinkommen, wenn ihr Bock habt, Leute. Ich würde mich freuen, aber wir müssen ein bisschen Jalla machen, wenn ich starte. Ich würde eigentlich um 9 Uhr aufhören. Ich habe immer so wenig Zeit am Abend mit meiner Familie. Let's go, let's go, let's go. Marcel, mir geht's ganz okay. Wie geht's dir, Bro? Ah, Alter Verwalter. War schon echt gerade absolutes Game, Alter. Was für eine Anspannung, Mann. Aber richtig heavy, Alter. Ohne Kack hat richtig Bock gemacht. Kann ich nicht beitreten? War das jetzt eine Frage, Haldi? Ich weiß nicht, ich kann versuchen einzuladen, ich dich irgendwo sehe in den Gruppen. Sehe ich dich hier irgendwo? Ja, nein, Kati hier einladen. Schön, dass es dir gut geht, Marcel, mein Lieber. Freue ich mich sehr. Basti ist am Start. Hello, hello. Ich klicke, hello, geh hello. Gleich raus, wenn jemand reinkommt. Alles klar, Beugi. Kati eingeladen, ob sie reinkommt oder nicht. So, ich weiß nicht, Kati, kommst du rein? Ja, nein, geht's nicht. Was steht da bei dir? Headset nicht möglich? Natürlich. Basti ist da gerade reingekommen, Leute. Basti ist da gerade reingekommen, Leute. Habt ihr gerade gesehen? Ja, sicher. Also Beitritt ist möglich, Leute. Ist ja denn, ihr seid zu hässlich. Nee, Spaß, natürlich nicht. Ich weiß nicht, was das liegt, Leute. Keine Ahnung, gleich nicht. Ich kann das wieder anbieten, dass ich morgen eventuell wieder nochmal, wir sehen nicht, eine Stunde oder so Subgames mache, für die, die jetzt gerade nicht reingekommen sind, wenn ihr morgen Vormittag Zeit habt. Ansonsten muss ich jetzt langsam echt starten, Harmonies, weil es ist schon echt, die Zeit ist knapper. Warte jetzt noch kurz eine, zwei Minuten, dann schau ich das Ding. Heute wegen Paypal-Fehler meine Supporterschaft verloren. Alles gut, Christian, die gehe ich hin. Alles easy, mach dir keinen Stress, du brauchst nicht irgendwie
erklären und rechtfertigen, wenn du wieder Bock drauf hast und das wieder hinhaut. Einfach freue ich mich natürlich sehr doll drüber, aber ansonsten macht er keinen Kopf, Digi. Ich behandle doch keinen anders, ich freue mich drauf. Steht da, deine Party ist geschlossen. Ist aber nicht geschlossen, Digi. Wissen nicht. Dann kann ich es nur morgen vormittag nochmal anbieten, Leute, weil ich muss jetzt hier starten. Also ist. Tut mir leid. Alles gut, Christian, Digichen. Alles gut. Kein Stress machen, Digga. Ich freue mich schon, dass ihr zuschaut. Das ist für mich der beste Support. Und liken und teilen natürlich. Das sind die wichtigsten Sachen überhaupt, Leute. Zuschauen, liken und teilen. Wenn ihr natürlich Bock drauf habt, supportet über Subs oder auch über Sterne, ist natürlich mega geil. Freue ich mich sehr drüber. Ist natürlich auch mein Lebensunterhalt. Aber ich bin froh, dass ich meine Rechnung zahlen kann irgendwie, meine Familie ernähren kann. Der Rest ist mir eigentlich Wayne. So, wir starten jetzt rein. Let's go. Wir haben lange gewartet. Wie heißt Kotti? Habe ich schon eingeladen, zweimal. Ich kann dich nicht noch länger warten. Ich wollte eigentlich wieder um 9 Feierabend machen. Aber ich dachte, wir machen noch eine Runde, weil ich dachte, okay, es wird irgendwie so 10 nach, 8 nach, dass wir das Ding beenden. Aber jetzt schon mal 20 nach. Ich kann es euch nicht sagen, warum das so ist. Es tut mir wirklich leid, ihr Lieben. Es tut mir wirklich leid. Ich kann es euch nicht sagen, warum das so ist. War ja letzte Runde bei euch schon so. Hat nicht damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie nicht warten möchte, weil ich nicht will, sondern einfach, ich muss echt ein bisschen Jalla machen, Leute. Ich bin eigentlich fast zu spät, jetzt überhaupt die Runde nochmal zu starten. Schön zu hören, Moritz, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, Brudi, Alter. Turbo DJ, Brudi. Ab vielen lieben Dank, Schnuckelhase. Ab vielen, vielen Dank, Schnuckiputz. Wie gesagt, wäre es jetzt irgendwie Nachmittag, 13 Uhr, hätte ich gewartet von mir aus 10, 20 Minuten, wenn mir kackegal, aber jetzt am Abend möchte ich schon gerne das Ding irgendwie starten. Kann nur anbieten, dass wir morgen Vormittag eventuell nochmal Subgames machen, obwohl Kati zumindest heute Vormittag schon mal 2-3 Runden mitgespielt hat. Und aber für Christian halt, das tut mir dann doch schon wieder leid. Aber das andere würden froh sein, wenn sie 2-3 Runden mitspielen können. Die schaffen es nur eine oder Runde oder gar nicht. Deswegen ist nicht böse gemeint, Kati, um Gottes Willen. Aber mir geht es halt darum, dass wirklich jeder mal ein bisschen mitspielt und jeder mal dazu kommt. Ich bin auch der ganz kurz aufs Klo, bis gleich. Nicht wundern, Games haben das aus. Ich höre mal ein bisschen Michael Jackson bietet da jetzt für mich einfacher.
denn jetzt hier los? Viel zu ruhig hier, Alter. Nach der Kinderwart, jetzt finden wir was oder wieder, wo ich da bin. Das kann doch hier kein Zufall sein. Geht das hier was los oder geht hier nichts mehr los? Geht nichts überhaupt ab. Marcel und Patrick, vielen Dank für eure 100 Sterne, ihr süßen Mäuse. Streamer, Teacher, Dankeschön fürs Kompliment, mein Guter. Amutis Brudis, vielen lieben Dank für eure Sterne, Alter. Freue ich mich richtig drüber. Vielen Dank für euren Support, Florian. Schönen guten Abend. Maxi, grüß dich mal lieber. So, geht das jetzt hier noch los oder geht das hier nichts mehr? Haben wir Glück gehabt, dass wir eine Runde gefunden haben? Ist das jetzt hier wirklich Server am Abfacken? Müsste es so ein paar Minispiele geben, hier so ein bisschen Daten oder irgendwas zwischendurch, Alter. Ist ja nicht, was hier los ist. Sollen wir neu suchen? Was meint ihr? Sollen wir nochmal neu suchen, ja oder nein? Okay, danke. Jetzt, passiert jetzt was? Nö. Ja. Das rote Feuer stoppe ich auch, Marcel. Extrem sogar. Na, Ben, Dani, mein Lieber, Christian, nicht. Hab vielen Dank für deine Sterne-Schokolase. Ich starte nochmal neu kurz, vielleicht findet man denn was oder weiß ich auch nicht. Ansonsten war's halt halt. Aha. Ah, letzte Runde, Hamudis. Letzte Runde für den Abend. Das reicht echt, in echt, Hamudis. Let's go. Alter, 5 Wins heute ist doch ordentlich. Das ist doch ordentlich, meiner. Danke, Karl, fürs Verständnis, mein Kleiner. Danke, danke. Ja, was kommt denn überhaupt diese farbige Muni vom Magazin, vom Schaft, vom Lauf? Ich glaube vom Lauf, oder? Ich glaube vom Lauf kommt der Scheiß. Da ist doch gut. Ist doch gut. Wollte ich einfach mal ein bisschen die Muni testen. Diese rote Drecksmuni hier. Also wo geht das für die Fangen? Immer für die Nahkampfwaffe, Digga. Da sieht man schon kaum noch was. Sieht hier aber sexy aus hier, ja. Mehr kann die auch nicht, außer ein bisschen aussehen. Wann zieht die Waffe auf so nach oben, Alter? Die Welgern ist mir komplett neu. Was hab ich denn für einen scheiß Lauflauf, sag ich mal, ja? Was sagt der Lauf, den man spielt, oder nicht? Ja, was ist der Lauf, den man spielt? Ne, den spielt man eigentlich nicht. Das hab ich doch ja drauf. Warum verzieht die denn so? Und dann scheint die Bergern auch ein bisschen genervt damals, weil normal war der Recoil nie so. Guck mal hier, wie der Recoil geht. Von da nach da, wenn ich dagegen halte, dann geht's, aber ich bin heavy, Alter. Das Training ist vorbei. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Patches, Julian, noch einen Win bitte. Ey, grüß dich, mein Lieber, und vielen Dank für den 100 Sterne, Brudi. Freue ich mich sehr, danke für deinen Support, Bro. Noch ein Win wird schwierig, aber wir geben natürlich unser Bestes, Junge. Wir geben unser Bestes. So, sag ich mal her, was wird denn hin? Mal Homie ab oder woanders hin? Markier dir bitte, ich mag hier diesmal nicht hier. Ihr könnt den Shit markieren, Manos. Sind wir Paketverlust, das sind wieder abpack wie Sau. Wir haben letzte Runde mit Paketverlust auch hier gewonnen. Ich hab keinen Bock jetzt nochmal neu zu suchen, Alter. Wollt ihr nicht markieren oder? Ich hab mich mal raus. Also ich markiere. Mal hier hin. Okay, let's go. Ja, ich hab Paketverlust wie Sau, aber ich kann sein. Den Bock jetzt nochmal neu zu starten, Alter, die Runde. Das ist bei mir sicherlich. Ich vergessen, das ist mein Haus, gell? Dein Haus, du träumst wohl ein bisschen, mein Guter, Alter. Stell dich hinten an, Junge. Du kannst den Keller runter hier, dann kannst du ein bisschen ausbuddeln, deine Hütte da unten. CEO ist meins, da fliegen schon welche mit, genau vor mir, Amudis. Ziel, gleich da. Ja, guckt er mich an, fliegt das woanders lang oder was? Sind auf jeden Fall 3-4 Leute, die mit uns mitfliegen, alle hintereinander. Ziel, gleich da. Der ist Shieldbreak, der rechts. Wenn die alle auf mich aimen, bin ich tot, Leute. Die liegen genau auf meiner Höhe, genau neben mir, Meter. Die fliegen jetzt ein bisschen weiter runter, die fliegen zu dir, Blau. Stefan, die fliegen zu dir, der will ich haben, Stefan. Man versucht, die ein bisschen zu ärgern.
Ich habe einen Schuss getroffen, damit ärgert die wahrscheinlich nicht. Die fliegen bei uns mit alle aufs Dach drauf, die fliegen bei uns mit, Leute. Eli kommt auch. Alles klar, Digga. Wir haben hier einen Schuss, Leute. Nie auf dem Dach. Oh, der Heli kommt auch gerade genau aufs Dach geflogen. Das wird creepy, Leute. Ihr seid gar nicht oben. Ne, ihr seid gar nicht oben. Einer ist auf dem Dach oben. Wir müssen woanders hin. Ihr seid gar nicht oben. Der Heli ist auch da. Ich gehe woanders hin, Leute. Ich gehe woanders hin. Es war keiner oben gerade. Es war keiner oben auf dem Dach. Ich bin euch. Deswegen bin ich jetzt woanders hingeflogen. Was für eine Missgeburt, Alter. Nein, er ist hochgelaufen. Eine Knock. Aber, Buddy? Nee, ich hab mich selbst gekillt. Du hast dich selbst gekillt? Ja, also, ja, ich hab genockt. Teammitglied kehrt ins Einsatzgebiet zurück. Und halt. Danke. Das ist von unten, glaube ich. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Hier ist der, kommen wir nochmal jetzt wirklich runter, Leute. Vordach kommen welche hoch. Vordach kommen welche hoch. Das Gas. Vordach sind die drauf, ja, die sind Vordach bei euch drauf. Versucht zur Kiste zu gehen. Ich gehe oben drauf aufs Dach. Ist noch einer, da ist noch einer. Die gehen bestimmt zur Kiste oder sind die bei euch noch einer? Einer ist weg. Nice, wichtig. Einer ist weg. Einer ist down unten. Wir sind in der Sicherheitszone. Ja, Leute, das richtig, richtig gut gemacht, Herr Moody. Gib mir mal Geld raus, ich hole eine Drohne. Reicht. Mit dem Restgeld, was übrig ist, was ihr noch habt, kauft bitte zweimal Platten ein. Volki, Platten liegen für dich, 4 Stück. Das ist eine übrig für die anderen. Okay. Ich gehe zum Shop. Wir müssen dringend nach Platten kaufen, Leute. Ganz, ganz wichtig. Das hat euch keine große Hilfe in der Runde, weil es komplett leckt, die Hulle. Wir haben Aufklärung online. Das mal gut aus. Ich gehe im Bunker looten unten ein bisschen. Ich habe hier die Häuser, habe ich schon gelootet. Habt ihr echt gut gemacht, Leute. Richtig, richtig stark von euch, Alter. Ganz alleine zu dritt. Für die Wichser geknallt, Alter. Richtig mega. Ganz alleine zu dritt. Ja, aber halt ohne mich. Wir haben 3 gegen 4 gespielt und einen Helikopter gehabt. Man muss auch mal loben ein bisschen. Ich bin ja nicht nur meckern, Digga. Danke. War ich ja bei Christoph genug. Ich habe hier so eine Vorratslieferung hier, so einen Einkaufswagen habe ich zu mitnehmen. Leckt halt übel heftig, Leute. Ich gehe links an den Bunker, einer kann rechts an gehen. Dann gehen wir mit dem Bunker, fahren wir dann weiter, glaube ich. Ich habe keinen Bock, da oben rumzulaufen, oder was meint ihr? Ich weiß nicht genau. Alles klar, danke für die Info. Mit mir selber ein bisschen halt so nicht so schlimm. Mach ich gerne. Alex, was meinst du, Alex? Wo willst du hingehen? Ich weiß auch nicht. Wollen wir im Bunker runter? Wollen wir fahren? Hm, keine Ahnung, sag du. Komm, lass uns runter im Bunker mit dem Wind fahren. Platten liegen unten noch ganz viele. Holt sich jemand diese Panzerung? Leckt so heavy. Sag mal, versteht ihr mich irgendwie stockend oder so? Kann das sein? Oder geht's ganz normal? Okay, ich dachte, warum redet ihr nicht mit mir, Idioten? Hallo! Ihr könnt ruhig antworten, ich bin echt, ich liebe euch, Leute, seid ihr meine Kinder, also. Ich bin euch nie böse. Lass mal, wollen wir 4 Zweiter oder meins, Min? Min, ja. Ich hab Min, ja, das ist ein kämpftes Gebiet, okay, let's go. Ist mein Vater auch am Start? Wer ist dein Vater, Martin? Kann auch mit deinem Vater, Bro. Der wiederbelebt über uns, die fighten da. Ich würde nicht hoch, oder? Doch, ist gut. Glaube ich. Aber über uns. Müsst ab, emt ab. Die, was ist denn das jetzt? Okay, nice. Ja, über uns, 2-3 Leute, bringt nix. Bringt nix, emt ab. Ich geh mal gucken, ob ich einen PC finde oder irgendwas. Hab hier schon gelootet, hier ist nix. Scheiße, Leute. Geh mal weiter, komm. Können wir weiterfahren, unten lieber, Richtung Ruins oder so? Ja, die haben das noch macht mal. Keinen Sinn, komm. Hatte keinen Sinn, Alter. Wir können nicht mehr weiterfahren. Doch, hier, wo geht's hier hin? Ruins, ja. Und jetzt, pass auf, jetzt campen sie uns weg, Leute. Jetzt campen sie uns weg. Ich hab's im Urin, Leute. Linkes Ei macht Terror, Alter. Hier, es geht erstmal. Hier ist Lagoon, könnten wir noch rauskommen. Wo sind wir überhaupt jetzt hier? Oh, Rand der Zone, das ist eigentlich cool. Warte mal, ich hab eine Granate noch. Chill. Okay, er geht raus.
Drohne kaufen, Drohne am Shop direkt. Komm, wir essen das Bob. Drohne kaufen am Shop, wenn du hinkommst. Jo. Granate, baut eine Granate oben hin, Leute. Jetzt markieren. Soll ich direkt raushauen? Ja. Oh, links nehmen wir uns, siehst du? Die anderen werden bestimmt Ghost haben, die anderen Leute. Aufpassen. Da oben schießen noch welche. Wo oben? Oben drauf schießen welche. Da hinten. Ach da, okay. Waren, glaube ich, zwei. Jo, sind zwei. Ich hab keine Platten. Bin ja gar nicht drin, Leute. Ich bin gar nicht drin hier. Unter mir links ist einer. Ich will abhauen. Wo waren die unter mir links? Sicherheitszone. Gas mehr. Hier irgendwo. Warte, hab ich, Bro. Ja. Wo liegst du? Ich komm hoch. Ja, super. Ich glaub, hinten was kommt noch. Ich glaub, von links, von O, glaube ich. Alles gut, ich hab dich. Ich glaub, von links, Seite, von O, glaube ich. Bin mir sicher, ich glaub schon. Den Platten gehabt? Ich hab 5 Platten, ihr braucht, ich hab 5 Platten, kommt ihr zu mir bitte? Ey, da lag noch eine Platte, da lag noch eine. Wir können auch einkaufen, ich hab einen mobilen Shop, oder wir gehen doch mal hoch zum Shop. Was willst du denn kaufen? Ja, Platten für euch, Platten, Digga. Ich bin voll mit Platten. Achso, dann ist er gut. Wo wollen wir move jetzt? Wir haben einen kompletten scheiß Move, Leute. Wie wollen wir was machen? Ja, zum Shop, ich brauch Platten. Lauf mal. Ich hab erstmal Platten, ich hab mobilen Shop, aber wie, Digga, wo wolltest du lang moven? Wo denn? Die sollen auf dem Berg vor uns gewesen, auf dem Berg. Über links moven, zum Seil in die Richtung. Gibst du mir kurz dein Geld, komm. Was ist denn das? Er rennt einfach weiter. Digga, was macht ihr denn? Wo rennt ihr hin? Redet doch mal ein bisschen. Wollen wir nicht über links moven lieber? Würde genau da hochlaufen, zum Berg? Ja, egal. Ja, ich komm zu dir. Ja, egal. Lass mal einfach da hochlaufen, wo die waren. Soll ich den Shop nochmal platzieren oder ja nicht? Ja, ich hab immer noch keine Platten. Klick dir zwei raus, Bergi, komm her. Wo bist du eigentlich? Bist du Orange, oder nicht? Ja. Danke. Wir haben ein Seil vor uns. Guck mal, ob wir vielleicht noch rankommen. Vor uns war safe ein Team. Warte mal. Ist da oben ein Team? Ich bin mir sicher. Grün. Ja, scheiß drauf. Riskieren oder nicht? Also ist egal. Wir sind ziemlich offen hier, Leute. Ich weiß nicht. Wir sind jetzt richtig offen, Leute. Die haben ein Prezi oben drauf gemacht. Die Uhr tickt. Begib dich zum Ziel. Und safe links Gegner oben, Leute. Und rechts über uns auch. Wenn eine Drohne kommt, dann fickt mich, Alter. Und über ganz links zu move, Leute. Ich glaube, da sind welche, Leute. Erstmal sehe ich am ersten Blick, ich kann auf den ersten Blick. Wir dürfen nicht husten, aufs Gas aufpassen, bitte. Und nicht gleich sofort schießen, wenn ihr Gegner seht, sondern sagt Bescheid oder wartet, es sei denn, er sieht euch. Da ist ja noch runtergesprungen vom Kran. Von wo? Wir schießen vor euch auf euch, oder? Ja. Da sind noch einige. Hier vor euch ist einer. Der Chill Break. Den bitte weglasern, Leute. Hab ihn. Ich stehe noch einer daneben, glaube ich. Den nicht. Wo? Ist hier oben, glaube ich. Ja, nicht. Oben drauf noch, ja? Aber da oben auch. Es wurde ein 5-Bomben entdeckt. Wachsam bleiben. Wir haben da gekauft. Wir sehen gar nicht. Ach, da oben ist er. Ich bin nicht bei den Dude. Am Weg. Wir müssen irgendwie weglasern, den Dude. Das ist wie aus dem Bau hier. Bin auch nicht weg. Feindliche Drohne ist aktiv. Du bist noch nicht tot. Da ist noch einer, oder? Irgendwo. Ja, es sind noch zwei oben. Digga, vor mir genau oben drin. Vor mir an dem kleinen Häuschen oben. In dem kleinen Häuschen vor mir hier, lila Marker. Digga, hier vor mir genau oben. Ach, leck mich am Arsch, da steht genau oben auf dem Berg drauf. Für jeden Zuseher einen Stern, Dankeschön. Vielen lieben Dank, Bro.
Ich bin das ist der Gulag. Ich muss hinten rum. Grün? Ja. Grün, kommst du? Ja, ich hab nur Ausschau gehalten jetzt erstmal. Setz weit auseinander, okay. Blau, guck nach links bitte. Ja, ich muss nur hinten rum. Hast du noch Platten? Ja. Immer schön ein bisschen auf die anderen achten. Da sind sie oben. Also markieren sie, gell? Ja, da. Sie sind bereit. Okay, nice, ich geh hinten rum. Ihr müsst schön zusammenspielen. Ja. Lauft nicht weg, wenn einer ein K.O. hat, traut euch. Wir gucken. Der Basti ist down, Basti ist down. Ich kann. Nicht so weit vor, Stefan, warte lieber. Du bist alleine, Stefan. Macht euer Ding. Schön. Wenn du hier gewinnst, weiter, kommt, ich bin Gulag. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Kämpfe dich hier raus oder nimm Mann. Kommt einer von hinten. Ja, noch einer. Keine Muni mehr drin. Grün. Noch einer hier. Alle tot, oder? Ja. Hast vergessen jetzt. Nikolas und Kati, vielen lieben Dank für eure Komplimente, ihr Süßen. Danke auch für die Sterne. Freue ich mich sehr zu hören. Freue ich mich sehr zu hören, als kleiner Streamer solche Kommentare zu kriegen. Das baut einen auf, Amudis. Ja. Hätte hier noch eine Lupe, aber ich weiß nicht, ob die safe ist. Dann sitzt es hier noch eine Lupe. Wird noch weniger safe sein wahrscheinlich. Ja, welche Lupe nehmen wir? Welche Lupe nehmen wir, Leute? Ich weiß es nicht. Wer dort überlebt, wird erneut eingesetzt. Na los, brechen wir auf zur Sicherheit. Ich bin gerade runter. Bitte? Die gerade unten, die Lupe? Ja, sind beides Gebiete, die komplett assi sind. Warte mal kurz auf die anderen noch. Da unten ist immer umkämpft, eigentlich immer ein Team, immer. Genauso wie links. Warte, dir mal in der Luft unten, ich geh mal zur Lupe gucken. Gulag. Warte in der Luft oben. Da laufen Gegner auf jeden Fall. Drücke vor. Ja, woher bist du da sein? Steps, oder? Ja, Steps. Ja. Granate ist raus. Jo, bei mir. Bin hier voll offen wie eine Bitch, Digga. Da sind welche unter uns, Breaky. Das ist nicht gut, was du machst, Bro. Da sind welche. Unter mir, genau. Auf dem Dach ist der, oder? Nee, unter mir ist der. Ja, doch, bei dir nicht. Kann sein. Das dreht sie? Verbündete. Nein. Dein Team darf nicht umsonst gestorben sein. Bring es zu Ende. Was soll ich denn machen, Digga? Ich sehe bloß einen scheiß fucking Head, Bro, Alter. Schade, Guys, aber trotzdem heute mega Runden gehabt, Alter. 5 Wins, richtig geile Games, Mann. Irgendwo muss ja auch mal Pause sein hier am Moody's, Alter. Dann sag ich mal vielen lieben Dank für die Runden. Euch noch einen schönen Abend. Jo. Und wie gesagt, vielleicht nochmal morgen Vormittag vielleicht nochmal ein bisschen Subcams, müssen wir mal gucken. Schlaf gut. Haut rein. Alles klar. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. So, jetzt natürlich euch auch noch eine gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs Mitfiebern, für euren Support. Einfach wirklich mega, Leute. Wir starten morgen wieder, denke ich mal, gegen 10, halb 11 wieder rein. Und eventuell gibt es, wie gesagt, morgen noch, muss ich mal schauen, spontan Subgames. Aber ich denke mal schon. Okay? Dann wünsche ich euch ein gutes Nächte. Schlaf gut, hab euch lieb, ihr Süßen. Bis morgen.
Haut rein. Bye bye, Dudes. Gutes Nächte, Melle. Generell, gutes Nächte euch allen natürlich. Dankeschön für deine Sterne, Kadi. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, 1000 Sterne nochmal, Kadi. Freue ich mich richtig drüber. Vielen lieben Dank, meine Kleine. Gutes Nächte, Amudis. Bis morgen.